Hä? Oh, bin ich online? Ich lese wie immer die ersten 10 vor, die als erstes am Start waren. Thorsten, der Oktoner, King Kong Killer Pro, Pacallo Gamer, Louis FIFA, Claudius Mertens, Vitell Becker, Max 23, Raoul Parau und Jonas Faust. Waren die ersten. Was geht ab, Freunde? John hat wieder rasiert. Ich sehe den Chat schon kommen. Wie fandest du das Spiel? Wie fandest du das Spiel? Meinung zu John. John war voll gut. John Ehrenmann. John Ehrenmann. Dann kommt John wieder in Discord. Ich vermisse John. Leute, wir sind online. Edi Geller spielt ein paar Spiele Weekend League. Ich habe auf jeden Fall Lust. Ich habe ein neues Team. Ja. Lad sie ganz kurz hoch, die Story. Ich lade die Story ganz kurz hoch. Ich hoffe, alles funktioniert heute hier mit dem Internet, aber an sich müsste es. Link kopieren. Zack. Moin, du Eierkopf. Was geht ab, mein Freund? Ich habe mir mein Team noch gar nicht gebaut, ne? Das könnte lost werden. So. Hat sie hochgeladen, maybe? Yes. John war so heftig. Digga, ich sag das von Anfang an, Freunde. Ich sag es seit Tag 1, dass Jordan der größte Zerreißer ist. Aber ihr glaubt mir ja nicht. Habt ihr gesehen, Digga? Habt ihr gesehen, wie wuselig er ist, wie beweglich er ist, wie, was er für Pässe spielt? Ich schwör's, no front an Boyata, aber ich finde momentan Boyata gut, aber ich finde Jordan doppelt so gut wie Boyata. Und das liegt nicht daran, weil ich Kontakt zu denen hab. Ich schwör's euch, das ist so. Der ist so beweglich, der macht gar keine Fehler, Jordan. Ich schwör's euch, Jordan macht keine Fehler. Der macht mal so einen riskanten Pass, der Mann. Habt ihr die Korridorpässe gesehen? Wie ich ihm das gesagt habe letzte Woche. Die Korridorpässe. Klöten wachsen lassen, im Sack Klöten haben. Und dann auch mal versuchen, so einen riskanten Pass zu spielen. Weil wenn dieser Ball nicht ankommt, dann hat man ein Problem. Weil dann fangen die Stürmer oder die Achter oder was da vorne halt rumlungert den Ball ab und dann gibt's einen fetten Konter. PHSVB mit einem Sub. Dankeschön. Derby-Sieger, Digga, das wird heute. Vor allen Dingen 4-0, Alter. Richtig wegrasiert. 4-0. Ich fand, Union hatte auch no front an Union, aber. Ich fand, die hatten gar keine Chance. Meiner Meinung nach. Mit ein bisschen Glück steht zur Halbzeit schon 2-0. Als er ADS gezeigt hat und den outpaced hat. Habt ihr das gesehen, wo er den Ball so um ihn rumspielt? Und dann, das war erste Halbzeit, glaube ich. Da hat er wirklich ADS gehabt, schon wieder der Knecht. Da hat der Knecht wirklich schon wieder so einen Eierkopf. Also, Chat, ich muss mir meine Spiele noch kaufen. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Wobei, ich muss sie nur einkaufen. Ich muss an sich nichts verkaufen. Ah ja. Ich kaufe mir die Spieler zur WL. Ich bin so lost. Anstatt ich einfach mal ein bisschen an meine Coins denke, nein. Die Jugend. Du rettest noch meinen Tag. Bester YouTuber, kein Ding. Kein Ding, Freunde, ich bin immer online. Wann gibt es meinen Tag, wo ich nicht online bin? Gibt's nicht. Diese Tage gibt es bei mir nicht. Mache ich hier wenigstens. 1, 2, 3, 4, maybe. So. Maybe some coins. Who wants some coins? Buy him. What? Who wants some Eusebius, man? Habt ihr irgendwelche Fragen? Aktiv der Illegale? Ja, normal, Digga, bin ich aktiv. Codes kommen, glaube ich, bis 0 Uhr oder so rein. Ich liebe dich, dankeschön. Wir müssen erstmal warten, Freunde, bis ein paar Leute reinkommen. Ach ja, hier, Xbox-Code, gönnt euch. Ich muss mir jetzt das Team hier erstmal kaufen. Davis habe ich gezogen, wir kaufen schon mal Mbappé Food Birthday. Den Mann kann man sich schon mal hier kaufen. Kylian Mbappé Foodburst. Oder kann ich irgendwas verbessern? Weil ich habe ja an sich, ich habe 2 Millionen Coins gemacht. Mit meinen Elite Rewards da.
Aber ich glaube, ich kann nicht mal was großartig verbessern. Nee. Kann man was verbessern? Ich glaube nicht. Pogba. Pogba raus. Digga, ihr und ich würde gerne mal Pogba spielen, um zu wissen, wie der ist. Kanté Totti spiele ich nicht. Der gefällt mir nicht. Also der ist gut und so, wenn er im Zweikampf drin ist. Aber ich brauche jemanden mit langen Klöten. Hol dir Jordan für die IV. Acht Leute, wir spielen einfach so. Dann habe ich noch ein paar Coins übrig auch. Wir kaufen erstmal Mbappé. Das ist Punkt 1. Den hole ich mir ja safe. Mbappé wird ja safe geholt. Der kostet nun mal leider auch. Perfekt. Boah. Einfach sein Food Birthday kostet. Chat. Das ist so krass. Sein Food Birthday kostet. Warte, das haben wir gleich raus. Millionen mehr. Wegen 5 Sterne Weakfoot, das ist das. Das ist das Geheimnis. Insignia ist krass, das fuckt mich ab, dass die 4 Sterne. Dicker. Ohne Witz, die Preise sind der größte Witz, den ich seit langem gesehen habe. Manolas, guckt euch bitte diese Karte an, Chat. Und guckt euch an, wie billig der eigentlich ist. Der kostet 3. Wie teuer ist der? 300.000. Und er hat 92 Pace. Nee. Also das ist komplett gestört, finde ich. Das finde ich komplett gestört. Der kostet nicht mal 300.000 als mit 92 Pace als IV. Das ist so lächerlich, Digga. Leute, gerne alle ein Like auf den Stream da lassen. Wir sind schon 6.000 Zuschauer. Was sagst du zu den Teasies und warum spielt Friede nicht? Ich feiere die Teasies, übertrieben. Die Knechtgesichter. Ich weiß nicht, Freunde. Ich weiß nicht, warum Sidney nicht spielt. Brother mit einem Follow. Enrico Mittler mit einem Follow. Bus Platata. Patti. FPHSVB mit einem Sub, Dankeschön für den Sub. Sehr gut mit einem Euro, was benutzt du für deine Haare, also welche Produkte? Ich benutze gar nichts, Freunde, also meinst du, wie ich, so gar nichts, das ist normal, also, keine Ahnung, ich wasche die halt, dann föhne ich die hier vorne und dann hier vorne mache ich gar nichts. Da vorne mache ich gar nichts. Dominik Reinhardt mit 1 Euro. Dankeschön, Dominik. Wartet mal, Chat. Wir müssen uns erstmal die Spieler hier kaufen. Sonst kriege ich hier einen kompletten Nervenzusammenbruch. Wir brauchen Upamecano. Da bin ich ja so krass gespannt, wie der ist. Mit P. es haben schon voll viele verloren, Freunde. Hasso hat verloren, Lefty hat verloren. Unangenehme Situation. In den ersten 10 Spielen. Weil ich kann euch auch genau sagen, warum. Weil diese ganzen Schwitzer jetzt leider auch geile Teams haben. Also das ist halt normal, aber FIFA 20 ist so random, da kann so viel passieren einfach. Und wenn der Gegner ein gutes Team hat, dann könnte es wirklich bitter werden. Wie teuer ist denn der Upamecano? Lul? Guck mal, der ist teurer als Manolas, hä? Ja, okay, kann man mitnehmen. Lern damit 1 Euro, ich lese gleich alles vor, Freunde. Insignia ist genauso wuselig wie du. Insignia ist so wuselig. Jordan war heute wuselig, Digga. Jordan war richtig gut heute. In meinen Augen schon wieder mit der beste Mann auf dem Platz. Und das sage ich nicht, weil wir befreundet sind. Das ist einfach so gewesen. Okay, Chat, wie fandet ihr Jordan heute? Oder wen fandet ihr am besten von Hertha? So, besser gefragt. Wer war heute der Beste bei Hertha? Ich fand Kunja wie immer krass. Kunja war auch gut, aber ich fand Kunja letzte Woche besser. Kunja war auch gut. Boyata, Luke Bakio. Die waren viele heute gut. Kunja ist immer gut, Freunde, finde ich. Kunja ist immer krass mittlerweile, seit 4 Wochen oder so. Also seine letzten 4 Spiele, so gesehen. Der war immer, immer, immer krass. Das ist unglaublich, der Typ. Teuer, ey. Sant Maximini, Mini, Mini. So ein teurer Arsch.
Also, ja, Lazar, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Lucky hat seinen Profi-Einsatz heute, sein Profi-Debüt bekommen, der Ehrenmann. Gönne ich den. Ich feiere das auch, dass Labbadia direkt, Freunde, okay, es stand auch 3-0 und 4-0, aber trotzdem. Direkt zwei jungen Spielern direkt Profi-Einsatz gegönnt, Digga. Sowas mag ich ja. So, da macht er sich direkt sympathisch auch. Er gönnt direkt zwei Leuten Profi-Einsatz, Freunde. Ich glaube, Lucky ist 17. Der ist eigentlich noch A-Jugendspieler, hat heute seinen Profi-Einsatz bekommen. Richtig guter Spieler. Jessic hat letzte Woche seinen Profi-Einsatz bekommen. Also ich feiere das, dass Labbadia alle zocken lässt oder jedem eine Chance gibt auf jeden Fall. Das ist schon echt cool von ihm. Da kann man nichts sagen. Sie wurde nicht angezeigt, ja, das ist manchmal so. Den Hansi Flick macht er. Hat Hansi Flick das auch gemacht? Ich bin da nicht so krass in der Materie drin. Wir brauchen seine komische Champions League Karte. Den 93er. Edi, was geht? Nichts. Wir spielen ganz entspannt die Weekend League, Freunde. Ich finde, ja. Kein Čović, kein Kiprit. Čović ist ja gar nicht mehr bei Hertha. Kiprit, ja. Aber, Digga, man kann ja auch nicht jetzt die ganze Zeit. Ich find's gut, er hat zwei direkten Profi-Einsatz gegönnt. Das macht ihn meiner Meinung nach sympathisch. Und soweit ich weiß, trainieren die Jungs auch sehr gut. Also haben die sich das auch verdient irgendwo. Hast du Labbadia schon mal getroffen? Nee, noch gar nicht, Freunde. Ich habe die ganzen Profis auch lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, sonst habe ich ja Jordan eigentlich immer so. Wir haben uns ja auch so privat ab und zu mal getroffen. Weird Flex? Nee, aber ich habe den sehr oft gesehen, weil ich einfach auf dem Gelände war und dann Gelände war und dann ist der Knecht einfach rübergekommen kurz und hat da gechillt in diesen Hertha-Raum. Da, wo ich immer chille. Und das passiert halt auch gar nicht mehr. Also ich habe, weiß gar nicht, wann ich John zuletzt getroffen habe. Oise ist weg. Eli, jetzt die Tots kaufen. Digga, da fragst du den komplett Falschen. Also es gibt, glaube ich, keinen, der mehr Minus gemacht hat mit Spielern als ich. Ich schwör's euch. Guck mal, ich kann mir einen richtigen Zerreißer eigentlich in die Mitte stellen. Aber wir spielen Pogba, Digga. Wir werden da Pogba hinstellen. Ich hole mir jetzt erstmal Van der Sar auf, abgehoben. Wir geben dem Mann eine Chance. Wir geben Pogba eine Chance. Ich hole mir auch ganz frech den hier. Wenn man schon die Coins hat. Oh, ich habe so Magenprobleme, Mann. Das ist so scheiße, Freunde. Ich bin wieder krank geworden. Was ist krank? Ich habe diesen scheiß Husten schon so lange. Und ich habe Magenprobleme noch dazu bekommen. Ich weiß nicht, was los ist, Mann. Hört auf, das jetzt reinzuschreiben. Ich weiß, was ihr reinschreiben wollt. Aber das ist so eine Scheiße. Ich bin voll anfällig für so eine Scheiße. Hol die Loris, geh kacken. Digga, ich war heute schon 10-mal kacken ungefähr. Schon 10-mal. Als ob, ich habe auch Bauchschmerzen. Ja, so die ganze Zeit. Auch, ich habe gar keinen Appetit und so. 800k kostet Neymar eigentlich. Louis? Nein, Golan Tots kann ich nicht einbauen. Warte mal, wen muss ich noch holen? Pogba. Wir geben Pogba eine Chance. Weil der hat lange Beine. Und ich gebe Spielern gerne eine Chance. Ich bin jemand, der Spielern gerne eine Chance gibt, Chat. Hatet mich oder hatet mich nicht. Ihr könnt da selber entscheiden. Guck mal, das ist einfach seine einzige Special Card. Warum gibt's ihn denn nur als Stürmer? Okay. Team ist gekauft. Ach ja, ich habe ja den anderen Van der Sar. Lul. Dann stellen wir hier noch kurz alles ein. Oh, meine Pups, die stinken auch so doll. Oh. Hat man das gehört? Es war ein Unterdrückter. Ich habe eine Mannschaft schon genannt. Oh, mir fällt nichts ein. Nur am Furzen. Hat man es gehört? Pupsi? Wow. Gulaschsuppe. Digga, da ist gerade was mit. Digga, mir geht's. Also wirklich, mein Bauch, der macht komplette Faxen, ne? Stammen wir heute 2-10. Was? Was ist das denn? Fassest du nicht? Ich fasse nicht, Freunde. Pay to win. Ja, normal, Digga. Pay to win. Normal Pay to win. Anders, aber wer jetzt mittlerweile kein so gutes Team hat, ja, das liegt dann auch ein bisschen an ihm. Also, ich kenne wirklich. Diese ganzen Elite-Spieler haben jetzt Teams wie Top 100-Spieler.
Und die Top 100 Spieler am Team, sowas wird sie gar nicht sehen. Und die Elite, also ihr wisst, was ich euch sagen will. You understand? Yes? Okay. Guck mal, ich habe so böse Karten eigentlich. Also auch so schon in Rot, in Grün, in Pink. Jeden Scheiß, mein Team sieht mies cool aus. Komm mal, lass mal spielen, Junge, ich schwöre, Junge. Upamecano ist bei mir gespannt. Ich bin richtig krass auf Upamecano gespannt. Und ich bin richtig krass auf, Dings da, wie heißt Kollege Schnürschuh Pogba gespannt. Das sind die Spieler, auf die ich richtig Bock habe. Und ich will mal gucken, wie die so agieren, die Männer. Pogba war hier. Richard war hier. Gomez war hier. Mo kommt, glaube ich, später in Discord, Freunde. Er nee, ist mit seiner Freundin, Junge. Soll ich es mal vorlesen? Ja, Jungs, ich kann heute nicht mit euch streamen. Knecht. Für die letzten 10 Mal hat der Eierkopf schon abgesagt, Digga. Langsam, wir schmeißen die beide aus der Gruppe. San Maximan ist richtig wuselig. Deswegen habe ich mir den ja auch geholt, mein Freund. Freunde, danke für 10.000 Zuschauer. Was ist denn hier los? Könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen, wenn ihr es nicht gemacht habt. Wir werden ein bisschen... Ach, wo ist mein Davis eigentlich? Achso. Den haben wir gezogen, Freunde. Erstbesitzer. No front. So, das heißt, wir müssen Folgendes machen. Ihn müssen wir ZDM reindrücken. Positionas. Perfekt. Och, doppelt zurück. Doppelt zurück, ich krieg schon wieder einen Anfang. Berlin sieht blau und... Leute, dieses Thema, also... Jordan war der Beste, fand ich persönlich. Hertha hat Union, no front, aber schon gut. An nicht, also tut mir leid an alle Unioner, aber Hertha war echt... 10-mal besser. Besonders in der zweiten Halbzeit. Wo sind denn meine Supersubs? Thomas Müller. Die Spenden lese ich gleich vor. Pizzi habe ich auch, Digga. Philipp Andersson kann ich jetzt reinbringen. Neymar zu teuer gekauft. Ach, Digga, ihr kennt mich doch. Das ist normalo bei mir. Junge, lass mal spielen, Junge. Dass hier alles immer so krass lange dauert. Pizzi rein. So, wen wechsle ich denn ein? Ich wechsle Maris, Philippe Andersson, Müller, Robertson kommt nicht mal im Kader, Digga. Du wirst den Kader nicht mal sehen. Da bringen wir ein bisschen Stimmung mit Jordan rein. Junge, Junge, ich schwöre, Junge, nach euch meinen Kader, Junge. Ich hab gut trainiert, Junge. Wo ist er? Jordan. Musst du ganz schön runterscrollen, bis ich dich da finde. Junge, ich schwöre, Junge, lass mal neben Sydney sitzen, Junge. Und nicht da? Ich mach doch keiner so. Sid, nee, da muss man immer den ganzen. Ja, da ist er doch. Friede, Schnürschuh. Jordan zu wild, Jordan. Ja, Freunde. Ich will euch nicht auf den Sack gehen, aber ich kann mich nicht immer alles wiederholen. Luis mit 1 Euro. Tizi hat heute ein Riesending für die deutsche FIFA-Szene gemacht. Was haben die gemacht? Achso, mit Karius. Icon mit einem Sub und Jonas Claire mit 2 Euro. Wann sehen wir dich mal an einem Freitag bei den Tizis im Studio? Es war geplant, Freunde. Ich glaube, es wäre irgendwann vor einem Monat oder vor 2 Wochen oder so passiert. Wir hatten schon geschrieben, dass wir einen Dual-Stream machen, aber jetzt mit dieser ganzen Corona-Scheiße hat sich das dann nach hinten verschoben. Aber das wird passieren, Leute. Das wird passieren. Spätestens zu FIFA, zum FIFA 21 Release irgendeinen Tag. Da werden wir das auf jeden Fall machen. Macht euch da keine Sorgen. Amoid mit einem Follow. Dankeschön für dein Follow. Amoid 1. Perfekt. Achso. So, das ist das Team, Leute. Guckt es euch an. Mit dem Team werden wir zocken. Und zwar, jetzt muss ich ihn nur noch umformen. Ach, Digga, darauf habe ich ja gar keinen Bock. Auf diese scheiße Rumgeforme. Warte mal, hier muss ich nicht. Hier, ich muss eigentlich nur die hier. Aber bei Vera muss ich einen kompletten Neubezug machen. Junge. Ah, ja. Bitte MS zu ZOM. Das habe ich aber nie. Ich wusste es. Junge. Bitte ZDM zu ZM. Habe ich safe. Warte. Okay, wir müssen so viel kaufen. Wir müssen Z... Egal, ich krieg das organisiert. Nur wer durch den Dreck geht, kann irgendwann oben stehen. MS zu ZOM, das ist das Allerschlimmste, glaube ich. Das muss man immer snipen wie so ein Knecht. Schneller geht's nicht. Ich bin der Allererste in den Chat. Animi Maxi Kam XNU auch nochmal mit einem Follow. Freunde, danke für 11.000 Zuschauer. Könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen. Ich bin selber gespannt, wie sich das Team spielen lässt.
Kostet das 4K? Egal, wir holen auf abgehoben. Brauche ich nicht zwei davon? Nee, ZM, jetzt brauche ich ZM zu ZDM zwei Stück. ZM zu ZDM, so. Eins, zwei. Army mit 1 Euro, Ibisevic, die bosnische Maschine, Digga. Ibisevic hat heute auch sehr gut gespielt. Richtig, richtiges Kopfballungeheuer, sag ich early. Und ich brauche ZDM zu ZM. Das brauche ich auch. Digga, dass ich mir das alles gemerkt habe, Hilfe. So, wir sind ready. Da Heub, Jojo Scheu, auch nochmal mit einem Follow. Danke für die Follows. Ist Ben Rama schon auf der Bank? Nee, ich habe viel zu krasse Spieler. Also, ich gebe den Männern erstmal eine Chance. Guckt euch mal meine Bank an, Digga. Ich habe halt, meine Bank besteht jetzt aus den Stammspielern von letzter Woche. Ich werde Maris einwechseln, ich werde mal Müller einwechseln, Philippe Andersson und Pizzi. Der hat halt 90 Schießen. Brechen, das geht, das ist Schmutz. Aber na gut, das ist die Bank. Jetzt muss ich das alles den Kollegen geben. Es wird so anstrengend, Freunde, die Weekend League. Ich sag's euch jetzt schon. Weil alle mittlerweile gute Teams haben. Das ist so eine Scheiße. Junge! Edi, wie heißt das vorige Lied? Das Lied hieß... All for You. All for You hieß es. Ben Rama kennt, Freunde, hat keine Zukunft mehr. Kennt, weiß ich nicht. Sehe ich mich nicht mehr drin. Guckt euch mal meine Bank an. Immer wenn ich Kent eingewechselt habe, ich fand den nicht mal so krass, ne? No disrespect. Aber es ist die Truheit. So, zack. Pogba. Das ist das Team. Sieht schon schmack aus. Ich bin noch Upamecano, Davis, Pogba. Mbappé Food Burst, der wird auch wieder interessant. Mbappé Food Burst, der wird interessant, Chat. Und ich kann hier alles nochmal neu machen. Perfekt. Also, ausgeglichen, Tiefe, so, so, ausgeglichen, so, so, Formation, wo ist er? 4, 2, 3, 1, Mbappé im Sturm, Richard auf der 10, Neymar da, Maximilian rechts. Max rechts, Neymar links. Ja, die haben so oder so scheißegal. Da. Perfekt. Anweisungen: hinten bleiben. Hinten bleiben, Passwege zustellen. Passwege, hinten bleiben, mit Abdeckung. Defensive. Zack. Das waren die Anweisungen dafür. Und wir machen noch eine mit 4-4-2 und wir machen noch eine mit enge Raute. Individuelle Taktiken, perfekt ausgesprochen. So, das wird jetzt enge Raute. Oder 4-4-2 erstmal. 4-4-2, Mbappé im Sturm mit Richard. Max rechts, Vera da, das ist einfach. Hinten bleiben. Mitte abdecken, Defensive, den Stürmern gar nichts. Jetzt kommt enge Raute, das ist voll der Abfuck, ne? Chemistry Styles muss ich auch noch machen, oh, meine Fresse, habt ihr recht. Stell dir mal vor, Jordan, Man of the Match, nee, ich glaube nicht, leider. Die haben 4-0 gewonnen, Freunde, da werden die jemanden rauspicken, der Tore geschossen hat und Vorlagen. Ich glaube, Ibisevic, der hat ein Tor und eine Vorlage gemacht, aber der hat letzte Woche schon bekommen. Der hat letzte Woche halt schon bekommen. Individuell, warum antwortest du nicht mehr? Digga, ich tu mir leid, mein Freund. Ich versuche immer zu antworten. Glaubt mir, ich antworte auch sehr, sehr vielen. Aber es ist einfach... Habe ich euch schon mal geantwortet? Wahrscheinlich. Also, na wohl. Ist nicht mal so wahrscheinlich. Aber ihr müsst mich verstehen, Leute. Es ist nicht machbar, jeden zu antworten. Es funktioniert einfach wirklich nicht. So, Neymar in der Mitte, St. Maximin. Anweisungen, ja. Ja, hast du. Also, es ist wirklich. Also, ich gebe da mein Bestes, Chat. Ich gebe da wirklich mein Bestes. Aber. Es ist nicht so einfach. Hinten bleiben. Vorne bleiben. Gar nichts. So. Das hätten wir auch. Ich muss mir das alles nur nochmal merken. Das ganz sehr offensiv ist.
Ach so, scheiße. Hier habe ich Dings vergessen. Zack, zack, zack. Ausgeglichen, Tiefe 3. Zack. Boah. So. Eins. Ja, früher war halt leichter. Ja, früher, Leute, war es alles einfacher. Ich habe es heute gelesen. Irgendjemand hat da einen Artikel drüber geschrieben. Die E-Sportler mit der größten Reichweite, da bin ich einfach mal Platz 1. Das wusste ich auch nicht. Also insgesamt, auf Insta bin ich Platz 1, auf YouTube bin ich Platz 1, auf Twitch nicht, aber insgesamt auch, also im deutschen Bereich. Im deutschen Bereich. Ja, es ist wirklich nicht so einfach für mich, nimmt's mir nicht übel. Ich wusste das selber nicht, ne? Ich habe dann nochmal nachgeguckt, aber das stimmt wirklich komischerweise. So, ausgeglichen, schneller Aufbau, Tiefe muss nicht mal so hoch sein. Pro-Uns, ja, außer so Pro-Uns halt. Stimmt, Pro-Uns. Ach nee, das war in der VBL, lol. Das war das in der VBL. Die Spieler, die in der VBL angemeldet sind. Oder nur für Vereine, irgendwie sowas. Aber Pro-Uns ist auch nochmal eine andere Liga, Freunde. Pro-Uns ist nochmal eine komplett andere Liga. Aber Zahlen haben ja so oder so nichts zu sagen. Ihr habt recht, Freunde. Musik ein bisschen leiser, wir can make it a little bit. Wir sind fertig, so Chemistry Styles. Was gibt man Mbappé, Chat? 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit. Höchstwahrscheinlich gibt man den Hunter. Was gibt man Mbappé? Irgendwas für... Was gibt man Mbappé? Derby-Sieger. Ihr habt recht, Freunde. Das war aber... Das war falsch, meine Aussage. Aber, nee, kein E-Sportler mehr, nee. Das war das mit den Vereinen. Die Vereine, der Vereinsspieler oder so. Oder nur Leute, die in der VBL sind. Das war das, glaube ich. Shadow, Sniper, Hunter. Sniper hat er, oder? Ist das Sniper? Finisher, Bad Eye. Sniper passt, ich glaube auch, dass Sniper passt. Was gibt man Max? Was gibt man Max? Das passt, glaube ich, auch, ne? Abschluss plus 13, das braucht der Mann. Abschluss plus 13 braucht der Kollege. Also mit 83 Abschluss wäre das schon richtig Schmutz. Das ist Dead Eye, ne? Steht doch da. Wo steht denn das? Achso, da. Dead Eye. Lul. Dead Eye passt, ne? Passt auch, okay. Neymar? Passt, denke ich, auch mit Dead Eye. Brauch nicht, sondern... Das halt... Was mich bei Neymar immer stört, ist dieses 82 Ausdauer. Aber ich hab ja die Subs dafür. Passt schon. Dead Eye. Passt auch, okay. Shadow auf Pogba, das ist klar. Shadow... Davis braucht... Das ist halt die Frage, ne? Irgendwas mit Death. Gladiator? Backbone? Sentinel? Was gibt man Davis? Powerhouse eventuell? Ich weiß es nicht. Anchor? Sentinel, schreiben die meisten. Death und Physics kriegt der Kollege. Death und Physics kriegt der Mann dann auch. Wenn ihr es schreibt, dann kriegt er es. Was kriegt Upamecano? Upamecano, irgendwas für Antritt. Würde ich sagen. Oder? Was gibt man dem Kollegen hier? Shadow oder Anchor? Shadow oder Anchor? Habe ich beides nicht. Hunter. Shadow, wir geben dem Mann Shadow. Ach, die Scheiße kostet 20.000 oder so, ne? Achso. Freunde, lasst gerne alle ein Like auf den Stream da. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Wo ist denn die Kacke hier mit Chemistry Styles hier? So, 3.000 wäre schon gut. 12.000 Zuschauer sogar. Dankeschön für den Support. Nachher wird es wieder ein Gewinnspiel geben. Mo kommt nachher im Discord, soweit ich weiß. Ne hat mich verkauft, beziehungsweise streamt heute nicht. Und Sydney, glaube ich, auch nicht. YouTube. Where is what? Achso. 5000 Likes haben wir. Was ist denn mit euch los? 5000 Likes, ja, lul. Dann macht man hier die 10.000 voll. Kunja hätte safe POTM Bundesliga bekommen. Safe, bin ich auch der Meinung. Kunja, Freunde, nimmt momentan die Liga so hops. Kunja nimmt momentan die Bundesliga so hops, finde ich. Der ist so gut. Kunja ist so krass. Aber das habe ich schon gesagt, seit Tag 1, Digga. Weil der Mann, was hat der Mann? Freunde, ich predige es immer. Was hat er, Chat? Was hat er? Wie hat Hertha gespielt? Die haben 4-0 gewonnen.
gegen Union heute. Was hat der Mann? Mal gucken, welcher meiner Zuschauer mich... Was ist mit dem Prons-Video? Werde ich Montag aufnehmen. Digga, ich kann mir Ronaldo nicht kaufen. Er ist wuselig, ja. Aber noch was. Noch was. Er hat... Was hat er? Er ist wuselig. Aber er hat noch einen ganz wichtigen Aspekt. Er hat einen ganz wichtigen... Nein, ich sehe es immer noch nicht. Yusuf hat es reingeschrieben. Ja, Spielwitz hätte man auch. Er hat Klöten im Sack. Digga, der nimmt sich den Ball und geht die ganze Zeit ins 1 gegen 1. Macht er die ganze Zeit, den juckt es nicht, Digga. Der ist im Brasilianer, wie ich früher in den Käfigen. Wie ich damals in den Favelas, Digga. So spielt der Mann. So spielt der Kollege Schnürschuh. Klöten in der Hoden, im Hodensack haben halt. Hoden im Hodensack haben. Das brauchst du. Was soll ich jetzt machen? Ach ja, Shadow. Hoden im Hodensack hat er. Hoden im Hodensack. Wo sie auch hingehören. Meiner Meinung nach. Und nicht dieses Ball annehmen und nach hinten spielen. Keine Fehler machen. Digga, mit sowas kann ich nichts anfangen. Meine Außenspieler oder meine Zehner müssen den Ball nehmen und ins 1 gegen 1 rennen. Ich sag es immer wieder. Ich predige es seit Tag 1. Seit Tag 1, Digga. Seit Tag 1 predige ich das. Van der Sar Basic. Macht das einen Unterschied, oder was? Oh, es kommt ein Code rein. Gönnt euch. VGO-Code. Nachher mache ich noch ein Giveaway. Müsst mir dafür folgen, Stream liken und Insta folgen. Achso. VGO, 10 Euro, PSN. Gönnt euch, wer als erstes da ist, der kriegt den Code. Ehrenhaft. Habe ich mich jetzt angemeldet? Ich will eigentlich gar nicht. Basic überall plus 10, lol. Aber Torhüter, Freunde, wir können es machen, aber keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Torhüter so oder so das Gleiche halten. Habe ich überhaupt Basic? Chemistry Style. Basic. So. Also ich kenne hier nur einen Trainer, der das Zepter in die Hand nehmen kann. Und zwar Jürgen. Und zwar ist das auch Jürgen. So, Freunde, das ist das Team. Das sieht schon echt gut aus, muss ich sagen. Upamecano ist auf der Liste. Davis, Pogba, Foodbursty, Mbappé. Den Rest kenne ich eigentlich. Der Rest ist mir vertraut. Kauf Bruno. Na, nee, wir machen das so, Freunde. Bruno Labbadia gibt's gar nicht, oder? In FIFA? Sisu muss wegen Frankreich Kloppo. Digga, mein Team heißt Jürgen. Da kann ich nur Jürgen Klopp da als Trainer haben. Guck dich mal mein Matchmaking wieder an. Ich mit Ansage, es wird lost. Okay, kein gutes Team. Eigentlich. Also so vor 3 Monaten wäre das voll das, oder vor 4 Monaten, würde man sagen, das ist ein richtiges Schwitzer-Team. Ben Yedder, Mbappé, Neymar, Maldini, Varane. Aber mittlerweile musst du eigentlich sowas gewinnen. Problem, Klopp, falsche Liga. Achso. Was sagst du zum Derby? Freunde, 4-0, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Ich will da nicht so viel provozieren oder so. Weil ich weiß, ich habe auch ein paar Union-Fans. Aber ich bin ein härter E-Sportler. Ich muss aber sagen, dass Hertha Union schon hops genommen hat, meiner Meinung nach. Besonders Jordan. Fehlpass. Mbappé, Digga. Du bist so in der Lunte bei mir. Richard mit der 4, das kann ja gar nichts werden. Junge, ich schwöre, ich kann auch mit der 4, Junge. Ich kann es auch mit der 4. Oh. Richard, Freunde, letzte Weekend League, ihr habt es mitbekommen. Ich hatte ein paar Beziehungsprobleme mit ihm. Ich weiß nicht, was da mit ihm los war, ob der schlecht gegessen hatte, ob er Bauchschmerzen hatte. Aber Richard war letzte WL lost. Und das kann mir niemand erzählen. Jeder, der meine letzte Weekend League verfolgt hat, hat auch gesehen, dass diese WL verkauft war. Mit ganz viel. Deswegen habe ich mir übrigens Mbappé geholt. Wegen diesen scheiß Drecks-Scoop-Turns. Ihr werdet das die ganze Weekend League sehen. So habe ich nämlich letzte Woche, genau so habe ich letzte Woche meine scheiß Gegentore kassiert. In meiner ersten Niederlage und danach hatte ich keinen Bock. Richard braucht eine Pause. Richard, nein. Richard braucht keine Pause, Freunde. Ich vertraue ihm. Guck mal, mein Gegner hat einen Klon gefrühstückt. Pogba, auch sehr gespannt. Wahrscheinlich war das ein VAR-Schiedsrichter. Ich weiß nicht, warum Sidney nicht gespielt hat, Freunde. Ich lese die Frage sehr oft im Chat. Um das hier zu beantworten, Nightbot kann er mal oder Mods, ihr könnt das mal so als Standard-Ausrufezeichen Sidney oder so. Ich weiß nicht, warum er nicht gespielt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich frage ihn da auch eher nicht. Weil, ja.
Kein Abseits. Max, schön gemacht. Richard, hol dir dein Selbstbewusstsein wieder. Hol dir dein Selbstbewusstsein wieder, Richard. Ich muss die Nummern noch machen. Was sagst du zu Hertha BSC? Leute, danke für 13.000 Zuschauer. Ehre. Gleich mache ich ein Giveaway. Oder ja, machen wir. Danke für die ganzen Follows, die reinkommen. 30 mit 2 Euro, Derbysieger, hey. Gaming bei Kevin mit einem Sub, Rico Cup mit einem Euro, Jerry mit einem Follow, Hannes mit einem Follow, Xavier mit einem Follow. Vielleicht knacken wir die 231.000 heute. Bin ich gespannt. Wir versuchen wieder zu schwitzen, Freunde. Nachher kommt, glaube ich, Mo in Discord. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher. Ich habe die Folge mit Danny verschoben auf Montag, weil CR7 einfach 8 Millionen oder so kostet. Wie teuer ist CR7, Chat? CR7 Tots? Es war ja geplant, aber das hat keine Zukunft, Digga. Ich mache jetzt nicht wegen der SBB 4 Millionen oder okay, 3 Millionen minus oder so. Weil bis ich den verkauft habe, wisst ihr was, er wollte ja heute aufnehmen. Er wollte ja heute direkt mit mir aufnehmen. Ich hätte mir um 14 Uhr kaufen müssen. Ja, das ist schon geil mit 5 Sterne Skillern, ey. Max? 7,5, ja. Das heißt, ich hätte jetzt, Stand jetzt, Freunde, hätte ich schon 2,5 minus gemacht. Weil er wollte das Video für Samstag online bringen. Und das heißt, wir hätten es aufnehmen müssen, direkt nachdem es rauskommt, weil ich halt um 22 Uhr auch streame. Und das heißt, ich hätte mir um 20 Uhr ungefähr kaufen müssen. Und da hat der Kollege, weiß ich nicht wie viel gekostet, 9 Millionen oder so. Upamecano, der ist gar nicht so groß. Ich dachte, der wäre größer irgendwie. Guck mal jetzt hier. Schwupps, das werde ich die ganze WL machen. Das ist Wahnsinn. Eli, Mathe-Profi, ist doch 2,5 Millionen, oder? Ungefähr. Digga, mit Abzüge, mit EA-Abzüge hätte ich da 100, hätte ich 3 Millionen oder so minus gemacht. Das geht nicht, Freunde. Das ist gerade unser erstes Game. Zeig mir Taktiken nach dem Game. Digga, die habe ich gerade gemacht. Die Taktiken. Wir spielen mal enge Raute hier mal kurz. Vielleicht quittet der Gegner ja dann mal. Was ich mich frage, wie die den Lefty und so machen, so ein Übersteiger nach vorne. Ich kann den nur so. Die machen den jetzt. Also die machen jetzt und dann nach vorne. Aber ich weiß nicht, wie die das machen. Dass sie so einen Tempo-Boost bekommen. Richtig lost. Einfacher Trick der Welt. Ich kann die nur halt so, wenn ich nach innen gehe oder so. Aber die machen den jetzt dann... Keine Ahnung. Das ist halt komisch. Richard. Er fängt schon wieder an. Ist Davis gut? Digga, ich hab erst... das ist mein erstes Spiel mit dem. Mal gucken, wie der ist. Da ist er, Kollege Schnürschuh. Zeig mal. Das Wichtigste ist mir eigentlich, dass die schnell auf den Beinen sind und dass du die so gut steuern kannst, so beweglich und so. Das war Dings da manchmal nicht. Wer ist da? Van Dijk. Richard kaum wieder auf den Boden. Richard muss sich am Riemen reißen, ich sag's euch. Richard muss sich am Riemen reißen. Ich glaube, der quittet. Robertson auch nicht. Robertson war auch nicht so. Ja, Robertson war los. Wie war Mukiele? Mukiele war richtig gut. Wuseligkeit 99. Ja, so eine Spieler brauche ich. Wuseligkeit 99, Chat. Das sind die absoluten Ehrenmänner. 1-0. Mbappé wird so wichtig, glaube ich, in den engen Spielen. Wegen diesen Scoop-Turn. Ich schwör's euch, das macht so viel aus, dieser Trick. In diesen ekelhaften Spielen. Deswegen hat letzte Woche einer gewonnen. Richard ist auch wuselig, Chat. Also, der ist nicht so wuselig, aber er ist kalt wie eine Hundeschnauze eigentlich gewesen. Letzte Woche nicht, aber ich hoffe, er hat sich beruhigt. Ich hoffe, der Kollege hat sich beruhigt. Bro Army, ich glaube nicht, dass Broski mich geradet hat. Das macht er, glaube ich, nie, außer bei Leuten aus der Crew. Aber trotzdem danke an alle, die rüberkommen. Ich glaube, er ist offline gegangen, ne? Dann wahrscheinlich.
Berlin sieht blau-weiß. Jordan, sehr gut. Sehr gut, Jordan. Digga, ohne Witz, ich müsste langsam irgendwie, weiß ich nicht. Hast du die Abstimmung gesehen bei OneFootball, bester Spieler? Ich glaube 6000 Stimmen mit, was du? Platz 1, 6000 oder 5000, irgendwie sowas. Und dann der zweite hatte 300, glaube ich. Ja, John, ich will dir nicht in den Arsch kriechen. Du bist ein Knecht auch und du bist schlechter als ich eigentlich in der Verteidigung. Aber das Spiel war nicht schlecht, sage ich dir ehrlich. Der Korridorpass, Bro Army. Also falls du mich geradet hast, Broski, vielen lieben Dank, my friend. Ich hoffe, deine Controller bleiben gesund. Aber ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil ich weiß eigentlich, dass er Leute nicht raidet, wurde mir mal irgendwie so gesagt. Außer Leute aus der Crew. Wie läuft's mit Vanessa? Du Schwein. Gut gespielt, Digga. Guter Korridorpass war das. Guter Korridorpass. Ich wusste, dass der reingeht, ne? Ich schwör's dir. Ich hab gesehen, der geht rein. Ich hab's so gewusst. Vor allen Dingen, ich hab das zweite Tor gar nicht gesehen, weil ich gerade meinen Tweet gemacht habe. Auf einmal 2-0. Ich hab's auch gar nicht gehört, wegen keine Fans und so. War kein Raid, ja, deswegen. Jordan richtig gut gespielt, Mann. Jordan war richtig gut. Das ist meine Bank. Werner DLX mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub, mein Freund. Herzlich willkommen in der Eli Army. Daniel Justus mit einem Follow. FC Crew mit einem Follow. Hashtag Louis. Martino Ney. Luca Brindköppe. Joel Holti. Martin Stöcker. Danke für die ganzen Follows. Skur Bra mit 2 Euro. Bist ein Vorbild. Dankeschön, mein Freund. Vielen lieben Dank. Wir machen gleich ein Giveaway. Für den Support hier. Könnt gerne alle ein Like auf den Stream da lassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Achtung hinter dir, achso. Wie spielst du in-game so hier? Ich habe drei Formationen, aber eigentlich 4-2-3-1. 4-2-3-1, 4-4-2 und enge Raute. Das sind die Dinger. Okay, Freunde, für den krassen Support jetzt schon 14.000 Zuschauer, Alter. Machen wir mal hier ein Giveaway. Ihr könnt eine PSN-Card gewinnen, Freunde. Einfach Hashtag Jordan in den Chat. Come on. Hashtag Jordan in den Chat. Like auf den Stream da lassen. Diesen YouTube-Kanal abonnieren. Und mir auf Instagram folgen. Wow, wow, wow. Könnt eine PSN oder Xbox-Card gewinnen, worauf ihr halt zockt. Das ist mir relativ rille. Auf Insta heißen wir so hier. Achso. Und checkt auch Leute, checkt auch Jordan ab. Checkt auch Jordan ab. Heute mein auch mal wieder einer der Besten gewesen auf dem Platz. Vor 43 Minuten. Wie wird Korridor geschrieben? Doppel R? Ah, fuck, Digga. Das sind die Korridorpässe für Kenner, für die Fußballkeller. Kenner, lol, Keller. Guter Korridorpass. War auch ein guter Korridorpass, ich sag euch early. War echt ein guter Korridorpass. So, und es hat noch einer heute ein bisschen was verdient, Freunde. Und zwar Kollege Schnürschuh hier. Der hat heute seinen Profi-Einsatz. Lucky, Lakisma, Lazarza Martitz hat heute seinen Profivertrag, Profi, erste Bundesliga-Debüt. Mein Gott, Digga, ich habe gerade 18 Wörter miteinander vermischt. Er hat heute sein Profi-Debüt, Freunde, ein bisschen Supporter lassen, why not? Ist gerade ein Giveaway an Start, einfach Hashtag Jordan in den Chat. Die haben 4-0 gewonnen gegen Union Derby. Das hätte ich gerne mit Zuschauern gesehen. Digga, ich wäre gerne im Stadion, man. I don't appreciate that. Ja, ihr könnt eine PSN-Card gewinnen oder Xbox-Card. Einfach Like auf den Stream da lassen, mir auf Insta folgen, diesen YouTube-Kanal abonnieren. Jo, und Hashtag Jordan in den Chat. So, das habe ich zum 40. Mal jetzt gesagt. Das spiele ich auf jeden Fall mit der Latenz. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Machen wir nicht so lange, Freunde. Wir machen nicht so lange das Giveaway. Wo ist hier die Scheiße? Ach, hier. 1000 Teilnehmer. Jordan wird so hier geschrieben.
Oh nö, das war schon wieder eine Kacklatenz, ne? Hashtag Jordan. Timo Werner. Hey, die haben halt alle Tots und Tots sind alle so gut, Mann. Na, ich will mich nicht beschweren mit meinem Team, aber es fuckt halt ab. Gegen Schwitzer dann noch zu spielen, das ist richtig ekelhaft. Hey, ich habe auch so Husten und der kennt mich, glaube ich. Oder ich weiß es nicht. Das ist immer ein Anzeichen dafür. Waldorf ist auf jeden Fall ein Deutscher. Ist ein Deutscher. Noch ein Sub reingekommen, Porty Goes High mit einem Follow. Dankeschön für den Follow. Ey Leute, es kam heute, also was heißt heute? Ich habe heute ein Lied entdeckt, das ist schon so lange online, Hilfe. Und ich wusste es einfach nicht, das ist so geil. Und zwar heißt das Lil Baby, aber mit E. Lil B-E-B-E. Der Remix mit Lil Baby. Bisschen verwirrend, aber ihr wisst, was ich meine. Ah, ich hab schon wieder keine Nummern, ey. Jeha! Ey, mir geht's gar nicht gut, ne? Das ist so scheiße. Was ist denn los, Mann? Ich werd so oft krank in letzter Zeit, Digga. Ich lass mich mal richtig durchchecken, ich schwör's euch. Ich lass mich richtig durchchecken. Leute, kennt ihr das so ganze Zeit, so ein mulmiges Gefühl? Ich hab nicht mal Kopfschmerzen. Letzte Woche hatte ich Kopfschmerzen des Tausends. Des Tausends, Lul. Des Todes. Gestern ging's mir noch super. Supi-dupi. Also mein typischer Husten. Aber heute ist irgendwie... I don't know. Mir ist auch voll warm. Ich glaube, ich bekomme langsam Fieber, ey. Achso. Upamecano, Digga. Ich hol mir... Warum hat... Ohne Witz, hätte Jordan weiter so gespielt, so für ein paar Wochen, hätte er dann Tots bekommen. Ich schwör's euch. Und der Mann wäre bei mir Kapitän. Der wäre bei mir alles. Junge, hätte Jordan einen Tots bekommen. Das wäre so geil. Wenn er so spielt wie jetzt, noch nächste Saison, dann bekommt er safe einen Tots. Eden hat auch verloren, stimmt. Ich war bei 3 Streamern im Stream, alle verloren. Lefty verloren, Eden verloren und Hasso verloren. So schlimm, ey. Weil die halt alle verkackte Schwitzer-Teams haben. Oh my. Und die spielen auch alle so rattig. Aber jetzt geht's schnell, Digga. Jetzt hat der Zug, glaube ich, keine Bremse. Ich muss nur MAP ein bisschen schräg angespielt bekommen. Dann zwiebelt's nämlich. Ah ja, Papa, ohne Bein ausstrecken? No, no, I don't will, man. I don't. Papa wieder verkaufen. Der Gegner ist nicht mal schlecht. Ach, die Connection ist aber auch für den Arsch. Erstes Spiel. Ein deutscher Schwitzer. Ich habe jetzt schon wieder keinen Bock mehr. Mach doch mal die scheiß Ballroller. Mann, der ist im Stream. Bitte fuck mich nicht ab. Bitte fuck mich nicht ab, Waldorf. Die machen keine Ballrollen. Hab gerade einfach 2 Ballrollen gemacht.
Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Ich fühle mich auch so eingegangen. Warum spielt er den so schlecht? Warum spielt Richarlison den Ball so schlecht? Alter. Mann, Digga, ich hasse dieses Spiel so krass, Mann. Ich mach eine Schussfinte. Er nimmt es einfach nicht an. Er nimmt die Schussfinte einfach nicht an. Das ist so lost. Zweites Spiel heute. Zweites Spiel in der WL. So ein Scheiß. Ist gerade ein Gewürbel im Start, Freunde. Na, typisches, Digga, ich hab keinen Bock mehr auf FIFA 20. Wirklich. Also, Hashtag Jordan in den Chat, Like auf den Stream da lassen, diesen YouTube-Kanal abonnieren. Ich krieg da schon wieder voll schlechte Laune bei sowas. Spielen sich alle schon wieder wie Pissgesichter. Gegner, ich hab die schlimmste Quote bei den Treffern. Jeder Angriff bei mir ist immer drinne, also gegen mich. Thank you.
halt Pogba. Deswegen mag ich so große Spieler da auf der 6. Den hätte Kanté Totti nicht bekommen. Ich spiele Richard an. Ich spiele Richard an, FIFA. Oh Gott. Ey, wie die Bälle annehmen. Ach, ist das ein scheiß Gameplay. Mann, ey, da ist niemand frei in der Mitte. Ich warte die ganze Zeit auf einer Lücke, aber da ist sie jetzt. Oh Gott, Pogba. Spielen sich echt scheiße gerade. Digga, dass so ein Scheißspiel überhaupt knapp ist, Alter. Ohne Witz, ich bin gerade am Überlegen, schon wieder auf Twitch zu gehen. Und überlegen, gerade PES anzurufen und zu fragen, ob da eventuell noch was machbar ist mit irgendwelchen. Ja, okay, das darf ich jetzt nicht sagen. Haben die Glück, dass sie keinen Konkurrenten haben, wirklich. Scheiße, aber. Spielen sich alle wie richtige Kackgesichter, ich schwör's dir. Ist kein Witz. Ja. Also Freunde, ich sag's nicht, es ist noch nach dem Spiel, lösen wir das Giveaway auf. Hashtag Jordan in den Chat. Like auf den Stream da lassen und diesen YouTube-Kanal abonnieren und mir auf Insta folgen. Dann seid ihr im Giveaway dabei, da könnt ihr einen PSN oder Xbox-Card gewinnen. Meine Nachbarn hämmern jetzt schon gegen die, Digga, aus 23.30 Uhr. Noch, die hämmern jetzt schon gegen meine Wand, Digga.
Ey, ich schwöre, ich brauche diesen Controller, wo ich gucken kann, wo ich hingespielt habe. Ja, wahrscheinlich. Ich schwöre, ich habe auf Maritz oben gespielt. Kannst du nicht ernst nehmen, ich bin. Kann man nicht ernst nehmen. Wirklich. Was ist passiert da? Gut. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen sollen. Wie sind wir. Okay, ich kann den Chat gerade nicht fragen. Ich kann den Chat gerade nicht fragen. Wo ist mein Scheißding hier? Okay, Freunde. Ich gebe euch noch eine Minute. Bis 23.33 Uhr. Dann lösen wir das Giveaway hier auf. Perfekt, perfekt, perfekt. Hashtag John in den Chat. Wie gesagt, ich hab keinen Bock, das nochmal zu sagen. You understand that, man. 2-0 und ich schwitze mich jetzt mich schon zu Tode. Aber das lag nicht mal. Das Team ist gut, der Gegner war nicht gut. Es ist das Spiel. Dreckspiel, Dreckserver. Ich schwöre auf alles, man kann das Spiel nicht ernst nehmen. Hat sich schon irgendjemand anders vergangen? Steht 24-0. Lul. 24-0, Alter. Okay, Freunde. Also, gewonnen hat Kai Schweizer. Kai Schweizer, schreib bitte deinen Insta-Namen in den Chat. Meine Mods schicken mir dann den Namen oder ich sehe das ja selber dann. Bitte korrekt deinen Insta-Namen in den Chat reinschreiben. Du hast eine Chance, deinen Insta-Namen in den Chat reinzuschreiben. Letztens habe ich denen übrigens die PSN-Card doch noch gegeben, obwohl er falsch reingeschrieben hat. Aber bitte euren Insta-Namen korrekt reinschreiben. Thanks, man. Okay, Freunde, wie findet ihr das Gameplay? Wie steht ihr? Kurze Frage, weil es schon wieder unspielbar in meinen Augen gerade. In meinen Augen schon wieder unspielbar. Vielleicht lag es an der MS, aber ging gerade wieder nicht. Ich habe das krasseste Team, Digga, mein Mbappé. Ich schwör's euch, der hat spielen lassen wie so ein Knechtgesicht. Ihr wisst gar nicht, was ich immer eingebe. Wann und wie und wo. Trikotnummern. Es liegt an den Trikotnummern, Freunde. Aber du hast recht, wir ändern die jetzt. Mbappé kriegt die 10. Was hat ein Richarlison für eine Nummer? Die 9 oder nicht? Hat Richard die 9 in Early halt? Macht Trainer an. Ja, okay, Digga. Ich spiele mit Trainer. 7, 11, 5 kriegt. Ja, okay, 6. Was hat der Kollege? Der hat die 9, ne? Ich glaube, dass der die 9 hat. Upamecano kriegt die 12, so ganz. Ne, die 2 und die 3. Ganz humorlos, Digga. Die 2 und die 3 hier. Du kriegst die 13 und Arnold kriegt die 12. Jetzt machen wir hier noch den Kapitän. Dreimal dürft ihr raten, wer Kapitän ist. Übrigens brauche ich hier erstmal wieder eine andere Formation. Das ist die Bunkertaktik für die letzten 2-3 Minuten. Defensive, Defensive, Defensive. Ah ja, da außen ziehen, höchstwahrscheinlich. Kapitän, yo, Patrick. Patrick, du machst das alles nicht, vertrauen Sie mir. So, zack, zack, zack. Rollen. Du hast allen 31 gegeben. So, Kapitän, Richard. Freistoß kurz, Richard. Freistoß lang, Richard. Elfmeter, Richard. Ecke rechts. Neymar, Ecke link, nee. Elfmeter, Richard. Das ist die Ecke. Neymar. Neymar, 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 Neymar. Okay, das ist ein bisschen lost. Ihn hier. Richard, 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 Richard. Richardson hat die 7. Richard hat die 7 bei Everton. Ich stehe 13-9. Chat, von der Skala 1 bis 10, wie findet ihr die Server gerade? Letzte Woche war das voll gut. Letzte Woche, die Server waren übertrieben gut, fand ich. Aber was jetzt gerade abgeht, ist schlimm. 7 Everton und 9 Brasilien. 2, 3, minus 5. Achso. Na, dann kriegt Kollege Schnürschuh natürlich die 7. Ja, das war falsch.
1 von 10, Minusbereich, Digga, das ist so schlimm gerade. Wie stehen die anderen, Chat? Wie steht Broski und andere E-Sportler? Weiß das einer? Ach, ich kann ja selber nachgucken. Spiel doch mit Everton Trikots. Nee, Digga. Das kann ich nicht machen. Wir können nicht mit, Everton Trikots spielen. Dann habe ich ein Problem. 11-4 steht Broski. Echt? Hat er einen Controller geschrottet? Hat er schon irgendwas gesagt? Freunde. Also. Wenn man clever ist, fängt man spät an, übrigens mit der WL. Koray. Sehr gut. 2-1. Bossio 5-3. 6-0. 6-1. Lol. Basie hat auch schon verloren. Freunde, ich sag's euch, so viele Profis verlieren hier gerade. Sakul 15-1 auf Blazie. Es ist so schwer. Jetzt Top 100 zu holen ist viel schwieriger als damals das Ding. Bubu, also Nürnberg E-Sportler, hat auch schon verloren. Er hat auch schon verloren. Tizi Schubech 8-4. Stylo 8-0. Luca 8-1. Das ist so krass, ne? Bene 8-0. Fabio 8-0. Kai 8-1. Letzte Woche 29-1 geholt, jetzt steht er 8-1. Black Legend 9-1. Es ist krass, Chat. Ihr seht das selber, ne? Wie viele verlieren. Weil die. Das ist schon. Das sind fast alles E-Sportler bei mir. In der Play. Sag ich mal, jeder, der hier. E-Sportler von Özil, auch 9-1. Das ist ja unglaublich, Chat. Hasso 9-1. Leon 9-1. Erhan 10-0. Sehr gut. Erhan bis jetzt der einzige, glaube ich. Ne. Fink, Foki 10-0. Foki ist aber auch eine Maschine. Umo 10-0. Ach, Lefty mit seinem Main-Kanal ist er noch bei 10-0. Okay. Ach, hier. Broski 11-4. Ist echt schwer, Freunde. 11-0, Lost 12-0. Ja. Hallo, ich bin Ausländer. Hallo. Umo 10-1. Nee, nee. Umo 10-0. Brudi, schau mal, tippe Stream. Achso, Chat, tut mir leid, wenn ich vergessen habe, was vorzulesen bei den Spenden. Kylo mit 5 Euro. Krank wie Kunja, den von Union frisch gemacht hat. Digga, Kunja, absolute Maschine. Elias N97 2.0 mit 3,50 Euro. Warum muss man schon bei 1 nur schwitzen? Weil das alle Schwitzer sind. Elias N97 mit. Nochmal mit 3,50 Euro. Wie geht's, Edi? Mir geht's nicht so gut, muss ich sagen. Michi mit 15 Euro. Wieso kann mit Bankautomat kein Geld werden? Mann, push dich, Junge. Michi, danke für 15 Euro. Ich habe keine Ahnung, mein Freund. Porty goes high mit einem Sub. The best mit einem Euro. Mir ist so mulmig, Chat. Als wenn ich sowas Falsches gegessen habe. Und keine Ahnung. Voll das Scheißgefühl. Umut 10. Digga, als ob Umut verloren hat. Umut 10-0 stand da, glaube ich. Umo 10-0. Ich stehe 8-0, ist das gut, das ist sehr gut. Also scheiße gegessen. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas. Keine Ahnung, ey. Frag mich nicht. Taktiken habe ich vorhin die ganze Zeit gezeigt, Chat. Richard hat die 30. Nee, der hat bei Everton die 7. John war mies gut. John war einer der besten heute. Der war vorhin hier im Chat. Ich stehe 1-4, ach Digga, das ist nur FIFA. Wenn ihr nicht unbedingt, das ist nur ein Spiel, Freunde. Das ist mein Beruf, ey. Ich bin derjenige, der angearscht ist. Der dieses Spiel hier trotz. Digga, selbst wenn man hier mit 11 Scheißhaufen spielt, müsste ich das spielen. Das ist halt mein Beruf. Wetten wir, es geht gleich wieder runter, wenn ich auf bereit drücke. Oh, dann ist einmal die Verbindung gut. Kein Name mit einem Sub. Taps Games mit einem Sub, Oke Hitting mit einem Follow, Tom Liebold mit einem Follow. Dankeschön für die ganzen Follows, Freunde, für die ganzen Likes. Vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, was los ist. Deko. Na, das Team ist vergleichsweise echt dünne.
Es steht 2-2, ist das gut? Na, kommt drauf an, was euer Ziel ist, so. Er hat wirklich die 30. Digga, das gucke ich jetzt nach. Alex, als ob Alex Recherchenfehler macht. Richard hat die 7, Junge. Richard hat die 7, Chat, ich sehe es hier. Bin auf der Insta. Richard hat die 7. Letzte Saison 30. Hoffentlich sind die... Letzte Woche, Chat, bei meiner Niederlage, ich schwör's euch, ich war null sauer. Ihr wisst es ganz genau. Bei meiner letzten Niederlage war ich null sauer, weil das Gameplay war okay halt. Normales FIFA 20 Gameplay, da konntest du deine Spieler wechseln, alles. Bin ich voll ruhig geblieben. Aber sobald du so nichts dafür kannst und du merkst, dass die EA da eingreift, da kriegt man so krassen Nervenzusammenbruch. Da, bei sowas zum Beispiel. Fandasa, der hat mich so abgefuckt letzte WL. Mann, Digga, ich komm nicht an die... Ich schwör's euch, ich spiel dieses Spiel nicht mehr lange. Das Tor geht in Ordnung, wie das gefallen ist, aber davor die Situation, wie er mit Vardy da überhaupt zur Ecke kommt. Da hab ich keinen Bock mehr. Wie willst du so 30 Spiele machen? Egal, Digga. Ich hasse es, wenn ich in Rückstand gehe. Es geht nicht. Da nach dem Spiel erinnert mich, einen Hass-Tweet zu machen. Wie die... Hab nach oben gespielt. Ich krieg nichts geschissen, Alter. Ja... Mann! Guck mal, meine Spieler, wie dumm die KI von denen ist. Bitte, Chat, wie dumm meine KI ist. Die bewegen sich alle nicht. Wenn derjenige, der nicht am Ball ist. Die stehen einfach nur dumm rum. Richtiges Kacktor. Die stehen alle dumm rum, weil die nichts geschissen bekommen. Ich mache einen Spielerwechsel, das passiert. Wir können danach nicht weiterspielen. Wenn ich hier noch zu null stehe, Digga. Du kannst so nicht spielen. Ich schwöre auf meinen Tod, es geht nicht. Ich bin schon wieder so aggro. Jede Woche versuche ich mich nicht aufzuregen. Aber für euch sieht es auch immer nicht so aus, ne? Weil ihr wisst ja gar nicht, wann. Ich habe eine Ballrolle gemacht zum Beispiel. Ich brauche diesen Controller. Also diesen. Mit dieser Einblende-Scheiße. Egal, ich reg mich nicht auf. Das nächste Mal, wenn ich mich aufrege, 1 Euro Spende von mir. In den nächsten. Ich darf mich nicht mehr bis zur Halbzeit aufregen. Sonst bin ich ein Knecht mit einem kleinen Pullermann. Habe ich mir Mbappé geholt.
Mbappé macht einen guten Eindruck bis jetzt, ja. Ich hatte den ja schon mal. Da fand ich den auch schon gut, aber ich habe mir zu viel von denen erhofft. Weiß ich noch. Gib mir Davis. Hab gerade jeden bekommen außer Davis. Ach ja, Vieira. Das ist so krass. Ich reg mich nicht auf, aber es ist so krass. Das wollte ich mal gesagt haben. Cooles Spiel. Nach dem, egal wie viel ich jetzt spiele, nach dem Spiel gibt es einen Tweet, Digga. Kann man sich ja nicht antun. Kann man sich ja nicht geben. Ja, es gibt kein Delay. Guter Pass, Pogba. War auch ein schwerer Pass, Pogba. Ich sag, war wirklich krass schwer. Für ein Food Birthday Pogba war es sehr schwer. Kommt der an? Er wollte sich nicht aufregen. Ich reg mich nicht auf. Also heute ist ganz schlimm. Es kam mal eine Woche. Das war, weiß ich gar nicht, wann das war. Vor einem Monat, da war das auch schon so. Das ist, keine Ahnung. Chat, ich würde so gern wissen, woran das liegt, ne? Ich kann es mir nicht erklären. So, dass so viele online sind, kann eigentlich auch nicht der Grund sein, weil manchmal ist das Gameplay gut um diese Uhrzeit. Und manchmal ist es um 2 Uhr nachts voll für den Arsch. Also ich weiß nicht genau, was da die Auswirkungen sind. Vielleicht habt ihr ja da mehr Erfahrung oder mehr Ahnung. Was glaubt ihr in den Chat? Was glaubt ihr, warum die Server so schmutz sind? Was glaubt ihr? Das würde mich mal interessieren, so als Casual Gamer. Eure Meinung. Jawohl, Richard. Ich kann zu keinem Spieler was sagen, Freunde. Die spielen sich alle wie Bronzespieler. 3 Uhr nachts ist gut, nee, nicht immer. Staubsauger im Hintergrund, das ist mein scheiß PC. meine Playstation. Weil zu viele on sind, nee, das ist nicht der Grund. Ich habe schon mal mit jemandem von EA darüber geredet. Das ist nicht der Grund. Zu viel Staub, ja, Digga, das ist meine Playsee, habe ich seit wann habe ich die? Seit FIFA 14. Direkt, wo die rauskam, habe ich die bekommen, zu Weihnachten in dem Winter. Schneesturm in Kanada. Ne, das ist. Die Server kommen ja nicht aus. Also. Wir Deutschen spielen, glaube ich, die Server für die EA-Spiele in Deutschland sind in Frankfurt, glaube ich. Ich sag euch, was der Grund ist. Die haben immer noch die gleichen Server wie damals. FIFA 14 oder. Also, die wurden. FIFA 17 sozusagen. Gibt ja seit da. Food Champs Server. Die haben die Server seit FIFA 17 nicht verbessert und es kamen einfach. Ja. Da kamen so viele neue Sachen hinzu seitdem und es kriegt es einfach nicht verarbeitet. Mal schon, mal nicht. Es gibt einen Deutschen, nee, einen Engländer, der hat es mal so krass. Wirklich nicht um in Kanada, wirklich. Als ob. Im Mai wahrscheinlich, Digga. Es gab so einen Typen, der hat es komplett hochgenommen. Das war vor 2 Jahren oder so, weil vor 2 Jahren waren die Server schon scheiße, aber nicht so wie jetzt. Also da war so vor FIFA 18, FIFA 17, da hast du um 0 Uhr gespielt, 1 Uhr nachts, du hattest immer gute Server. Du hattest schwierigere Gegner, aber du hattest immer gute Server. Aber das ist seit FIFA 19 nicht mehr so. Seit FIFA 19 ist es nicht mehr so. Und da hat es ein Typ richtig hops genommen, so, der so richtig Ahnung von sowas hat, so von Reaktivität, von irgendwelchen Gameplays, im Gegensatz zu, der hat es so hops genommen, richtig krass, wie er das so erklärt hat. Ich habe zwar nicht so viel verstanden wegen Englisch, aber ich weiß, was er mir damit sagen wollte. Die bestehen aus einer Kartoffelbatterie. Das ist so schlimm, dass die auch so, das alles so totschweigen. Die sagen, die gehen da nicht mal drauf ein.
Die sagen nicht den Grund, die sagen gar nichts. Das ist so lächerlich von denen. Die machen einfach gar nichts, die lassen das einfach so im Raum stehen. Das stört eigentlich am meisten. Wenn die sagen würden, yo Leute, es liegt da und daran, dann hätte man wenigstens einen Anhaltspunkt. Aber man weiß einfach nicht, was es jetzt. Man weiß einfach nicht, was der scheiß Grund ist. Und wieso geht der Ball nicht rein? Mo wartet, ja, ich rufe ihn gleich an. Ich rufe Mo gleich an. Zeig das Video mal. Ich weiß gar nicht mehr. Das war wirklich vor. Das war in FIFA 18. Ich weiß nicht mehr, wie das. Gib mir. Ich reagiere am Montag mal drauf auf Twitch, auf die Twitch-Streams. Erinnert mich dran. Ich such das mal raus. Digga, der hat das so hops genommen, alles, das ganze System. Kommen noch VGO-Drops? Ich glaube schon. Ich zeige euch gleich was. Merkt die Minute, 74. Minute. Ich muss nach dem Spiel kurz mal Gameplay speichern. Vera, gib mir Vera. Gib mir Vera. Oh Gott. 74. und 77. sind, kann ich euch gleich zwei Sachen zeigen. 74. und 77. Ja, ich weiß, dass ich heute ein bisschen spielen muss. Aber so verlieren wir auf jeden Fall gegen den ersten Guten, der kommt. Oder das wird halt 50. Jedes Spiel ist 50-50. Aber ich habe keinen Bock mehr, mich über das Gameplay aufzuregen. Ich rufe Mo gleich an. Wenn man sich darüber aufregt, Freunde, dann wird es auch nur schlimmer. Man muss die Scheiße einfach ignorieren. Wir sind im Mai. Es kommt demnächst die scheiß PS5 raus. Es kommt demnächst die PS5 raus. Ich hoffe, da wird sich alles ändern. Das Ding ist, EA muss nicht mal was ändern, weil die keinen Konkurrenten haben. Die könnten nächstes Jahr noch schlimmere Server haben als dieses Jahr. Oder das Game könnte noch schlechter sein. Das würde, die würden trotzdem bessere Zahlen machen als letztes Jahr. Lul. Safe. Und ich weiß, dass ihr alle mich fühlt. Ich weiß es. Das Ding ist, die meisten sagen ja, oh, du bist doch E-Sportler, sag denen doch mal was, auf euch hören die. Digga, die hören 0% auf uns. Was glaubt ihr, wie viel wir schon mit denen geredet haben? Wie die uns so nach Sachen fragen und so. Das ist, die fragen uns, ja, dann sagen wir das denen, aber die machen es noch schlimmer. Ich bin gleich mit Mo im Discord, Digga, der kann euch das nochmal erklären. Der Mo war in Kanada, in der EA-Hauptzentrale da. Die haben mit denen geredet, die haben denen alles gezeigt. Da kann euch Mo gleich mal was von erzählen. Benutzt den Elastico. Jo, stimmt. Der ist auch OP. Alter. Kann es gar nicht. Geht nicht. Siran mit 28 Euro, weil wieso nicht? Ehre. Dankeschön, Siran, für 28 Euro. Ich rufe mal Mo an. Vielleicht ist Sidney ja auch da. Ich glaube aber nicht, dass der Mann streamt. Hass-Tweet? Ja, stimmt. Wir machen erstmal einen Hass-Tweet. Ich mache erstmal einen Hass-Tweet. Und ich möchte euch zwei Sachen zeigen. Und 77. So. Erstmal den. Ich gehe erstmal rein. Siran hat sich vertippt. Ja. Siran, danke schön für 28 Euro. Ich lese kurz alles vor. Kiron mit einem Follow. Adam mit einem Follow. Khan Jan mit einem Follow. Jan Niklas Neumann mit einem Follow. Leon mit einem Euro. Eli, du musst Nakata spielen. Der ist mies gut. Ja, Nakata ist der allerechte. Switche Z777. Flexi Fortnite. Jeremy Brawlstars. Adrian mit einem Euro. Komm, das gewinnst du. Er hat da kann nichts. Die haben leider gegen Union 4-0 gewonnen. Union hat leider verloren. Na, er heißt Adrian Union-Fan, Digga. Also an alle Union-Faner, jetzt will ich ein bisschen leiser sein. Kann der Lever 99 nur ans Herz legen.
Tim, crash mal mit einem Sub. Ich bin am überlegen, was ich mache. Also, das Team ist OP as fuck, aber die spielen. Jetzt könnte ich jeden haben. Die würden sich alle scheiße spielen. Die würden sich alle scheiße spielen. Habe ich kein Dreier-Ding? Habe ich kein Dreier-Ding mit denen? Hä? Egal, chill. Ich ruf hier. Hallo? 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 Do you hear me? Yes. Es geht ab. Ich bin gerade am Schwitzen. Erstes Spiel. Digga. Bei mir zweites Spiel. Ich mach 90. Minute 3-2. Das ist so schlimm, Digga. Das ist so schlimm. So ein Scheißspiel, wow. Mo, mein Chat, ach ja, Hass-Tweet. Mein Chat interessiert, was sie dich gefragt haben in Kanada, als du da warst. Wegen Server und so. Oder generell Gameplay. Erzähl mal gleich. Nach dem Spitzerspiel. Ja, ist alles okay. Ich hab dich nur lauter gemacht. Chat hört dich jetzt irgendwie gut und mich und Musik und so. Müssen mal kurz testen. Hört ihr Mo? Oder soll ich lauter machen? So, ja, die Sache ist, ich war ja bei in Kanada und die machen das Spiel, diese Producer und so, ne? Die machen nur Tricks und Schießen und so. Und die Server machen, sind in Rumänien. Was redest du? Und die fucken sie selber mit dir ab, weil die wollen eigentlich ein bisschen anders das Spiel machen. Aber die sagen, ja, mit dem Delay und so geht das nicht und so, weißt du? Also ich sag, warum macht ihr das Dribbling besser? Die sagen, ja, mit Delay kann man das dann nicht verteidigen. Ich sag, mach doch weg. Ich so, ja, was sagen wir denn die ganze Zeit? Also die haten auch die anderen Kollegen, weißt du? Mhm. Und mit den Rumänen habe ich natürlich keinen Kontakt, so was soll ich mit denen? Und die sagen, die haben keinen Kontakt, Digga, aber das ist doch eine Firma, Digga, das ist doch ein Spiel, wie kann man denn so lost sein? EA hat 5 Millionen Mitarbeiter halt. Das ist so lost. Rumänien. Digga, das sind ja 5 von 5 nur 5-3 Mika, lol. Hasstweet wird. Ja, ich bin gerade am verfassen, Freunde. Geht gleich alle auf Twitter rüber. Ich darf nur nicht zu hart sein. Musik leiser, Musik zu laut, okay. Ich mach das gesehen, sofort, wenn der Ball im Aus ist. Kostic, komm. Ey, ich kassiere gleich noch ein Tor. Boah, was sagst du den Servern heute, Eli Geller? Digga, ich frag mal meinen Chat, ich bin gerade dabei, einen Tweet zu verfassen. Ey, ich bin schon wieder auf Twitter. Digga, ich hab's auch gesagt, ich schwöre, das hat keinen Sinn. Man kann nicht spielen, Chat, ich schwör's euch. Es ist gerade nicht möglich. Es ist jetzt nur ein Uhr, ich weiß nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen besser gleich. Na, ich habe gerade 2 Spiele in Folge, Digga. Ich dachte, ich kann nicht mehr. Es ging nicht. Gar nichts. Kennst du das? Du denkst, du musst diese Analogstick fester drehen, damit die sich besser bewegen ja. Oder so? Ey, aber das Allerschlimmste ist Spieler wechseln. Oder in die Zweikämpfe kommen oder so. Das ist nicht machbar. Junge, ich stehe gleich 0-1, ne? Leute, ich hab's nett verpackt. Ich hoffe, vielleicht bin ich ja der Erste, der mal eine Antwort bekommt. Rüber auf Twitter. Ich hab dir jetzt öffentlich gefragt. Alle 15.000 Zuschauer hier rübergehen und retweeten. Vielleicht sind wir ja die Ersten, die meine Antwort bekommen. Ich möchte ja nur eine Antwort haben, warum es so ist, weil das ist auch unklar. Warum sind die Server, wie sie sind? Warum ist es so? Da kommt immer nur, ja, wir haben gerade Probleme. Ja, was sind denn die Probleme? Leftini, vielen Dank für deinen Host. Dankeschön, willkommen an alle Neuen. Ist der geisteskrank? Der hat heute schon um 10 Uhr gestreamt. Sag mir nicht, der hat durchgestreamt. Ja, Pro-Club-Turnier, aber wenn er jetzt hostet, heißt das, die sind raus. Lol. Schade. Ganz Deutschland gerade nur gehostet. Wer hat denn noch gehostet hier?
Boah, das. Ich habe gerade schon gesagt, wenn die Server so bleiben, wird es halt Spaß machen, ne? Ja, hat keinen Sinn. Freunde, alle hier, alle. Kein Sinn. Ich verstehe es nicht. Junge, nicht mal Fußballer mit 5 Milliarden Followern kriegen eine Antwort, halt. Ja, aber irgendwas, Digga, vielleicht, ich hab, die markieren ja auch die falsche Seite, ich habe die deutsche Seite jetzt markiert. Ich möchte nur, dass die schreiben, hey Elias, wir wissen, dass die Server problematisch sind. Das liegt an das und das. Das liegt daran und daran. Wir werden jetzt das und das machen. Die sagen ja immer nur, wir werden uns drum kümmern oder die fragen, wie war das Gameplay. Aber die machen ja keine Einzelheiten, Digga, da gibt es nichts dazu. Das ist so schlimm. Die sagen ja gar nicht, warum das so ist. Die schweigen es einfach tot. Das ist so schlimm. Ich bin glücklich, dass EA das macht, was sie machen da so. Weil ohne die hätte ich keinen Job. Aber ich wünsche mir auch für die, dass die einfach einen richtig krassen Konkurrenten bekommen würden. Dass die abliefern müssen. Ich schwör's dir. Das ist kein Hate oder so. Das ist gar kein Hate. Aber ich wünsche mir einfach für die, dass die einen richtig geilen Konkurrenten bekommen. Das ist so, als wenn du richtig krass im Fußball bist. Mhm. Nee, du bist richtig scheiße in Fußball, aber dein Trainer kann dich nur aufstellen. Dein Trainer kann dich nur aufstellen, weil es nur dich gibt. Und der Nächste, der da spielt, hat 18 Promille, wiegt 140 Kilo und hat zwei linke Füße. Und deswegen musst du diesen anderen schlechten Spieler spielen. Du hast nur diese Option. Das ist es. Gutes Beispiel in den Chat. Oh, gutes Beispiel in den Chat. Oh, Hernandez? Gutes Beispiel gewesen, Eli Geller. Hast du gewonnen? War okay. Ja, irgendwie, letztes Mal hatte er noch Riesenchance zur Ausgleich. 74. und 77. Guckt jetzt, Chat. Junge, zweites Spiel gegen Totti de Bruyne und so. Was geht ab, Jungs? Was geht? Schade, Doktor. War das in der Gruppenphase schon oder ein bisschen später? Dr. Arnold hat auch dem Pro-Club-Team beigetreten, Eli, was sagst du dazu? Ach, Digga, bevor ich irgendwas freiwillig in FIFA 20 mache, Digga, da muss schon sehr, sehr viel passieren, ich schwör's dir. Pro Club, Junge, komm. Ach, hat was mit FIFA 20 zu tun. Ich möchte dieses Spiel, am liebsten würde ich das gar nicht supporten. Oh, FIFA. Oh mein Gott, Stylo wird mich wieder haten. Ich habe wieder seinen Host nicht direkt beantwortet. Stylo, dankeschön für deinen Host. Willkommen auch an Stylo Army. Ja. Guckt jetzt, Chat. Guckt jetzt auf San Maximinin. Achtet mal jetzt drauf, wann er lossprintet. Bitte, bitte, bitte. Ich habe jetzt. Warte, jetzt. Ich drücke Sprinten. Ich drücke Sprinten, wann er losrennt. Wann er. Das ist mir ganz stark aufgefallen. Jetzt habe ich auf Sprinten gedrückt. Jetzt auf R1 ist es bei mir. Bei euch ist R2. Jason, ich glaube, du hast verloren, ja, wenn du vor dem Spiel hängen geblieben bist. Jason, danke schön, dass du für 200 Euro was holst. Ehremann. Hi Eli, was hältst du von Varan Tots? Glaube. Grüße an Mo. Varan Tots, keine Ahnung, mein Freund, von der Karte her ganz, ganz böse. Guckt euch jetzt an, wann er lossprintet. Seht ihr das? Das ist eine Sekunde, ich schwör's euch, ich habe, das sind so Kleinigkeiten, wo ihr das seht. Jetzt habe ich auf Sprinten gedrückt. Warum sollte ich jetzt nicht auf Sprinten drücken? Und jetzt achtet drauf. Ich mache jetzt einen Counter. Ich kann euch genau sagen, wie viel Delay drin ist. In dieser Situation. Uhr, Stoppuhr. 1, 2, 3. 0,96 Sekunden. EA Sports, ihr könnt mich nicht hops nehmen. Ich bin in euren Kopf drin. 77. Minute, genau das gleiche. Achtet auf St. Maximilian, das war er auch. Guckt jetzt. Wann er, ich hab schon ganz, ganz lange, jetzt drücke ich schon nach links. Ich wünsche, ich hätte diesen Controller oben. Ich habe jetzt nach links gedrückt, dass er nach links rennen soll. Guckt mal an, wann er das annimmt. Jetzt, das ist nicht machbar, ich schwöre. Bruder, du führst 4-1. Ja, ich weiß. Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man das so voll schlimm sieht. Auch abgesehen, dass der Pass nicht ankommt. Das ist Joel Gomez. Guck mal, den warum kommt der Pass nicht an? War ein Dreieckspass, okay. Aber guckt. Mir einer klippen, das kommt in mein Highlight-Video. Ich schwöre, das ist nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Joel Gomez, Pass, warte mal, daraus wird ein Clip gemacht. Ihr heißt an meinen Stream-Highlight-Kanal, Twitter-Clip. Ich erzähle euch jetzt genau, wie ihr es machen sollt. Gomez, Food, wie heißt er? Foodbin. Gomez Tots. Der Sache gehe ich jetzt auf den Grund.
Gomez Tots hat passen 81. Okay, warte mal. Kurzer Pass 93. Kurzer Pass 93. Und der hat irgendeinen scheiß Chemistry-Style drauf. Vielleicht ist da noch mehr. Kurzer Pass 93. Ich würde stark behaupten, dass das hier ein scheiß kurzer Pass ist. Das kann mir doch niemand erzählen, Digga. Das sind 4 Meter oder so. 5 Meter vielleicht. Joel Gomez, guckt euch an, EA Sports. Guckt euch das an. Ich habe euch hops genommen. Und jetzt, nächster Punkt. Wie viel habe ich unten aufgeladen? Guckt es euch an. Sieht man das im Delay? Sieht man das? Ja. Ich habe raufgewichst, habe ich da. Ganz, ganz bisschen. Da ist nur ein ganz kleiner Wichsfleck. Ganz, ganz wenig, Digga. Kaum. Damit, weil ich wusste, du kannst in diesem Spiel keine Dreieckspässe raus. Also es ist mit 2 km/h gespielt. Wirklich. Ein bisschen angetippt. Joel Gomez Tots. Was passiert? Gomez, ja, starker Pass. Ich krieg den Pass einfach nicht. Und dann geht's weiter mit St. Maximilian. Holt erstmal, Digga, ich weiß nicht, an welches Mädchen er da gedacht hat. Aber wie lange er in die falsche Richtung rennt, ist absolut lost, Digga. Das ist absolut lost. Er rennt, jetzt nimmt er an, dass ich nach links renne. Obwohl ich das eine Stunde vorher gedrückt habe. Ich habe das Spiel hops genommen. Illegaler, alle Hopsnehmer in den Chat. Meine Nachbarn stechen mich gleich ab, hundertprozentig. Aber mir ist das egal. Das sind so Kleinigkeiten, Chat. Und ich habe keinen Grund, sauer zu sein. Ich habe gewonnen 4-1. Das sind einfach Sachen, das ist unglaublich. Zeig mal deinen Controller. Das ist ein weißer PlayStation-Controller. Hopsnehmer. Ich schwör's euch, das ist so. Das kann doch nicht sein. Das ist voll random. Das ist komplett random. Mach mir davon mal wirklich Real Talk jetzt. Ich mach viel Spaß. Mach mir davon bitte einen Clip. Ist doch voll realistisch. Dicker, der hat 93 Pass, einen Kurzpass. Ich tippe da auf Dreieck an und da hat gerade nichts funktioniert und du kannst nichts dafür. Ich schwöre, Chat, ich reg mich schon wieder auf. Ich kann dafür nichts. Das war nicht mein Fehler. Hätte ich ein Gegentor kassiert, deswegen, es wäre nicht mein Fehler gewesen. Und das fuckt einfach krass ab. Dreckspiel. Wie ein stummer Mo, Digga. So, ich habe gerade 5 Minuten gegen EA gehatet. Aber mit allem drum und dran, mit Videobeweis, alles, Digga. Mit allem. Ich habe sogar diese Grafik da, ne, wo man sieht, ja, was ich sag auch die ganze Zeit, ich will die haben. Bitte kein Schwitzer-Team. Boah, ich habe gerade so ein Delay, ne. Boah, immer wenn du kommst, so echt achte ich genau da drauf, ne, das ist so schlimm. Ach, Digga. Sebabo. Ich mach mal meine Grafik gleich an, Freunde. Nächstes Spiel mache ich meine Kamera runter und lass meine Grafik da oben einblenden. Damit ich sehe, wann was eingenommen wird. Mo ist im Discord, Freunde. Was geht ab, Leute? Wie stehst du aber? 5-0, ne? Oder so? 3-0. Oh nein, dieser scheiß High-Eyes-Wappen. Ich verliere da immer. Illegaler Hopsnehmer. War ein gutes Beispiel oder nicht, Digga? Da hat man es gerade wirklich gesehen. Und es gab keinen Grund, sauer zu sein, weil ich 4-1 geführt habe. Retweetet mein Tweet. Retweetet mein Tweet. Jungs, und, Mann, retweetet doch mal. Und markiert die und fragt die. Das Problem ist, du musst. Ach, scheiß drauf. Man muss jetzt heute ein bisschen spielen. Ja. Guck mal. Ich habe ja früher, also letztes Jahr habe ich nie freitags Weekend gestreamt, ne? Alle Samstag, Sonntag. Aber jetzt fuck dann ab, wenn du 3-0 los nicht Top 100 kommst, größte Blamage. Ja, Mann, das ist schon echt traurig. Hey, aber war das letztes Jahr auch so schlimm? Nö. Letztes Jahr hat eigentlich 3-0 fast immer gereicht, ne? Letztes Jahr irgendwann am Ende war so 3-0, aber selten. Aber du hast halt geschwitzt, dass du mit 29-1 da bist, weißt du? Mhm. Du hast am Anfang Freitag gespielt, damit du mit 29 noch drin bist. War genau das gleiche eigentlich. Hast schon 2 Nachrichten gelesen, ich fühle mich geehrt. Junge, ich bin mies aktiv, weil seitdem ich diesen Bildschirm habe, wo ich 1 Million Nachrichten sehe, ist voll einfach. Aber ich glaube, bei Eli wird das nicht mal helfen, weil so Chat voll schnell geht. Hast du jetzt diese Dings da, diese VIP-Mode oder ganz normal? Das ist noch normal. Bis zur ersten Niederlage ist immer normal. Kannst du Chat lesen jetzt oder ist wieder komplett weggemacht? Nö, ich lese Chat, aber es ist halt übertrieben schnell, ne? Ach. Ach. Will deine Meinung wissen? Ja, CR7 Tots hat halt ein Tempo mehr, ne? Deswegen will ich den schon nehmen. Das kannst du ja gar nicht beeinflussen, wie schnell der rennt. Der Rest kannst du ja machen eigentlich.
Digga, du kannst in diesem Spiel nichts beeinflussen. Eli wird sagen, CR7 Totti hat 12 Tempo. Ich schwör's dir. Fandst du sein Totti gut? Ja, Weekend League war der zu krass, aber dann gegen, ja, gegen Profis war nicht. Der, ja. Aber Weekend League ist ja, glaube ich, der Beste. Ich habe mir jetzt Footburst der Mbappé geholt. Ja, der ist der Geilste. Ich habe jetzt auch Olse Prime für 6 Millionen oder so geholt. Aber Mbappé ist trotzdem viel besser. Wegen 5 Sterne. Mann, Digga. Fastet Mo? Ich weiß gar nicht. Fastest du? Nee. Haramkopf. Auch nicht. Wenn wieder passiert Scheiße? Boah. Freunde, Erne und Sydney haben uns verkauft. Wir sind die letzten Überlebenden. Wo ist denn Sydney? Warum kommt der nicht Discord? Weiß ich auch nicht. Er muss ja nicht streamen oder so. Ja, Erne hat seine Freundin hat Geburtstag. Die machen sich gerade einen schönen Abend, Leute. Ach so. Die kriegt eine Massage, glaube ich. Kriegt safe einer. Oh, bist du glücklich mit Hertha heute? Digga, die waren schon krass. Dieser Labbadia ist ein guter Trainer. Also, Jordan, hast du Jordan gesehen, wie der rasiert hat? Ja, ja. Gute Bälle. Mies gute Bälle die ganze Zeit, auch seine Diagos und so. Das sieht immer ein bisschen komisch aus, wenn der Ball annimmt so. Bisschen so wackelig, aber. Ich finde die unglaublich, also, ne? Diese, du brauchst einen, der solche Bälle spielt, Alter. Sein Boyata ist nicht so seine Stärke. Sein was? Boyata Passspiel finde ich auch nicht so gut. Stark ist aber auch nicht schlecht. Also, wenn. Passspiel ist nicht schlecht. Ich sag immer, dieser Kunja, ich feier den, ne? Ich finde den auch so krass. Immer Mann, dieses, Digga! Immer dieses bisschen dribbeln und so. Ich brauch's ja, immer fresh. So wahrscheinlich. Ich sag auch immer. Alter, komm, Mensch. Sydney ist safe GTA Roleplay-Spieler geworden. Chat, wir müssen danach, keine Ahnung. 10 Games müssen gemacht werden, hat der Eddie. Mein Gegner ist so schlecht. Ich krieg aber nicht. Ach, da haben wir wieder das Problem. So, ich mache mal meine Kamera. Ich baue mal die Grafik ein. Vielleicht sieht man irgendwas. Danke, Walter. Oh, mein Scheißbauch. So. So, wir können ja gleich mal gucken. Wenn ich irgendwann passe, dann nimmt den nicht an. Oder später, dann sieht man das ja oben. Nur Zufallsdinger. Zufallsproduktion. Ich gehe. Luke Bakio wuselig? Ja, geht. Luke Bakio ist sogar relativ unbeweglich, finde ich. Bisschen tollpatsch irgendwie. Ganz auslaufen manchmal und so. Was? Bisschen tollpatschig. Luke Bakio, ne? Ja. Aber so einer ist auch wichtig, einfach schicken, aber so fußballerisch, bisschen Müll, Alter. Kunja ist schon böse, Digga. Gegen wen spielt in Bremen? Eigentlich Müll. Gegen wen spielt in Bremen? Bremen gespielt gegen Freiburg. Digga, ich habe mir letztens in meinem Twitch-Stream so Videos von diesen ganzen FIFA-Rasierern angeguckt. Ben Rama, Tots und so, du weißt doch, die bekommen haben. Ben Rama, Matheus Pereira. Guck dir mal bitte deren Videos an, weißt du, was die da veranstalten? Ich schwöre, das sieht aus, als wenn die nächstes Jahr Ballon d'Or holen. Die geben so, das ist so schlimm, was die für Panner geben. Nein, jetzt mal wirklich, die machen so, nicht diese normalen Panner, die rasieren die richtig, so mit diesen. In dieser zweiten Liga und so, meinst du? Ja, ist zwar zweite englische Liga, aber die kosten 10 Millionen. Ja. Ich sag dir ehrlich, die würden in der Bundesliga weg. Ich hab dieser Pereira war letztes Jahr bei Nürnberg, ja, war ja. Okay. Der hat 15 Vorlagen oder so. Ich verstehe nicht, warum man sich nicht so. Wenn ich Offensivspieler-Trainer wäre, Offensivtrainer wahrscheinlich, wenn ich Trainer wäre, Digga, ich würde meinen 4 Offensivspielern vorne sagen, geht immer ins 1 gegen 1, viel tricksen, viel Scheiße machen, so, Eier wachsen lassen. So wie Kunja, Digga. Kunja bekommt den Ball, rennt sofort ins 1 gegen 1. Ja, wie Rashica. Aber so bei Top, ja, das geht nur so bei so Hertha und so, ne? Aber dieser Kunja, wenn er bei Leipzig gedribbelt hat, der hat direkt von Werner einen Box bekommen halt.
Ja, okay, aber guck mal, Rashica bei Bremen zum Beispiel. Ist auch einer, ist der Einzige, der das da so macht. Und er ist so der halbe ja, Miete. Ja. Guck mal Bayern an, Gnabry und Coman auf den Außen. Wenn die mal, oder, keine Ahnung, wenn Coman halt nicht verletzt ist. Das ist so krass, wo sind die gespielt? Aber schwer so welche zu finden, Alter. Die sind geht? Auch immer direkt richtig teuer. Geht, ist nicht so schwer. Du gehst einfach untere Ligen, Tots, guckst dir da Werte an und das war's, Digga. Ich schwöre, so habe ich auch gemacht. Ich habe mit Benrahma, Chat, guckt euch Benrahma Best Of an. Ich würde es jetzt zeigen, aber ich bin auf YouTube. Ich habe das letztens in meinem YouTube-Stream gemacht, das ist unglaublich. Klar ist es so ein anderes Niveau, aber der kostet Marktwert 10 Millionen. So. Ich könnte jetzt sagen, dass es safe besser sein wird, als keine Ahnung, was sich da manche Vereine für 30, 40 Millionen holen. Philipp, wie heißt der bei Hertha? Wolf? Ja, ich kann jetzt nicht. Ne. Oder dieser Wolf, der weiß gar nicht, wo rechts und links ist, Alter. Ah, der spielt auch nicht mehr, glaube ich. Es gibt so viele Bundesligaspieler, wo ich mich frage, was da so wirklich, wie die das geschafft haben. Hast du gesehen, dieser Lucky, der hat heute Profi-Einsatz bekommen, Profi-Debüt. Naja, 81. oder so eingewechselt. Mhm. 17. Aber dieser Dardai war auch im Kader, mit dem habe ich letztens Fortnite gezockt. Mhm. Der ist von Nick Woltemar, der Kollege. Ey, du kannst diese Dreieckspässe in FIFA 20 nicht spielen, ne? Das ist unmöglich. Diese jungen Spieler, die sind immer so geil auf diesen 99er-Karte, ne? Ja, ich schwöre. Oder die schreiben mir direkt, ey, kannst du direkt meine 90er-Karte klären, bitte? Diaby und Leon Bailey, ganz wuselig. Ja, sowas, die feiere ich auch. Boah, Diaby ist so gut. Ey. Uth und Burgstaller Lost, ja, ich kann jetzt, wir können jetzt schlecht gegen Bundesligaspieler schießen, aber ich glaube, ihr wisst so, was wir meinen. Einfach so. Ja, aber es gibt auch genauso, sind FIFA-Spieler auch, ne? Es gibt so Lost. Oh mein Gott. Manchmal brauchst du dieses andere, damit die sind auch effektiv. Einfach laufen und dreckig spielen. Nein. Also im richtigen Fußball, ich rede gerade vom richtigen Fußball. Ja, manchmal brauchst du das auch im Team. Aber nicht auf den Außen, finde ich. Sag mir zwei gute Mannschaften, die sowas haben. Auf den Außen Spieler, die nicht immer so, die nicht krass ins 1 gegen 1 gehen. Gibt's nicht. Jedes Top-Team hat. Müller lange? Wer? Mir fällt jetzt. Müller ganz lange, RM. Ja, Digga, bei Bayern-Kader, Digga, da kannst du auch. Da könnte meine kleine Schwester RM spielen, würde auch guten Job machen. Würde auch 10 Scorer-Punkte in der Saison holen. Moment. Atletico Madrid habe ich auch, ja. Atletico Madrid ist so eine Mannschaft, die hatte ich auch im Kopf. Deswegen habe ich zwei gesagt. Lucas Vazquez war immer so einer bei Real. Ja, Lost. Alter. Ist auch Lost. Ist doch Lost, Lucas Vazquez. Ja, aber der hat gesagt, der ist besser als Bale manchmal, weil er nicht so viele Faxen macht, weißt du? Du hast Ronaldo, du hast Dings. Cool, ja. Boah, Atletico, ich schwöre, Atletico ist richtig schlimm. Guck mal Dortmund an, Digga. Guck dir mal bitte Dortmund an. Sancho auf den Außen. Wer spielt da links? Hazard, Sancho, das sind einfach Spieler, Freunde, die. Geil. Geil, geil, geil. Schulz ist auch manchmal anders los. Ja, der ist so LM bei Dreierkette. Liverpool mit Mané und Salah. Außenverteidiger auch krass wichtig. Außenverteidiger wird, glaube ich, voll unterschätzt. Spielerisch müssen die so gut sein, Außenverteidiger. Finde ich. Du merkst wohl, wenn du richtig gute hast, wie anders dein Team auch spielt und so. Ja. Einfach viel mehr Ballkontrolle, weil sonst, die werden immer zugepresst, langer Ball weg. Mhm. Wenn so ein Guerrero bei Dortmund ballert, den juckt gar nicht, Digga. An die Mitte, ja. Oder der hat so eine geile Technik. Den juckt das gar nicht. Ich feier, also Guerrero ist einer der Linksverteidiger, ne? Davis ist nicht so einer, der spielt auch oft so den Ball zurück und so. Ja, aber den kannst du anspielen, Digga. Den 1 gegen 1 gehen und so. Oh, das ist so geil. Marcelo, den kannst du anspielen. Marcelo, ja. Der gibt einen eingesessenen Bein. Arnold und Robertson, Digga, in real life, das ist so eine gecheatete Scheiße, die beiden. Die sind so krass. Ich sag dir, wenn die aber wechseln, die sind nicht so krass. Klopp Dinger, macht immer so. Ja, Klopp macht das klar. Klopp macht aus Piszczek den besten Restjäger der Welt. Ja, ist wirklich so. Der macht Hertha ablösefrei. Das ist so krass, was Klopp immer mit seinen Spielern macht. Karius war doch heute im Stream bei den Teasies. Mhm. Ich hab die so gefragt, oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay.
der ist gut am Haten gerade. Digga, was ist da gerade passiert? Nee, ich hoffe, das ist in der Wiederholung drin. Ich mache extra jetzt keinen Torschuss mehr, damit das drin ist. Digga, das kann mir doch niemand erzählen. Davis ist der Beste. Aber Davis ist richtig witzig. Man muss ja einmal beobachten, wie der zockt, wie der verteidigt. Der gibt einmal seinen Gegner 5 Meter Vorsprung, damit die diesen langen Ball spielen, damit er die überrennen kann, damit er sich zeigen kann. Das ist so heftig. Chat, ich schau. Ja, ja, erzähl. Ich glaube, es gab noch nie so in meinem. Also, seitdem ich Fußball geguckt habe, gab es noch nie so einen schnellen Linksverteidiger. Ah, das sieht schon echt gecheatet aus. Ich schieße jetzt extra nicht mehr aufs Tor, Freunde, weil ich keine Torschance haben will. Ich möchte die Torschance drauf haben. Da interessiert es mich so krass, wo ich hingedrückt habe. Robben und Ribéry waren so eine. Ja, Digga, Robben, Ribéry, Cristiano Ronaldo damals noch. Mit denen ist so einfach zu spielen offensiv auf. Du gibst ihnen einfach Ball, ja. Die werden gedoppelt. Ich mache jetzt extra keine Torschance mehr. Ah, Freund, ich hasse Pressing in FIFA 20. Naja, deswegen. Guck mal, man steht perfekt und kriegt Ball einfach nicht. Digga, ich würde mir so krass Rashica holen. Der ist so böse. Boah, der ist ein bisschen auch überbewertet, muss ich sagen. Ne? Also ich gucke ja jedes Spiel 90 Minuten. Bisschen überbewertet, aber weil er auch nicht so schlau ist. Sagt mit so einem richtig guten Trainer. Oder der sieht, man sieht so Highlights und so, aber das ist krass. Aber der verliert auch 50 Mal den Ball, ne? Und so auch richtig dumm. Und der... Keine gute Einstellung auch, aber der spielt halt bei so einem Bambusverein gerade. Oder der ist so gut und dann spielt er mit so Spielern, die keinen Pass spielen können. Ach ja, das mit dem packt sich mal so ab. Karius war heute in den Teasy-Stream. Da habe ich den gefragt, wie Klopp so als Typ ist, wie Klopp so als Trainer ist. Da meinte er auch schon so, dass da jeder besser gemacht wird. Bei ihm ist nicht so normales Training, sondern da geht es so richtig um Ehre im Training, so, keine Ahnung. Dass die sich so alle gegenseitig pushen und dass Klopp da so richtig geile Motivationsdinger drauf hat und so, dass er das schafft, dass die im Training 120% geben. Also immer, jedes Training. Ich kann mir das so krass vorstellen. Dieser Klopp, ne? Eigentlich jeder Trainer muss alles abgucken von dem, was er macht. Junge, manchmal spielt zweite Mannschaft oder so A-Jugend, die spielen genau gleich wie die erste Mannschaft, ne? So. Ja, Digga, also, der sagt macht einfach, spielt Pressing, macht, presst die zu, seid fresh und so, der macht das mit denen. Und der hat geile Mischung, der hat zum Beispiel mal so 2-3 Stars, die immer spielen, so Mané, Salah und so. Ja. Aber so im Mittelfeld, da spielt jede Woche andere so. Digga, sag ich genau gleich. Im Mittelfeld, ich schwör's dir, dann brauchen alle seine Spieler 99 Ausdauer. Milner und so, die rennen so viel, du brauchst so welche. Bitte die Chance mit Mbappé ist drauf. Gefällt dir also Prime? Mbappé ist trotzdem besser, ne? Aber mal gucken. Das ist ja erst in 10 Spiele, man spielt gar nicht so krass fokussiert. Also. Ja, ist ja. Guckt jetzt, ich hab sie drauf, wie sie live verkacken. Guckt dir meinen Stream an jetzt, Mo. Guckt dir jetzt meinen Stream an. Ist das schlecht? Ich schwöre, das ist so ein lostes Spiel. Ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Ich schwöre, ich kann dieses Spiel nicht ernst nehmen. Was soll ich denn dazu noch sagen, Chat? Guckst du? Ja. Guck jetzt. Guck. Guck. Cheesecake Pfosten. Mbappé Food Birthday. Das ist nicht normal. Kein Tor, nein, ist nicht reingegangen. Was soll ich denn noch machen, dieses Spiel? Du kannst das nicht beeinflussen. Du kannst nichts machen. Ich habe alles richtig gemacht. Schade, Eli Geller. Clip mir das eine auf Twitter und auf Insta, ich reposte. Das ist echt. Junge, warum machen die das rein, so wo ich mal hinschaue? Ja, die sind voll dumm. Die so selber. Die sind voll lost. Der ging nicht rein, Chat. Warum bringen die sowas rein? Die werden ja immer so die werden sich doch, die rasieren sich damit selber. Die rasieren sich damit selber. Der Vater macht gleich wieder WLAN. Ja, macht er, glaube ich, wirklich gleich. Scheiße. Essien, come on. Hast du schon mal diesen Essien gespielt? Mhm. Wie war der jetzt?
Boah, okay, so wie Kanté. Ich mag nicht so kleine Spieler auf der 6. Frankie de Jong? Hä? Frankie de Jong mal gespielt? Ja. Auch nicht? Doch, den habe ich gespielt. Ja, aber ich auch fand, nicht gut? Doch, ich fand den okay, aber ich habe mir mehr erwartet. Keine Ahnung. Also, mein Lieblings- ich weiß, ihr feiert den alle. Aber ich glaube, du brauchst so einen David Luiz und Vieira. Ja, schön, gut, dass er 4-0 führt, aber sowas geht trotzdem. Ja, Digga, Freunde, stellt euch mal vor, es steht 0-0. Ich habe jetzt zwei Sachen gedingstert. Ich habe gar keinen Grund, mich aufzuregen. Wir haben 4-0 und 4-1 gewonnen. Aber zweimal in diesen Spielen war einfach Sachen dabei, wo ich beweisen kann, dass du einfach machtlos bist. Das waren jetzt zwei Spiele aus vier Spielen, wo ich euch zeigen kann, wenn das 0-0 steht, enges Spiel, dass du das so was vielleicht Sachen passieren auch in Turnieren und so, Mann. Ja, ihr denkt, es passiert nur in der Weekend League Chat. Das passiert bei Sachen, wo es um 100.000 geht. Ja, deswegen verlieren manche Dings, also so Halbfinals, wo man 100.000, 50.000 gewinnen kann. Das ist so krass. Das ist so schlimm. Mo und Eli, beste Kombi, man kann Elis Gelaber hören, aber auch gutes Gameplay sehen, Kappa. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Freunde, ich sag's jetzt noch einmal, ein letztes Mal. Warte ganz kurz, ich muss mich kurz stumm. Ich sag's jetzt noch einmal. Ich hab meine, also jetzt kriegen meine Mods dafür auch die Bedingungen. Wenn jetzt alle das gleich reinspammen, dann muss ich leider Submode anmachen. Aber dieses Richard ist entfolgt, Digga, das fuckt voll ab, Digga. Ich guck im Chat, ich möchte sehen, wie ihr mit mir so interagiert. Ich sehe, ganzer Chat schreibt Richard entfolgt, Digga, das ist nicht lustig. Ich sag euch so, wie es ist. Und die haben jetzt das okay von mir, Mods. Ihr könnt die alle bannen. Alle, die das jetzt schreiben, der und der ist die entfolgt, das fuckt mich voll ab, Digga. Nimmt's mir nicht wirklich. Das ist voll anstrengend. Das ist übertrieben anstrengend. So, und wenn es jetzt, die können alle können gebannt werden, sofort. Ich habe so viele Mods, ihr könnt alle, ich bin sehr, sehr tolerant, ich habe das mir jetzt 2-3 Tage angeguckt, aber das fuckt schon krass ab. Und wenn jetzt alle weiterhin reinschreiben, dann muss ich leider Submode anmachen. Also ich gebe euch jetzt hier noch kurz die Chance, aber auch für die zukünftigen Streams. Dann werdet ihr halt gebannt und dann könnt ihr nicht mehr reinschreiben, das ist auch dumm von euch. Im Big Mac Bundy, ja, das ist so. Digga, ihr müsst euch das vorstellen, ich will hier gucken, ich gucke ins Chat, Richard ist entfolgt, das ist seit 2 Tagen so. Was soll ich da machen, Digga? Ich habe das am Anfang mit Humor genommen, aber das fuckt irgendwann ab, ey. Wirklich so. Ich muss ja meinen Chat, man muss den Chat auch, das ist ja auch nicht lustig so. Die Leute, die das schreiben, das ist voll lost. Und die, ja, aber jetzt sehe ich es gerade nicht, es gibt halt natürlich ein paar, aber ja. Und meine Mods sind da echt hinterher, Digga. Ich weiß, dass der mir folgt, ich weiß, aber das nervt einfach, dass es immer reingeschrieben wird. Das fuckt übertrieben ab. Harter Bandi weg. Alle Bannbutter. Also ihr habt jetzt die Möglichkeit, ich gucke mir das jetzt so an, noch 1-2 Minuten im Chat. Und dann, wenn es nicht besser wird, muss ich leider Submode anmachen, tut mir leid. Aber das ist leider so. Ich habe eigentlich immer gewollt, das ist halt das Problem, wenn man viele oder mehr Zuschauer hat, dass dann halt immer Leute auf einen zukommen, die einen nicht kennen und dann halt bewusst abfacken wollen. Deswegen machen die großen Streamer auch immer Submode an. Luke mit 2 Euro, hi Eli, kenne mich nicht mit Servern aus. Meiner Meinung nach ist die Serverleistung variabel, Effizienzgründe. Wenn dann zu viele Leute zu schnell ins Spiel starten, kann die Leistung schnell genug gesteigert werden. Lukas, das ist ein sehr, sehr intelligenter Kommentar von dir. Aber ich habe mit jemandem geredet, das dachte ich auch immer. Aber das liegt angeblich nicht daran, das ist was anderes. Ich habe jemanden von mit EA darüber geredet. Das ist nicht der Grund, weil so viele spielen, das ist irgendwas anderes. Danke an die ganzen Follows, die reinkommen, Freunde. Ich weiß nicht, wie viele Likes wir auf dem Stream haben. Wait. Wir haben 13.000 Likes auf dem Stream. Ehre, Dankeschön für 13.000, Freunde. Ich habe es getwittert, Ehre. Irgendwann wirst du auch Submode anmachen müssen. Ja, ich weiß, Nico, das ist leider so. Das ist leider so. Ihr werdet alle gebannt, das merkt schon. Ja, ich verstehe das auch nicht, ne? VIP-Mode, na gut, Freunde. Ihr habt es euch leider selber jetzt verkackt. Es tut mir leid an alle, die das nicht machen wollen, aber ihr müsst mich auch verstehen. Du guckst im Chat, du siehst nur der. Das ist ja gar nicht lustig, das ist ja das Problem an der Sache. Das tut mir wirklich leid an diejenigen, die das nicht machen wollten.
In die Hutze de Vieira Moments? Nee. Erstmal nicht. Ich gebe euch jetzt immer weiter die Chance, aber ihr werdet das, was die meisten nicht verstehen, ihr werdet gebannt. Also ihr könnt nie wieder reinschreiben, weil ich auch Leute nicht entbanne. Das ist das Problem. Das ist leider so. Viele haben nur Submode an, aber ich feiere das eigentlich nicht, weil ich mich gerne mit euch unterhalte. Aber da ist es halt, es ist unmöglich, check. Chat, check. Es ist unmöglich. Hallo? Achso. Wir machen dann die nächsten, vielleicht mache ich nachher wieder auf, gucke ich mir dann nochmal an, aber so geht's leider nicht. Wenn Brunnen zu Null spielt, verschenke ich 5 Subs. Boah, das kann, das ist eine Bank. Christine Schiere, dankeschön für dein Sub. Christine! Digga, hast du das Mädchen gesehen, Mo, was Elite Dings da geholt hat? Elite 3, 24-6? Ja. Digga, das ist so krass, ich hab mir angeguckt, wie die spielt. Das ist so heftig. Die hat auch voll das Schwitzer-Team. Die hat auch Richard in Blau. Tots. Die hat einfach Elite geholt, Freunde. Ich bin ja nicht irgendwie so sexistisch, 3, ne? Sexistisch oder so, aber das ist schon krass. Die hat, was die ist denn, gibt's irgendwie so ein bestes Mädchen der Welt oder so? Das habe ich mich auch gefragt, aber in FIFA kenne ich niemanden, der Elite, also ich kenne kein Mädchen, was Elite geholt hat, bis auf sie, so das öffentlich gemacht wurde. Bestimmt gibt's ein paar, aber ja. IQ-Move, jetzt haben alle, ja, aber mir ging's ja nie ums Geld, Freunde. Mädels haben's drauf, ja, ja. Wie viel steht der Glatzkopf? Ich glaube auch nicht wirklich viel. 3-0 oder so, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie die hieß. It's crazy mit einem Follow. Dankeschön für deinen Follow. Hudelu XD, Emre Hamburg, Felix mit 2 Euro. Ja, ich weiß. Ich weiß, Felix. Luis Hefka, das schreiben die, um mich abzufacken. Aber ist ja nicht mal lustig. Selbst wenn es so ist, das ist ja, ich verstehe das gar nicht. Scopes mit einem Follow. Skeptil mit einem Follow. Dankeschön für die Follows. Auf einmal jeder Sub, ja, das ist immer, wenn ich von vorne rein Sub-Mode anmachen würde, würde man auch viel mehr Subs haben, aber ich hab das immer nie so gefeiert. Was sagst du zu Kofeld? Ah, eigentlich ein Baba-Trainer, ne? Aber der muss langsam liefern, weil ein guter Trainer zeigt sich eigentlich immer, wenn es so schlecht läuft, dass er irgendwie die Kurve bekommt. Und Bremen hat seit 18 Spielen einmal gewonnen oder so. Wenn ihr VIP werden wollt, Leute, Ausrufezeichen VIP, also an die Mods, dann gibt's da einen Link, da könnt ihr VIP werden. Felix, danke für deinen Sub. Kofeld, ich hab den gemocht, Digga, der war immer, oder? Ach nö. Fünftes Spiel. Danke für deinen Twitch-Prime, dankeschön. Fünftes Spiel, Footburster, Mbappé, Richarlison, Trotz, Mahrez in Rot, Eder Militao, SBC, Ferdinand. Ach, Digga. Das Matchmaking war letzte Woche schon lost. Dieser Mbappé Footburster ist eigentlich wie Dings da geworden, ja, wie so ein Euse oder. Ja. Ich konzentriere mich kurz. Auch heftiges Team, ne? Fruzi, danke für deinen Surprise, aber was ist los heute? Bestimmt schon 20, 30 Subs gekommen heute. Ist Eli stumm? Eli, schwitz mal jetzt eine Runde, würde ich auch machen. Es war so schlecht gespielt von mir. Ich hätte einfach mit Richard schießen sollen. Wo gehst du denn Haare schneiden bei Topquad? Ne, ich mach die selber seit ein paar Monaten. Aber mit Rasierer auf, zapp weg. Gar kein Unterschied. Aber ich wusste, dass der Ball irgendwann kommt. Apfel? Boah. Digga. Das könnte eklig werden, das Spiel hier. Okay. Ramos ist so gut, Alter. Boah, mein Ramos, ich feier den so krass, ne? Let's go. Subs lese ich gleich alle vor. Schieß gleich an, glaube ich. Ich frage Eli gleich. Ey. Warum mit 04, wie viel hat der Twitch Prime Sub? Spielt mal aus Spaß einmal Freundspiel gegeneinander, viel besser als Twitch Champ. Ach. Boah, denkst du, wir spielen freiwillig am Wochenende ein Spiel FIFA?
FIFA ja, und Spaß rein, gibt's eh nicht. Oh, Eusebio! Chat, Jakob ist gut, aber er muss auch Siege liefern. Tschüss. Ja. Die Sache ist, er braucht auch die Spieler. Ne? Keinen schnelleren Spieler als Mbappé. Eli hört mich nicht, oder? Eli? Nee. Ja, da kann ich aber weitergehen. die Sache ist, Kofeld ist, glaube ich, für Bremen, so hart es klingt, einfach zu gut. Ich höre Mo gerade nicht, ihr hört den. Ich sag's euch so, wie es ist. Kofeld ist zu stark für Bremen. Also der, seine Taktik, wie er spielen will, das schafft Bremen gerade nicht mit dem Kader. Dieses schön Ballbesitz, schön pressen, schnell ein Kontakt. Kofeld wird Karriere machen, ob mit Bremen oder ohne. Aber Dings, Kaderzusammenstellung war Müll. Ne? Kruse weg und kein Kreativer rein, das war Müll. Oh Gott. Die haben halt Kruse ist weg, ne? Das ist das einzige Problem. Ja, die haben keinen vorne, der irgendwas macht. Rashica braucht Pässe und so. Der ist ja nicht so einer, der Traumpässe macht oder so. Und Abwehr braucht man gar nicht reden, ne? Deswegen wäre es vielleicht auch nicht so schlecht, ihn langsam zu feuern, weil. Ich glaube nicht, dass er für Bremen jetzt geil ist. Die brauchen defensive Stabilität und so. Was für anderes. Zum Beispiel wie so ein Labbadia oder so ein. So ein Labbadia wäre auch geil für Bremen. Oder Dings. Dardai. So ein, weißt du, in so einer Phase. Die würden sowas. Oh mein sehen. Gott. Ist das der Kläubert? Oh mein Gott, wie breit! Pizarro regelt. Pizarro ist vorbei. Letztes Jahr hat er kranke Top-Phase, ne, am Ende der Saison. Aber jetzt hat er auch nicht mehr so viel Bock, glaube ich. Der bereut, glaube ich, das Jahr ein bisschen. Er hat viel Geld mitgenommen, aber ich glaube, an Geld. Mann, Digga, ich muss hier 3-0 führen, Alter. Geil, Frankie. Die brauchen Stöger. Boah, Stöger wäre auch echt. Kofeld wird den mitnehmen. Stöger, so ein nicer Fußballer. Sidney Friede brauchen, nee. Bisschen Technik auch rein. Häuser setze ich durch. Ich wusste das. Mann, Digga! Gladbach, das ist ein Beweis, ne? Gladbach ist nur oben wegen dem Trainer, der einfach krank ist. Aber obwohl die spielen auch nicht so krass, aber die sind halt so effektiv mit diesen drei Tieren da vorne, ne? Aber die Abwehr hat sich auch krass gesteigert, so. Ginter und Elvedi und so. Habt ihr Richarlison gesehen? Boah, Richarlison darf nicht mehr kacken bei Eli. Das ist sein Mann. Sollen wir bei Eli reingucken jetzt bis zum Ende oder sollen wir beim Spiel gucken? Was hier passiert schon wieder? Ich bei mir steht ja ich 4-0. Ich mache jetzt eine Aussage. Es gibt niemanden, keinen E-Sportler, keinen deutschen E-Sportler, würde ich so stark behaupten, der dieses Spiel so hasst wie ich. Ich hasse es wirklich aus tiefstem Herzen. Aus tiefstem Herzen. Doch, gibt es schlimmere. Die Fernseher und so kaputt machen, glaube ich, ja. Erinnert mich mit Richarlison. So, ein bisschen Eli, ich zocke nebenbei jedes Spiel zu Ende, weil der quittet eh nicht, der Gegner. So ein typisches Spiel. Ach, der führt doch 1-0. Welche Minute war das mit Richarlison, wo er einfach nicht aktiv... Wo er sich man denkt, der liegt gerade hinten, der so wieder redet. Deswegen habe ich dich, Mbappé.
Aber das kannst du halt nicht verteidigen, die Scheiße. Ich glaube so. Eliad hätte draus, ich weiß. Ich muss jetzt gerade für beide reden. Ich muss nach vorne. Mach irgendeine Scheiße. Oh. Christine, 2 Euro, wünsche noch viel Glück, dankeschön. Raymus mit einem Sub. Was ist das für Tim mit einem Sub. Edi Geller Memes mit einem Sub. S2003 mit einem Sub. Dankeschön für die Subs. Ja, das ist wieder so ein Game, Freunde. Das ist wieder so ein Game. Es ist wieder so ein Game. Wie die letzten Wochen. Ennis Dennis, danke für dein Follow. Was glaubst du, wie Bremen spielt? Ja, ich glaube, die gewinnen so 1-0 oder so. Vielleicht gibt es eine Entschädigung, 2 Jumbo Premium Gold. Ganz viel Glück am Ende auch. So. Mein Glaskopf, I love you, alle wie du meldest. 2 Jumbo Premium Goldspieler-Packs. Ja. Ich muss sagen, es gab Spiele, die sind noch mehr loopfreundlich. Ne? Wenn ich mich da so an FIFA 18 erinnere, 17 war das erste Jahr mit Weekend League. Boah, das war auch so schlimm. Da war CPU, kannst du gar nicht vergleichen mit dir. Du hast R1 gedrückt, die anderen Computers draufgegangen und hat getackelt noch dazu. Ne? Ich glaube, FIFA 17 war das schlimmste Spiel von allen. Mit CPU Block. Und so. Ach, ich hasse es so krass, Alter. Er hat nichts gedrückt. Das war automatisch CPU. Gegner, was ist los mit dir? Ich drück mal Start, mal gucken, bringt das was? Irgendwann reicht doch. Zocki 12, vielen Dank für 3 Monate. Dankeschön, Mann. In der Schwitze ist heute was zu schlimm, Mann, Mama. Ja. Hallo? Alarm Rage heute. Ja. 2-0. Mbappé. Gut, ich hab dein Spiel gezeigt, bei mir quittet der Gegner nicht. Digga, ich hasse es. Are you from Berlin? Hallo, in Bochum. Wo war das? Chat, welche Minute war das mit Richard? Wieso konnte ich nicht schreiben, als ich Sub gekauft habe? Das geht bei einem Subkauf, glaube ich, gar nicht. Kurt hasst das Spiel, glaube ich, mehr dazu. Stimmt, Kurt hasst das noch mehr als ich. Kurt ist so einer, der macht sich nachts Gedanken und so. Digga, aber soll ich dir mal was sagen, Mo? Wir haben Kurt letztendlich, Digga, finden das alle witzig und so, und der hat die so, ja, okay, aber letztendlich hat die EA ihn einfach nur rasiert. Digga, die haben ihn so wegrasiert. EA hat... Hat Code rasiert. Oder die haben auch noch... Die haben die nicht nur rasiert, ne? Digga, die haben ihn seinen Job genommen, Chat. Die haben ihn, ohne Witz, die haben ihn einfach seinen das Beruf genommen. Das ist auch ein krasses Zeichen für die anderen, ne? Einfach mal ja? Ein bisschen ruhiger zu bleiben. Ja, ist auch, Digga, hat auch übertrieben. Aber die, da sieht man mal, Digga, der darf kein FIFA mehr spielen, also er kann spielen, aber sobald er streamt, sieht ja EA, was das für ein Konto ist und sperrt das Konto. Das ist... Die haben erstmal sein EA-Konto gesperrt, das ist allein schon krank. Ja, aber er kann oder doch jetzt auch gar nicht mehr... Du einfach dein Team nicht. Digga... Denkst du, er tut noch Geld rein? Was willst du machen im März? Hä, nein, die haben ihn doch auch seine neuen Accounts weggenommen. Dann hat er einen neuen Account gemacht aus Witz. Road to Glory. Ja, wo der nur für Draft gespielt hat. Genau, und das hat er gestreamt und das haben die dann auch gesperrt. Naja, die haben... Er wurde rasiert, Chat. Er kann privat noch spielen. Die haben auch noch krank rasiert. Und dann hat der Kurt trotzdem ein bisschen Hype, ein bisschen Pest gemacht und so. Ja. Und nach einem Monat macht Kurt Video, Pest ist größte Müll, das bringt gar nichts, dann macht lieber gar keinen Content und so. Und dann noch EA voll gelobt, so. Ja, es ist... Das ist schon krass, Digga. Die haben so viel Macht, wow. Die haben so das viel halt, Macht. Junge, das ist der größte Arbeitgeber, ne? Ja. Muss auch ein bisschen chillen, Digga. Halt. Ja, ist ja auch so. Wenn EA sagt, das war's, dann ist es, Digga. Dann kann. Das war's dann. Guck mal jetzt, Richardson. Chat. Warum? Was macht der Gegner, ne? Bist du noch bei mir? Nee. Ich guck aber. Guck mal jetzt. Warum krieg ich Neymar angewählt? Erklär mir's bitte. Erklär mir, warum ich Neymar angewählt bekomme. Jetzt. Guck mal Richardson an. Guck mal Richardson. Guck mal.
Hä? Aber du wolltest zu Richarlison noch, ne? Ich wollte zu... Nein, okay, war... Early, ich wollte zu Neymar. Aber... Ja, das hat das Spiel so erdings, ja. Ja, okay. Aber warum? Warum macht den Richard nicht... Warum? Der läuft 1 Zentimeter am Tor vorbei. Guck mal, er reagiert gar nicht. Ja. Das ist in meinen Augen Manipulation. In meinen Augen ist es Manipulation. Ganz klar. Ich muss sagen, in dieser... Mit diesem Spielerwechsel, das war früher 10-mal schlimmer noch, ne? Was? Jetzt haben die es noch ein bisschen gefixt, dass wenn du zu einem spielst, den du nicht wolltest, oder dieser Abpraller, dass du den irgendwann angewählt bekommst. Früher hast du den ja nie bekommen. Lass ihn ja nur. Kennst du diese Druckpresse in der Mitte, wenn die so abprallt, dann hast du keinen angewählt? Ja, ja. Das haben die ein bisschen gefixt, aber die wissen auch selber nicht wie. Ich habe denen das auch gesagt, aber die wussten selber nicht wie. Und die haben aus Versehen das so eingestellt. Das Witzigste war bei EA. Diese Schüsse, ne? Diese flachen Finesse-Schüsse, kannst du die noch? Nee. Diese mit R1, L1 und dann nochmal L1 drücken. Ja. Es gab so Schüsse, die sind voll gut und so, und die Producer, die diese Schüsse machen, die wussten nicht mal, dass es dieser Schuss gibt. Ach, das ist so lost. Ich so, warum steht das nicht in so Tutorials und so, die so, wir wissen gar nicht, dass es den gibt, dann so diese Kombination. Dann haben die das auch krass abgeschwächt, so. Wir haben uns gefickt selber, weil der Schuss war voll geil. Und dann haben die das gefixt. Die haben uns voll ausgenutzt. Ich sag den geil, die machen weg. Das war's. Digga, ich sag euch ehrlich, Chat. Also, EA bannt ja niemanden. Die haben eine Person, glaube ich, gebannt. Das ist Kurt. Aber Kurt hat auch übertrieben. Digga, was hat der gemacht? Der hat Schal an. Es gibt so einen Schal, wenn du dich für ein Offline-Event oder irgendwo, der hat so einen EA-Schal genommen, yeah, und hat dann auf das Logo gespuckt, öfter, on stream, und hat dann irgendjemanden von den hohen Tieren da bei EA beleidigt, dass er da ganz, also der ist richtig ausgerastet, on stream, aber leider, also daraufhin, es war ja nicht das einzige Ding, sondern das war schon mehrmals so. Sammelverfahren irgendwann. Meine Freundin fragt, darf man dann eigentlich auch kein Sims oder so streamen, weil das ist ja auch funny, ey. Weil sie Sims spielt. Glaub man nicht, nee, das nicht. Ich glaube nicht, nee. Dann hättest du ein Problem. Das Witzige ist, dieser Schal war Legende. Damals, als Megabit Playoffs gewonnen hat, gab es einfach keinen Pokal, nix. Damals gab es diesen Schal. Diesen grünen Schal als Gewinn. Und deswegen, und den haben die ganzen Top 4 bekommen. Und deswegen hated Kurt den. Er sagt, die geiern sogar mit 100€ Pokalen. Ja, warum haben die nicht einfach Pokal gegönnt? Die holen Schal. Ehrlich, von hier, ich schwöre, unter meinem Haus ist ein Sportladen. Da kannst du Pokal kaufen. 80€ sieht gut aus. Digga, für irgendwas war doch auch richtig los. Club WM oder so. Irgendwas war richtig los. Da war Scheck. Ja, Scheck, nichts hat. Ja, das ist so schlimm teilweise, ne? Ich lese kurz Follows vor, ich stumm mich kurz. Overdriver mit einem Follow. Christine mit 2€, du bist der beste YouTuber, dankeschön. Und nochmal Christine mit 2€, du bist der beste YouTuber, zweimal. Christian stinkt mit 1€, Leon mit einem Sub, Güse mit einem Sub, Rakudo FIFA mit einem Sub, Christine mit 1€, Jan mit 2€, Eli, wieso kann ich nicht subben? Es müsste eigentlich gehen, ich weiß nicht, woran es liegt. Mods, haut mal Ausrufezeichen VIP rein, dann auf diesen Link klicken, dann müsste es eigentlich funktionieren. An sich halt. Freunde, die den Kanal noch nicht abonniert haben, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Der Kanal geht echt momentan echt durch die Decke. Das ist echt gestört. Ich habe gerade 14 Mal echt gesagt. Wir haben 14.000 Likes. Macht man die 15.000 voll, Freunde? 15.000 Likes würde schmecken auf dem Weekend-Extream. Why not? Ich weiß nicht, ob wir schon 331.000 Follower haben. Ich guck mal nach. Yes, wir haben 331.000. Danke für den Support, Freunde. Mir geht's heute irgendwie nicht so gut. Oh, wieso habe ich so Bau? Es ist ganz schlimm, Chat. Ich muss mal fett kacken, glaube ich. Haus von. Letztes Handyguthaben rausballern. Ah ja, Ehre, Tobi. Wie wird man Mitglied? Die Mods hauen immer mal Ausrufezeichen VIP rein. Dann könnt ihr auf den Link klicken darüber. Gian ist jetzt Sub bei mir. Ehrenmann, danke Gian für den Sub. Giano! Herzlich willkommen, Gian. Wie steht der? 10-0?
Jan, wie stehst du? Ach, ich kann glaube ich nachgucken. Hab ich ihn denn jetzt rein? Digga, mein Bauch, ey. Der macht mich alle, ich schwör's dir. Gian und ich waren früher einfach im gleichen Team, ne? SK Gaming, ey. Mein allererstes großes Team. Boah, Digga, ich kann mich gleich ein. Ich... Was ist mit dir? Das ist schlimm. 7-0 Internet Loss bei mir. Ist aber okay. Also, obwohl. Ich glaube, wie viele Siege braucht man am Freitag? Wenn du mittags oder früh gespielt hast, dann müsste es reichen für den Top-Bälle. Ich glaube, Fanta ist einfach der Beste, ne? Es gibt ehrlich, deutsche Bälle hält nur Fanta, glaube ich. Edi legt die Wurst ab. Wir sind die Server schmutz, Digga. Schmutziger denn je. Was ist los mit dem? Musst du scheißen oder was? Ja, mir ist so übel auch ein bisschen. Ich glaube, ohne, ich habe Fieber und so eine Kacke. Mir geht's gar nicht gut. Einmal scheißen, alles ist wieder gut, Mann. Ich war heute schon 5-mal kacken, das hat gar keinen Sinn. Mir geht's sehr lost. Max mit 1 Euro, dankeschön. Geh doch auf Klo. Ne, es sind so Bauchschmerzen, die kommen und gehen. Leg sie bitte ab. Alle leicht und Abo da lassen. Hast du Hummus gegessen, oder was? Christine, Digga, die hört, nur mit 2 Euro, was? Hast du Hummus gegessen, oder was? Ich habe gestern Döner gegessen, ich glaube, der war nicht so gut. Ich glaube, der war 3 Wochen alt. Server sind toll. Und wir spielen gegen das nächste Schweizer Team. Jo, Digga. Hör mal zu. R9, Eusebio, Neymar in Form, Eder Militao, SBC. Davis in Rot, Gomez in Rot. Digga, was ist das für Matchmaking, Mann? Aber Ballack ist okay. Ja, Ballack. Der Einzige da. Euse, Coutinho ist auch, Mann. Ich glaube, der ist so weit. Ich weiß nicht. Obwohl Euser, ne? Das war's, ne? Digga, ich kann ja gegen gute Gegner spielen, ich hab gar nichts dagegen. Aber mich fuckt einfach ab, dass die Gerechtigkeit nicht da ist. Manche spielen random gegen gute Gegner, manche spielen random gegen schlechte Teams, Gegner, egal was. Und das darf nicht sein. Wenn du mal in die Top 100 kommst und du hast gegen 5 Elite-Einspieler gespielt und der andere hat gegen 1 Elite-Einspieler gespielt, das macht einen krassen Unterschied. Und jetzt habe ich mich konzentriert. Ich muss mich kurz konzentrieren. Nicht im Rückstand gehen, Edi Geller. Ich hab gestern wieder 5-mal Dings PSN-Karten über deinen Code geholt. Der hört mich wieder nicht, ne? Guck mal, einmal sag ich. Ich hasse dieses Spiel so krass, Alter. Wie bleibt der da am Ball die ganze Zeit? Ich hab den Ball 3-mal erobert und dann krieg ich niemanden angewählt. Ich wollte Gomez bekommen. Okay, Edi Geller liegt ganz hinten, Freunde. Wir gucken gleich auch mal rein, wenn der Gegner hier nicht quittet oder so. Ich sag nicht in Rückstand, ich gehe in Rückstand. Das ist echt immer das Geilste, Jungs. Ich konzentriere mich erst in Minuten jetzt und dann direkt 3 Sekunden später gegen Pern. Starterpaket. Keine Ahnung. So, wir also mal bei heute ist weiter genauso schlimm wie letzte Woche, ich weiß euch. Ich habe so viel Pech. Achte Minute erst, aber das ist okay. Hey, Ruff. Digga, Ball. Warum nimmt Vera den nicht den Ball ab? Er hat Kopfhörer raus. Ja, ich merke das immer. Man muss immer einmal testen. Ach, ich schrei die ganze Zeit, ihr seht gar nicht mein Gameplay, aber steht eh 10-0. Voll viele haben auch wieder früh verloren diese Weekend-Liga. Payne hat das erste Spiel verloren. Ich habe gesehen, Mirza stand 5-1. Hasso steht 9-1, er steht sonst immer 20-0 oder so. Das ist echt krass. Bei mir steht es 5-0, übrigens, macht gerade hier gerade Kommentator. Muss schon mal von. What the fuck, mein Freund entdeckt, also alte Perverse sagen, es gibt nicht. Ja, gucken wir uns gleich an. Hört sich witzig an. Bin gespannt, wenn es nicht witzig ist, bann ich dich auf meinen Chat. Du hast jetzt Druck, sag nochmal, soll ich angucken oder nicht? Nimmst du diesen Druck an? So ein schlechter Pass. Von ihm, nicht von mir.
Eddie wohl 1-1. Der spoilert uns hier. Oh mein Gott. Mann, Digga, was? Doch nicht 1-1. Oh, R9 hat der. Woher kommt der? Ich habe R9 bei dem Gegner gar nicht gesehen, ne? Ich habe nur Euse und so gesehen. Der spielt sogar Euse über außen. Wie läuft das denn? Oh mein Gott, das war so kacke. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zurückläuft mit ihm. Ha. Hat er gut verteidigt. Ja, der Gegner ist nicht schlecht. Der spawnt ein bisschen, ne? Ja, not bad, aber ich glaube, das Ding gewinnt Eli noch. So 3-1, sage ich. 3-1 oder vielleicht maybe 4-1. Braucht nur ein Tor, wisst ihr, ich glaube gar nicht, wenn man führt oder wenn man, was ein Unterschied ist, wenn man hinten liegt, man ist so voll, man spielt selber nicht mehr so gut und der Gegner ist auf einmal so gehypt und so, lässt ein bisschen mehr den Ball laufen, ist das, fuckt so ab. Bei mir steht 7-0, Halbzeit, aber der Gegner NGO geht quittet nicht. Mbappé. Oh. Payne steht 1-2 und hat seinen Controller gestrottet. Ja, wenn ich 0-1 stehe, will ich auch meinen Controller stoppen, glaube ich. Aber mir hat auch heftig verloren, habe ich geguckt. Von 5 Meter sein Messi, einfach daneben, ne? Messi Totti oder Tots. Boah, ich hätte auch so, ich wäre so ausgetickt. Ich glaube, bei 5-0 hat er verloren. Ich kenne das neue Lied von Bones nicht. Ich kriege niemanden angewählt. Das ist so schlimm. Es ist so schlimm, diese Spielerwechsel. Ich krieg niemanden angewählt, Chat. Neue guck mal, Musik. Guck mal. Hä? Was macht mein Spieler da? Warum grätscht er den um? Mein eigener Spieler. Ja, passiert ein bisschen scheiße. Abdach kein Tor. Mein Gegner hat gequittet. Ich stehe 6-0 jetzt. Guck mal, er quittet nicht bei 6-0. Er quittet erst bei 8-0. Er hatte noch Hoffnung. Ach, es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Hast du Tipico von morgen gemacht? Nee. Ich feiere diese Geisterspiele gar nicht. Vor allem kannst du gar nichts. Du weißt gar nicht, wer gewinnt und wer. So komisch alles, ne? Wie die auch spielen. So anders. Aber für das krasseste Spiel ist, glaube ich, Gladbach gegen Leverkusen. Das ist auch. Ich kann mir echt vorstellen, dass Leverkusen rasiert. Aua! Pfosten. War zwar ein bisschen lucky, wie der Ball immer kam, aber. Bei so Gegnern geht so ein einer mal rein, ne? Das Starterpaket. Ich bin Elias gegen ein Pro, ne? Ich würde sagen, Elite 3 ist der Gegner, so. Würde ich ihn schätzen. Oh! Achso! Oh, scheiße, der wird mich haten. Ich habe gesagt, Mbappé ist der Beste. Aua. Digga, es Aua. Ist... Ey, was passiert da? Was macht denn Mbappé da? Habt ihr sein Tor gesehen? Ich möchte es nur verstehen. Digga, ich kann mir das nicht mehr geben, dieses Spiel. Pusht den alle mal im Chat, schreibt mal alle, pusht dich, dies, das. Ja, die ist bestimmt manchmal rein. Komm, schaff's schon, beruhig dich. Vera, nimm nicht den scheiß Ball ab, Mann. Ich bin genau an ihm dran. RIP, Eli, so ein Fake. Ey. Was da passiert gerade, ist echt krass, aber ich glaube, der gewinnt das trotzdem noch. Der Gegner ist jetzt defensiv nicht so heftig. Hauptsache kein Tor kassieren, das sage ich mal. Solange man nicht 2-0 hinten liegt, ein Tor muss man doch schießen. So. Spiel kann ich 90 Minuten rasieren, also selten.
Passiert schon mal. Ja, für mich auch Mbappé mit Abstand der beste Stürmer, ne? Kann er neuen Prime kommen, ist egal. Nur sein Moment ist vielleicht besser. Mbappé! Da muss ich einfach drehen mit Mbappé die ganze Zeit. Nein. Einfach Rückpass. Mach mal Cam nach unten. Gib mir Pogba. Warum legt er sich nach dem Pass auf den Boden? Why? Die Sache ist, das ist nicht so synchron, ne? Wir machen den mal hier stumm und machen seinen Stream-Dings an. Damit wir nicht gespoilert werden auch. Ich musste schießen, er hat wieder die Mitte zugemacht. Ich hab auf Mbappé gespielt, Mann. Ey, Chat, ich verliere meine Nerven einfach nur. Wie willst du hier vernünftig spielen? Das geht gar nicht. Oh mein Gott, ich stand doch im verkackten Dreckspassweg. Ich kann meine Scheißspieler nicht steuern.
Es geht nicht, Mann. Es geht einfach. Mann, ey, Vieira ist so schlecht. Er hat seit der 20. Minute nicht aufs Tor geschossen. Ich muss hier 4 Tore machen müssen. Digga, Richarlison erste Halbzeit, Mbappé zweimal. Das kann ich, es ist nicht spielbar. Keine Ahnung, ich kann dazu nichts mehr sagen. Es macht mich alle, ohne Witz, es macht mich psychisch krank, das Spiel. Ich übertreibe ja nicht mal. Ihr denkt, ich mache Witze, ich meine das übertrieben ernst. Wie willst du so eine Weekend League beenden? Da habe ich nicht mehr eingespielt. Und dann quittet er. Bitte, bitte, bitte. Digga, die sind dumm. EA ist so dumm. Ich schwöre, wenn ich jetzt falsch gelenkt habe, verlose ich. Ich schwöre auf mein Leben. Ich verlose, wenn ich jetzt falsch gelenkt habe, 100 Euro PSN. Wenn ich jetzt falsch gelenkt habe, verlose ich 100 Euro PSN. Jetzt, sofort. Wohin schießt der Chat? Wohin schießen die? Er hat Abschluss 99 oder so. Ich verstehe es nicht. Das ist Richarlison 5 Sterne Weak Foot. Die müssen rein, die müssen rein. Weil ich alles richtig mache. Das fuckt mich so krass ab.
Und in so einem Spiel, Digga, da verlierst du so ein Spiel fast. Ich war tausendmal besser als er. Der muss nicht rein, der muss auf keinen Fall rein. Natürlich haben die das eine nicht mit drauf gemacht, wo er da auf der Linie klärt und so. Und bei seinem Tor ist da 40 Mal im Zweikampf drin. Wie setzt er sich da durch? Und jetzt kriege ich Upamecano. Der Fabio, dankeschön. Hast gerade gegen EA gewonnen, ja? Das ist... Bitte. Ich möchte euch... Einfach jedes Spiel ist so. Ich kann... Freunde, wir können so die Weekend... Also, selbst wenn wir zu 0 stehen, Freunde, beende ich nicht die WL. Wenn das Gameplay so bleibt, dann tue ich mir das nicht an. Es tut mir leid, aber... Jedes Spiel, ihr seht es selber. Jedes Spiel. Es ist heute nicht machbar. Es ist nicht spielbar. Guck mal bitte, wie sein Tor fällt. Ich zähle jetzt, wie oft ich den Ball erobert habe. Wann fällt es? Damit ich so ein bisschen... Okay, 5. Minute. Wann hat er den Ball? Ab jetzt. Meiner Meinung nach hatte ich ihn 2-mal safe. Hier hatte ich ihn. Hallo? Ja. 1. Gerollt? Nee, ich hasse dieses Spiel. 2. Hey Junge, ich habe das ganze Spiel gesagt, wenn du das Spiel verlierst... Und dann kriege ich Upamecano und nicht Joel Gomez und deswegen laufe ich auch nach unten. Denn Fabio, danke schon für den VIP-Sub. Ach, der redet gerade. Ich dachte, ich gucke gerade noch seinen Stream an. Ich höre dich doch. Ja, aber ich habe dich doppelt gehört. Ich dachte, du hast gerade nicht geredet. Oh. Junge, du hättest... 90 Tor war so einfach, ne? Digga, der war doch auch nicht gut, der Gegner. Ich das sag ist doch, so oft, dass man 90 so den letzten Angriff so richtig schwitzt dann direkt. Digga, hast du gesehen, was Mbappé verkackt hat? Zweimal? Ja, der erste Halbzeit war so schlimm. Boah. Aber warum macht der so? Das ist eigentlich mein Bro. Ich glaube, diese Stars, diese krassen Stars, die mögen dich nicht so. Ja? So Totti Ronaldo und Mbappé und so. Digga, Eusebio war der allererste Ehremann. Guck mal, der muss nicht rein. Niemals. Da regst du dich gar nicht auf. Aber da waren zwei Sachen, wo ich mich echt frage, ob die mich verarschen wollen. Das war so schlimm. Mbappés waren echt krank. Also beide Mbappés. Wo ist das denn? 45. war, glaube ich, eins. Ja, ja. Erstmal hier, okay. Neymar, bisschen bitter. Aber das muss rein. Oh, 5 Sterne. 5 Sterne Weakfoot, Freunde. Aus 6 Metern. Das ist... Bisschen Roboter gerade. Ja. Ich bin Roboter? Ja, ein bisschen. Und jetzt, Chat, haltet euch fest. Glaubt ihr, der geht rein? Junge, ich höre deine PlayStation so krass. Das ist mein PC, warum explodiert der so? Ich glaube, mein Stream geht gleich offline. Oh, mein PC explodiert. Guck mal, der hat seit wann hat er nicht mehr aufs Tor geschossen? Ich weiß gar nicht, wann seine Torschüsse waren. Sowas verlierst du. Sowas verliert man dann eigentlich. Der Gegner mit Gold Militao, boah, ich habe letzte Woche gegen so einen verloren mit Gold Militao. Ich habe das letzte Spiel gesehen. Was sagst du denn letztes Spiel? Der war so ähnlich wie Digga, dein Gegner gerade. Naja, mein Gegner hatte gerade wenigstens R9 und hat ein paar Dragbacks gemacht. Dein Gegner war richtig lost. Aber dein Spiel war auch lost. Ich weiß noch einmal da, wo du reinflankst und Maris nicht schießt. Oder irgendeiner hat nicht geschossen. Mbappé schießt nicht. Ja, das war richtig schlimm. Und dann gegen ja, das war auch richtig schlimm. Nee, Freunde, wir müssen noch weiterspielen. Wir müssen noch ein, zwei Spiele mindestens machen. Das 10. Nein, 10 musst du nicht machen. 10 muss, 10 muss man nicht machen. Muss man safe nicht machen. Wie viele sind denn letzte Woche gekommen, Top 100? Junge, dieses englische Tots Premier League, es war von den Skillpunkten waren es noch nie so viel. Es reichen sogar hier. Digga, letzte Woche bist du mit 2345 reingekommen. Ich hatte, bei meinen hatte ich 2360 oder ich wäre letzte Woche 75er geworden und das ist immer so eigentlich. Das war einfach schlimm bei der Premier League. Ich lese mal ein bisschen was vor, Freunde. Let Goodhars mit 2 Euro. Ich küsse Drostes Oma. Danke für 2 Euro. Ach, stumm mich kurz.
Mbappé, Totti oder Börse? Wenn du Stürmer brauchst, dann ist Totti Mbappé und über außen Tots meine ich natürlich, für Börse da. Und über außen Totti. Jedam Kim mit einem Follow, Arne Blömer mit einem Follow, Christine wieder mit 2 Euro, Fabian Bordeaux mit 2 Euro, African Gangs mit einem Follow, Tim mit einem Follow, Sebastian Schnell mit einem Sub, Moritz mit einem Sub. Dankeschön für die Subs, Freunde. Könnt gerne alle ein Like auf dem Stream da lassen. Ich quäl mich hier wirklich für euch, aber würde auch aufhören. Also, das ist schlimm gerade, Chat. Es ist schlimm. Gute Nacht, Eli, der Herrkopf. Es ist... Es ist ganz, ganz schlimm. Ich bin am Verzweifeln auch. Ihr seht es, ne? Ey, wir haben nur 6 Spiele gemacht, Chat. 3 waren einfach pure Verarschung. Und es liegt nicht an mir. Man sagt ja immer, oh, es liegt natürlich an mir, weil ich mich aufrege dann. Aber ihr seht es, ich gebe es richtig ein. Das waren jetzt 3 Spiele. Das ist geskriptet hoch 10, dieses Spiel. Ich schwöre es euch. Es ist nicht mehr normal. Ich bin voll am Ende mit meinen Nerven. 3 Spiele für das Best-of. Digga, ja, ich schwöre, Atta, du hast jetzt 3 sensationelle Spiele für das Best-of. Edi Dalgisch, Butra oder Richarlison Tots? Richarlison, safe, Digga. Safe, Richarlison. It's Nigo mit einem Follow. Plus MTB mit einem Follow. PewDiePie mit einem Follow. Ich lese alles vor. Christine wieder mit 2 Euro. Leon Wiesenke mit 2 Euro. Kannst du Aria grüßen? Aria, ich grüße dich. Aria Stark. Die allererste. Die hat mich immer voll aufgeregt bei Game of Thrones. Arya Stark hat mich immer voll aufgeregt. Das hat gar keinen Sinn gerade. Twitch wartet. Guck mal hier, Digga, das ist was? Ich habe eine Frage an EA Sports. Erste Frage, was ist dieses rechte, rechts unten da? Was soll denn das für ein großes... Warum? Was ist denn da los? Und guckt euch diesen Rang an, den ich abgeschlossen habe. Digga, den Rang, ja... Gut, Bran, ja stimmt, Bran war auch schlimm. Ich bin der dreijährige Rabe, halt's Maul, Digga. Ich bin der dreijährige Rabe. Also, ich sage es jetzt einfach mal. EA Sports, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt mit dem Spiel FIFA 20, aber da läuft irgendwas komplett in die falsche Richtung. Das ist einfach nur konstruktive Kritik jetzt mal. Ne, das ist zu lange. Ich weiß nicht, was heute los ist mit dem Spiel, Freunde, aber... Da ist irgendwas faul. Also ich sag's euch, alle, die bei mir im Stream dabei sind, sehen, was hier passiert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich weiß nicht, was dieses ganze Spiel ist. Das ist schlimmer als letzte WL, Freunde. Das ist schlimmer als letzte WL. Ich schwör's euch. Bin nicht verrückt. Versuche, dein Chakra zu konzentrieren. Eli, soll ich weiterspielen? Ich stehe 5-3. Spiel auf Gold 3 kommen sowieso die besten Rewards. Das ist eine gute Idee. Das ist der Sonnenschein für gute Laune. Ah ja, gute Story. Digga, das ist doch... Das, ihr seht's ja selber. Ich bin nicht verrückt geworden. Ich bin nicht verrückt geworden. Ob wir da noch FIFA 20 spielen, weiß ich nicht. Was man denn? Muss sagen, FIFA hält sich gerade richtig gut, ne? Also, ja, für die ist komisch. Eigentlich, sonst war es immer viel früher tot. Es war tot und dann hat Tod ein bisschen hochgebracht. Und dann war nach Tod so krank weg. Aber jetzt, echt, das ist krass. Digga, es gab auch Zeiten, so FIFA 16, da war das so nach dem Totti schon richtig im Arsch. Ja. Ist echt heftig. Nee. Wie willst du die einfach... Mitten im Satz rein und denkst, ah, hast du gut reingekommen. Na, ich hab grad entstummt. Nee, Moritz, das hat keinen Sinn. Ich weiß, es ist genauso wie letzte Woche. Letzte Woche habe ich auch so gedacht und dann habe ich verloren. Das kannst du nicht machen gerade. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist nicht machbar. Niklas Wilson, danke für deinen Sub. Tut mir leid. Oh, da sind die 5 verschenken. Digga, ich... Twitch ist schon echt, wir haben ja schon darüber geredet, Digga. Twitch ist schon verlockend.
Dass man bei YouTube nicht Gift zappen kann, dass man bei YouTube nicht vernünftig raiden kann, das ist so komisch, Digga, das ist so komisch. Guckst du auch selber YouTube? Warum macht das YouTube nicht? Die können doch damit selber voll viel Geld verdienen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Vielleicht haben die Patente dafür oder so. Meine Lieblings-YouTuber-Freunde, ich gucke voll viel YouTube, muss ich sagen, mittlerweile. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber FIFA, YouTube gar nicht, 0% fast eigentlich. Da gucke ich mir immer nur die SBBs so kurz und knackig mit mir an. Aber so anders, also ich überprüfe das immer, aber ohne Witz, ich gucke mir gar keine, guckst du dir FIFA-Videos an? Nein. Nee, das, ich weiß gar nicht. Letztens, also dieses Dings habe ich geguckt, ja, wie heißt das Turnier? Das YouTuber-Turnier, das habe ich letztens geguckt. Ne? United, ja, United habe ich auch geguckt. Niklas Wilson, danke für die 5 verschenkten Subs, aber ja, die waren jetzt auch nicht so irre. Ich habe gestern im Stream bei dem Scribble gewonnen, 1-1. Auch Fußballprofi, Jungs. YouTube lebt hinter Mond, ist echt so Mond. Bedanke dich bei Zitz, dein Meister. Ja, ich habe bei dir ein bisschen Scribble gelernt, bin heftig geworden. Also ich gucke viel InScope, muss ich sagen, unsympathisch gucke ich, Monte gucke ich. Ich muss sagen, die ist unsympathisch, ist wirklich unsympathisch. Ich finde das nur, also ich habe es 3-4 Mal geguckt, ich kann diese Videos nicht angucken. Ja. Ich check dieses Bitch-Lachen-Challenge, das muss ja trotzdem witzig sein, dass du nicht lachst, aber du lachst halt nie und der Typ reagiert auch nicht cool, ich feier das gar nicht, ne? Ja, ich find seine Art sehr witzig. Den juckt es halt gar nicht, so was der... Ich mag die anderen Videos, der versucht nicht lustig zu sein, weißt du? Er versucht nicht lustig zu sein, sowas mag ich. An sich. Also dieses, das ist ja das Bekannteste bei dem, ne? Die ist nicht lachen, glaube ich. Aber diese anderen finde ich witziger, diese andere Wort dafür finden und so, die sind ganz geil. Hast du die Basics gemacht? Karl S., Digga, habe ich mir früher so oft angeguckt, seine Fitnessvideos. Was gucke ich mir denn noch so an? Ich gucke mir, ihr könnt mich jetzt verurteilen, aber ich gucke mir also voll viele, beim Essen gucke ich mir auch voll oft, also meistens die Crew und richtiger Kevin an, aber ich gucke mir auch so voll viele Kochdinger an. Was das beste Steak der Welt und immer diese Galileo-Reportagen und sowas. Und Dokus gucke ich auch ganz, ganz viel auf YouTube. Voll oft auch, also ich gucke immer alte Sachen viel, ne? Also auch alte Fußballspiele ja, und so. Ja. Und, Schlag den Raab, gucke ich auch oft. Diese geilen Spiele damals. Mhm. Also Dokus gucke ich ganz, ganz viele. Wow. Kochvideos um 3 Uhr nachts beste. Ich bin KLS von The Mount Everest. Luke mit einem Sub. Dankeschön für deinen Sub, Luke. Galileo besser. Ich mag das immer voll bei Jumbo. Die 5 besten Foodtrends und so aus Amerika. Sowas mag ich immer. Wenn Jumbo dann dahin fährt und das alles testet, feiere ich immer. Aber so muss ich sagen, so Lifestyle sonst. Was guckt ihr denn so, Chat? Was guckt denn ihr noch so? Außer Illegala. Moauba, ne? Ja. Moauba. Ne, es ist aber oft so, Fußballerfreunde gucken auch nicht so viel Fußball. Man möchte so ein bisschen Abstand haben. Bei mir dreht sich alles um FIFA, um YouTube. Also an sich dreht sich alles um FIFA. Und Junge, ich war 1,5 Jahre Profi, ich wusste nicht, wer Ernährung zu sind. Also es dreht sich alles um FIFA bei mir und deswegen bin ich froh, wenn ich irgendwann mal Pause habe. Also gucke ich mir in der Freizeit nie FIFA-Videos an. Nie, wirklich nie. Am Anfang gucke ich mir mal an, beste Formation und so, individuelle Taktiken, immer von Sakul. Und dann war es das eigentlich. Sakul, ich sag dir ehrlich, Mo, der Typ, der hat ein Rad ab. Er spielt mit 3 Accounts die Weekend League und er spielt mit jedem Account und die Top 100. Ich gucke ihn an, Digga, ich bin fertig mit Weekend League, voll im Arsch. Bei mir eine einzige Weekend League, ich bin nervlich am Ende. Ich gucke mir so am Abend noch so Streams an, als 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Ich gucke, sag cool. Da steht mit 3 Accounts 20-0. Er ist noch so voll lebendig, ihn juckt gar nicht so. Er spielt noch komplett. Also ja, also wir haben noch 7 Stunden und ich denke, wir sind dann auch schon so um 8 Uhr morgens fertig. Ich hoffe, dass wir dann mit allen 3 Accounts in der Top 100 sind. Ich gucke ihn an, Digga, ich war kurz davor, ich habe meinen Nervenzusammenbruch bekommen. Junge, der hat einmal 3-0, 3-0, 29-1 geholt. Ja? 28-0 verloren. Ey, der kann sich, der hat so eine Fehlfunktion in seinem Gehirn. Der kann sich, ohne Witz, der kann sich 24 Stunden lang konzentrieren. Es gibt auch immer so Fehlfunktionen manchmal. So, manche haben keinen Geruchssinn oder manche haben keinen Geschmackssinn. Die können nicht sauer schmecken und sowas. Bei ihm, er kann sich einfach durchgehen und ununterbrochen kann er sich erinnern. Konzentrieren.
Junge, ich spiele 7 Spiele, mein Kopf ist kaputt. Digga, ich spiele 6 Spiele, ich bin im Prinzip gerade im Full Draft. Letzte Woche hatte meine Schwester Geburtstag sonntags, ich musste so von 19 bis 22 Uhr fertig werden, hatte noch so 16 Spiele oder so. Boah, Junge, ich habe danach nicht mehr, ich konnte danach nicht mehr lachen. Das ist richtig krass, Chat. Ich habe hab 16 Spiele gemacht, voll geschwitzt, damit alles schnell fertig geht, ich verliere bei 29-0. Das ist wirklich eine Fehlfunktion. Sakul, ohne Witz, ich finde, gegen Casual Gamer, Sakul ist ganz, ganz, das ist so wie Agge Rosenmeier früher. Kennst du? Der hat immer 3-0 geholt, ich schwör's dir. Aber der spielt auch gar kein FIFA mehr, ne? Agge? Nee, ich glaube, der wird bald Coach sein. Was wird der? Ich glaube, der wird Coach und ein bisschen interviewen, ein bisschen bei EA arbeiten. Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann ja perfekt Englisch, ne? Alle denen, ich weiß nicht warum, die können alle perfekt Englisch. Halt. Ich glaube, die haben kennst Englisch diesen, kennst du diesen, wie heißt der? Night? Dr. Nightwatch? Der kann 8 Sprachen. Der kann 14 Sprachen, ja. Ich höre. Das ist so schlimm. Das ist unglaublich gewesen. Ich habe den in Manchester kennengelernt, der war direkt neben mir. Der unterhält sich so mit mir. Dann kommt so irgendein Franzose. Genau, dann kommt ein Spanier, erzählen. Digga. Der kann einfach jede Sprache, Chat. Der kann 6 Sprachen oder so, kein Witz. Der kann. Und nicht so kleine Sprachen, der kann Deutsch, der kann Französisch, der kann Englisch, der kann Spanisch, der kann alles. Junge, der kommt zu mir, der sagt, ey, hi, wie geht's? Ich so, hi. Also, weil wir waren ja nur Deutsche früher in Turnieren. Ich so, ja. Und wer heißt du? Das ist Nightwatch. Ach so, noch ein Deutscher, wusste ich gar nicht. Das ist Rumänien, ich bin Bulgarien. Ja, Bulgarien. Rumänien, Bulgarien, sowas. Oder, der redet so perfekt, der kann besser Deutsch als ich. Ich schwöre, er redet perfekt Deutsch, er redet alles perfekt. Er war nur ein Jahr hier in der Uni oder so. Und dann kommt so ein Rocky und Franzosen, er kann perfekt Französisch. Ey, das ist zu krass. Und sein Englisch ist ja auch besser als Engländer, so. Das ist voll krass, der Typ. Das ist so geil, dass Arnold gut schießen kann, ne? Der macht bei mir so viele Tore. Enge Raute, einfach nach vorne schicken. Hast du mit dem Englisch gesprochen? Nee, Deutsch. Der kann Deutsch. Und kann Chat, Deutsch, der kann besser Deutsch als wir. Das, ihr müsst euch das mal überlegen, der kann Deutsch. Deutsch ist ja übertrieben schwer für einen Ausländer. Ich kann nicht mehr Deutsch. Ich kann gar keine Sprache. Ich kann kein Deutsch, ich kann kein Englisch, ich kann nichts. Und der kann einfach... Der kann auch Französisch und so und Spanisch und Deutsch und Englisch und Bulgarisch oder Rumänisch, keine Ahnung, was die da reden. Ach, Sprachen, perfekt. Es gibt halt so Menschen, die auch Talent einfach dafür ja, haben. Ja, Digga, ist auch eine Fehlfunktion. Ich kann halt so 3 Sprachen perfekt, so Englisch, Deutsch und so, aber er kann halt 8, ne? Ja. Da musst du übertrieben intelligent dafür sein. Edi Geller hat sich 295 Mal versprochen seit dem 2.4. Ehre. 295 Mal. Ich habe gestern auch ein Video von Özil gesehen, so, dass er 5 Interviews geführt hat, aber der kann 5 Sprachen, aber keine eigentlich gut. Edi kann so gut Deutsch, als wäre er. Was war denn das? Edi kann so gut Deutsch, als wäre er vor einem Jahr auf dem Schlauchboot hergekommen. Englisch perfekt, Monte kann ja. Auch perfekt Türkisch. Mesut Abel. Ey, hast du das gewusst, was bei. Karius war ja heute im Stream und dann hat da so einer hat gefragt, ja, warum, wieso, was ist passiert bei Besiktas, wieso ging das da so feindlich auseinander und so, oder irgendwas ist da ja passiert. Da hat er gesagt, ja, ich möchte jetzt nicht darüber reden und so, man kann ja nachgucken. Ich hab mich so gewundert, ich hab's gar nicht mitbekommen. Weißt du, was da passiert ist? Die haben den einfach nicht bezahlt. Oder zum Teil nicht bezahlt, weil der nicht gespielt hat. Was? Ja, der war verletzt oder so oder hat nicht gespielt und dann haben die einfach nicht sein Geld überwiesen. Irgendwie sowas. Keine Ahnung, was genau passiert. Der hat kein Geld bekommen, ja genau. Voll krass. Und die haben dann gesagt, ja, wir bezahlen niemanden, der nicht spielt oder so. Irgendwie sowas steht da. Immer, also die denken, die können machen, was die wollen. Immer haben diese Ausländer. Ja, haben mehrere in der Türkei gemacht, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das zu 100% stimmt. Ja, Angaben ohne Gewähr. Türkei ist oft so. Ja, aber ist schon krass. Die Türkei ist ja noch ein bisschen, weißt du, ein bisschen europäisch und so. Frag mal, was in Libanon abgeht, da denkst du, da bekommt einer Geld, wenn er Scheiße macht. Ja, okay, aber das ist Besiktas. Ja, deswegen. Aber da gibt es so oft Probleme, auch mit den Kleineren und so. Mehrere Spieler bei Besiktas, das ist krass. Über wen redet Eli? Über Loris Karius. Hat er eigentlich über Champions League-Finale geredet? Hast? Ja. Er hat gesagt, immer noch die Erinnerung. Ja, genau. Dass es ja auch bewiesen wurde und sowas und dass man das halt nachgucken kann und dass er aber es leid ist, irgendwie das einzuerzählen und
dass er keinen Bock da hat, darüber zu reden. Ja, Digga, kann ich aber auch verstehen, Digga. Ey, Bruder, wenn er Gehnische drum hat, dann sagt man, ich muss raus, fertig, seine Schuld. Wenn er drin bleibt, dann muss er liefern. Fertig. Ja. Für mich gibt's keine Ausreden, halt. Diese Fehler, die waren ja auch. Oder diese Fehler waren ja auch von andere Leben, ne? Solche Fehler wird es niemals geben. Aber ich fand das bei Benzema, ich schwör's dir, das kann mal passieren so. Weißt du, was ich meine? Nein, Bruder, also, hast du das mal gesehen? Im Finale auch ja, noch? Ja, aber ich meine, das ist Mensch, mehr, das ist so. Fehler, guck mal, erneuern. Ich fand Bale war auch menschlich, aber Benzema, boah. Die konnten ihn nicht bezahlen, weil die türkischen Clubs Probleme mit Geld haben. Andere Spieler haben auf einen Teil verzichtet, Karius nicht. Achso. Also wie gesagt, ich habe da keine genaue Ahnung. Ich habe das nur nachgeguckt und dann stand da halt drin, dass die ihn irgendwie nicht oder nicht alles überwiesen haben oder gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Und dass dann halt irgendwie jemand gesagt hat, dass es daran liegt, weil die, weil er nicht gespielt hat. Gibst du mir recht, Niklas? Auch Fußballprofi. Gibst du mir recht, wenn er sagt, er will spielen, der wird weiter zocken, dann recht. Karius wollte, glaube ich, sogar raus, hat mein Mod geschrieben. Ja. Sagst aber du Humbug? Auch wenn, Bruder, ich sag dir so, wenn es nicht stimmt, ist das die babberste Ausrede der Geschichte, ne? Einfach so die Gehirnerschütterung sagen. Mhm. Ah, das war auch noch so blamage, das Finale mit Salah verletzt und so. Was passiert da? Was passiert da? Wie viel steht's? 6-3. Safe call, wenn du auf Platz bist, musst du liefern. Nachher noch ausreden, sind Quatsch. Junge, wegen deiner Aussage fast Tor kassiert. Schreib nichts mehr. Gönne schon doch. Arnold einfach zwei Tore, ne? Der ist so torgefährlich. Ach, Freunde. Ich finde, weißt du, wisst ihr, was ich nicht gut fand? Das ist jetzt abgesehen davon, ob man jetzt eine Gehirnerschütterung hatte oder nicht, Digga. Du kannst niemanden, you never walk alone, Liverpool, hier und da. Habt ihr gesehen, was da teilweise Leute geschrieben haben? Der hat Nachrichten bekommen, teilweise, wo du dich fragst. Was haben die geschrieben? Ja, so, keine Ahnung, dass sie den umbringen wollen und sowas. Okay. Das ist voll schlimm. Das ist normal. Das haben auch, glaube ich, nicht nur Liverpools Fans geschrieben, ne? Auch alle einfach. Ja, ja, aber so richtig krass. Da wurde ja, ich habe ein paar Screenshots so gesehen, wurde das direkt nach dem Spiel, da hat irgendjemand hat es mal so gepostet, You Never Walk Alone, so als Verarschung mit diesem SpongeBob-Meme. Weißt du, was ich meine? In diesem komischen Groß- und Kleinbuchstaben, You Never Walk Alone, und dann halt die Screenshots dazu, und da haben die Sachen geschrieben. Ganz, ganz kranke Scheiße. Ja. Don John, ja. Ja, der ist eigentlich gar nicht mal, der ist echt nicht so schlecht, ne? Und wenn du im Finale verkackst vor 1 Milliarde Zuschauer, ist halt scheiße. Man wusste direkt Karriere ein bisschen am Arsch jetzt. Ja, aber. Das ist auch, wenn du gehypt wirst, geht's ganz schnell, aber wenn du sowas machst, geht's auch. Ja. Trotzdem hat der Hammer Frau. Ja, der da. Ja. Der Carlos ist ja auch ein böser Playboy. Der ist ein ganz böser Playboy, nur Homo. Ey. Aber das war krass, Bruder. Der macht diesen Fehler. Ein Monat später macht er, hast du dieses Pool-Video gesehen oder so? Nee. Hat er Fehler gemacht und danach Pool-Video gepostet? Der hat so ein Pool-Video wieder, so wie so ein Model rumläuft und so. Oh, das war so Fremdscham. Digga, aber der ist ein ganz, ganz brutaler Playboy. Hoffentlich finde ich das. Mies schöner Mann, ne Homo. Ja, der ist wirklich ein Playboy. Der ist groß, der hat Tattoos, der ist blond, der hat blaue Augen und so. Der hat schon richtig viele, oder der könnte sehr viele Chicks auf jeden Fall haben. Fußballprofi. Aber der hat eine Frau. Aber er ist schon ein Playboy, nur Homo. Wie läuft Weekend League? Bis jetzt kein einziger guter Gegner, ne? 8-0, aber es war ein erster Gegner, war ein bisschen knapp. Aber da war ich auch lost. Ich glaube, wenn du Fußballer bist und Playboy, du hast alles erreicht, Alter. Ja. Ich denke, er ist auch noch Torwart. Da ist man groß und so. Also, dass es besser geht. Weißt du, wer auch ein Playboy ist? Kevin Trapp. Kevin Trapp ist auch ein Playboy. Der Feier ist Kevin Trapp. Krank.
Er hat oder hatte Pamela Reif als Freundin, oder? Wirklich? Ich hab keine Ahnung. Birki ist auch also, selber. Also wenn ich Birki und Samstagabend Zeit hätte, ja. Birki so vom Ding, so ein richtiger Schweizer netter Typ. Birki? Suarez ist auch ein Playboy. Aber ich glaube, Suarez juckt es gar nicht. Freunde, ich habe irgendwie im Gefühl, wir müssen noch ein Spiel mindestens machen. Ich glaube ehrlich, das juckt geil. Denkst du, Tevez juckt das, wie der aussieht oder so? Nein, Digga, die juckt es gar nicht. Ja. Mich würde es auch nicht interessieren. Such mal kurz nicht. Lass mal gleich, so ein Duell wäre jetzt schon nice, Alter. Ach, fick nicht mein Kopf. Was sagt ihr, stellst du ein Duell Eli gegen Mo in Weekend League? Nerv ich mal nicht. Wir schalten uns auf den Playboy. Wir finden uns safe, Junge. Sag mir, wann ich suchen kann. Mann, aber sein Team gefällt mir. Guck mal, der Name Drex EA. Sein Team heißt Drex EA. Ich glaube, das ist ein Fan von dir. Mann, Digga, der hat Son, der hat Salah, der hat Reus, Tots, Boateng, Eder Militao, alle haben krasse Teams. Ich sag dir, das einer von den Abonnenten. Dreck. Dieser scheiß Hai. Also wenn wir jetzt verlieren, Freunde, dann ohne Witz, dann hasse ich mich so krass. Warte ganz kurz. Ich habe zu lange gesucht, jetzt keinen Bock auf so einen Artie Griechmann, der jetzt zu Hause war. Ich dachte kurz, ich spiele gegen mich selber bei dem Teamnamen. Mit Deutschland-Logo. Ein Deutscher auch noch. Frau? Wirklich Frau, habe ich noch nie gesehen. Einfach nicht in Rückstand gehen. Immer wenn ich das sage, gehe ich in Rückstand. Boah, das sieht sehr verölt aus. Ich dachte, wenn du so ein Piqué auf mit Fußballer und Baba, kriegt einfach so einen Shakira. Was ist das denn, Alter? So easy. Einfach Shakira, weißt du, so weltberühmt. Die Jungs, erinnert ihr euch noch an Pipiza, den Ballermann sein Tor? Der Arme hat uns den Augen gestochen. Das war echt Legende, ne? Das war Anfangszeit, wo ich Fußball geguckt habe. Kira war auch Legende damals mit langer Hose. Oh mein Gott, Alter, es fängt schon wieder an. Ich gehe in Food Draft, alles funktioniert. Ich gehe hier rein, er moved den Torwart falsch. Er hat den Torwart falsch gestellt. Er geht trotzdem nicht rein. Ramos Frau saß neben mir bei dieser Gala, neben Stylo saß die. Die ist aber ein bisschen älter auch, die sieht echt schon alt aus. Das ist unglaublich. Heselinger, Respekt, also er geht. Jener Frommes Frame. Jener Frommes. Das krasse ist, ich hab, Oxlade Chamberlain ist ja dieses TikTok-Video voll berühmt. Boah, die hat ja Haare wie meine Schwester, diese Jener Frommes, auch zu viele. Oxlade Chamberlain ist das größte Matchmaking der ganzen Welt und ich krieg diesen verkackten Drecksball nicht. Rotes Time Finish. Oxlades Freund ist einfach berühmter als er. Wäre der reingegangen, Salah, rotes Time Finish, 2 oder 3 Sterne Week vor, der hätte ich gequittet. Wäre ich gequittet. Ist gut drauf, glaube ich. Ja. Liegt er hinten wieder oder warum heult er so? Müsste eigentlich hinten liegen, ne? Sonst schlage ich den. Wenn hinten liegt, alles okay, wenn nicht, dann gehe ich raus aus Discord. Geiler Trick. Wie heißt das Lied? Ah, keine Ahnung. Ich brauche mal so ein Ding. Ich mache das für nächsten Stream fertig. Das ist bestimmt ganz easy einzublenden, welches Lied ich gerade höre. Nicht aufregen, Freunde. Das sagt sich so einfach. Ja, das sagt sich so einfach, ja. Dieses nicht aufregen. Ja, ich höre ja auch eine Heulsuse, wenn ich in die Liga habe. Das ist gut. Aber Eli, manchmal, ich denke, der liegt hinten, der führt 3-0. Das war's. Ich könnte schon wieder ausrasten, dass ich in 7 Spielen gegen 3 Öler spiele. Ist ja nicht mal so, dass die haben ja nicht nur gute Teams, die sind auch noch gut. Das ist ja das Allerschlimmste an der Sache. Wenn die nicht gut wären, würde es mich nicht jucken. Hä? Junge, wie steht der? Der liegt einzeln. Der hat seinen scheiß Torwart falsch gesteuert.
Van Dijk ist da. Sorry, keine Chance. So, jetzt habe ich Platz. Ja, klar. Ja, jetzt macht ein paar lose Sachen. Was passiert hier? Ja, der hat den so erwürgt, ne? CR7. Ich weiß immer gar nicht, was ich bei Ecken machen soll. CR7, Frau hat doch immer Model, ne? Ich glaube, die macht keine Kinder, oder? Der hat immer eine Leihmutter, oder? Bin ich lost. Manche sehen ja nach so einem Kind auch wie ein Husten. Anders dann. Hä? Lul? Was war das denn von Mbappé? Danke für deinen zweiten Monat, aber Ronaldo hat schon mal eine Leihmutter, oder? Also das ist vielleicht das erste oder so? Gar nichts? Nix? Ich hab da schon mal was. Nein? Kommt schon. Einer besteht, wenn ich. Scheiß drauf, sag einfach einer zu mir, du hast recht, einfach so, damit ich mich ein bisschen fühle. Erste, ja. Okay, ich mehr glaub, will ich nicht verstanden, dass er hinten liegt mit so, zweiter Abstand. Ja, mach mal, Digga, mach mal. Christine nochmal mit 1,74. Ich würde sagen, so die Familien von so Fußballern. Danke, Christine, so für 1,74. Die sollte man auch eigentlich, die sollte jeder gar nicht jucken. So. Einfach gucken, was er so macht. Fußballer richtig das. Aber. Es gibt voll viele Verstecken auf die Familien krass, so, ne? Bei manchen weißt du gar nicht, wie die aussehen und so, die Frauen. Digga, er mit seinem scheiß roten Time finish die ganze Zeit. Was, führt Ili jetzt schon 3-3? Genau, so wollte ich sagen. Merkt man direkt an seiner Laune. Aber so geht es, glaube ich, jedem. Oh, das funktioniert, wäre gut. Zwei Menschen, einmal die hinten liegen, einmal die führen. Lässt ja das Gefühl meines Skills, die klappen. Also manchmal, die nehmen die gar nicht an. Ich weiß nicht, ob ich skillen kann. Das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Digga, ich lese die ganzen Spenden gleich vor, Leute. Ich lese die ganzen Spenden ja, gleich vor. Auch meine Digga, Christine ist so ein Gönjamin. Ich weiß nicht, ob es... Mädchen ist es, glaube ich. Christine. Höchstwahrscheinlich ein Mädchen. Christine nochmal mit 1,50. Lul. Ich schließe meine auch gleich vor, meine ganze Vielleicht Station. Will sie mich kaufen. Nicht zu viele, aber auch. Ne? So viele kann ich auch nicht vorlesen. Ich weiß nicht, wer mein Gegner verarscht hat. Guck mal, Mandy, guck mal. Boom. 1,18 Wendigkeit, yo. Der Sohn von Ronaldo hat krass Talent. Der geht richtig rutschen im Öl. Viele haben Talent, richtig, ne? Richtig eingeölt. Hätte der den Fekir reingemacht, 2-0 mit Fekir. Die Jungs haben auch einen krassen Vorteil. Kinder von Stars haben so einen krassen Vorteil. Nee. Die kriegen direkt Probetraining bei dem Verein und so. Und die werden auch einfach sofort... Mensch, scheiß. Hallo? Hallo? Ja. Lockdown 2 draußen. Hat der gequittet oder was? Nö, steht 4-1 und der spielt die ganze Zeit hinten rum. Dominik mit 2 Euro, sonst so 18 Münzen, jetzt stehe ich 9-9. 9-9, okay. Philipp Möller, danke für deinen Sub. Christine nochmal mit 1,33. Ey, Christine, wie geht's dir? Komm mal auf die Sonne. Digga, sie spendet die ganze Zeit. Ey, ich spende ihren Namen, was ist das? Ja, Red Apple bei mir abgelöst. Was ist denn bei dir Top-Spende von allen? Ja, bei mir ist ein bisschen fake, ein bisschen wegen dieser. Ach so, ja. In diesen Spendestreams sind alle, ne? Manche 1500 und so. Und so normal? Ich glaube, Red Devil ist so 250 Euro. Einmalig 250? Ja. Boah, ist schon hart. Oder der hat auch in dem gleichen Monat 300 Subs verschenkt oder so, ne? Das sind über 1000 Euro. Boah, das ist krass. Ich glaube, da ist jemand verliebt in mich, Alter. Sam Bayer, Dankeschön. Was? Dankeschön. Lul, werde ich machen, aber das ist nicht so einfach. Ich war so quirlig, deswegen ist es unmöglich, das hier zu sehen. Einer fragt, ob du noch Packs von Zuschauern öffnest. Ich? Nee. Also heute nicht mehr. Waren diese Tots-Packs, die waren Müll in Bundesliga, ne? Einer da? Junge, das war unglaublich. Ich habe alle gezogen. Lewandowski. Aus dem einen am Trade, ne? Ach so, dieses Garantierte. Ja, ja. Ja, da wurde Lewandowski aber auch gezogen.
Ich habe immer Hakimi gesehen, immer. Ja, Hakimi wurde auch oft. Lewandowski wurde aber auch am Ende. Lewandowski, Gnabry, weiß nicht, ich glaube. Boah, ich finde Sancho am meisten. Glaube ich auch. Sancho oder Davis. Bist der beste Zieldurchschnitt mit L. Grüß mal Aaron. Aaron, ich grüße dich. Dankeschön für 5 Euro. Aaron, ich grüße dich auch mal. Danke für 5 Euro. Edi, was ist deine Top-Spende? Meine Top-Spende, glaube ich, normal ist 110 Euro. 110, glaube ich. Aber ich habe schon, ich habe viele, die mir schon mal 100 gespendet haben. Ich hab auch 111 Euro gespendet. Ja, stimmt. Aber war auch im Stream, oder? War das ein Spendenstream? Ja. Ich hab dir auch 100 oder 50? 50 oder 100 ja, habe ich dir gewonnen. 50 hast du verloren. Ja. Scheiß Scrabble, Digga. Ihr scheiß Scrabble. Schummler. Ihr scheiß Drecksschummler, ich schwöre. Ich bin gut geworden hier. Komm gleich 1 gegen 1 auf 5 Subs. Jordan war Topspende bei diesem Ding. Der hat 2000 Euro gespendet. Jordan hat wieder Portemonnaie aufgemacht. Junge, so wichtig. Jordan, weißt du, wie der Typ immer reinbuttert, wenn FIFA rauskommt? Für FIFA 21 mit meinem Code VGO. Weißt du, was da passieren wird? So wichtig. Ich sag allen Profis von der Hertha, die zocken doch alle. Allen Profis, die sollen meinen Code benutzen. Gib mir die Hälfte von deinen anderen, dann benutze ich auch deinen Code. Sonst gehe ich zu Teasing. Ja. Richarlison holt sich jetzt hier mit meinem Code. Junge, ich bin der erste. Guck mal, ich putte ja auch Dings rein oder so, 10.000 oder so, ne? Ja, ich weiß, und es gibt keinen E-Sportler, der so einen Code eigentlich hat, oder nicht? Prones, oder? Hat der so einen Code? Aber nicht bei VGO. VGO ist ja so sehr bekannt. Ich glaube, ich bin der. Der Aldi. Ja. Ich glaube, bei VGO bin ich der einzige E-Sportler. Ah ja, mit Pipe Crew. Das heißt, ich habe auch so hier ganz Rabona, Digga. Jeder E-Sportler von Rabona, ich sag euch allen: Megabit, du, Stylo, ihr könnt richtig schön mit meinem Code absahnen, erstmal die wie ganze Zeit. Wir machen einen Deal und dann geht's. Sonst habe ich Tizi schon versprochen. Das sind meine Bros. Ich habe gestern erst 5x50, glaube ich. Mit meinem Code? Nein, wa? Ja. Hast du meinen Code benutzt? Ja, 5x50, 5x20. Hast du meinen Code benutzt? Ja, klar, in die Kappa. Ehre, Mann. Ja, Code benutzen, Chat. Mach nicht diesen Bo. Jordan war so lost, Digga. Jordan hat 120.000 FIFA-Points aufgeladen. Ohne meinen Code, er hat vergessen. Der Knecht. Dann hat er nochmal aber 1.000 Euro aufgeladen. Dann mit meinem Code. Warum? Also hat er sein Team gelöscht und dann jetzt neu gemacht? Digga, er hat keine Ahnung, er hat fünf, also weit über einen fünfstelligen Betrag. Also einen hohen fünfstelligen Betrag reingeknallt. Dann hat er sein Team gelöscht, weil er keinen Bock hatte. Dann hat er vor 2 Wochen wieder neu aufgemacht, weil Corona war und der Langeweile hatte. Und dann hat er da wieder ein paar Tauris reingesteckt und hat es, glaube ich, seitdem aber auch nicht mehr angefasst. Und 99er Karte auch weg, ne? 99er auch weg. Junge, gib mir die Coins! Wenn er Bock hat auf Packs aufmachen, ne, der kann einfach meinen Account nehmen, das ist auch das Feeling. Ich glaube, ich schwöre, der feiert die Packs aufmachen mehr als das Spiel, ne? Ja, ist ja auch so. Das machen, glaube ich, alle. Alle feiern Packs aufmachen mehr. Oder ich weiß es dabei. Ist ein bisschen. Ja, ist voll anstrengend immer, wenn Release-Woche ist, diese scheiß 7,5k Packs die ganze Zeit aufzumachen. Ja, ja, das ist so deprimierend. 100k-Sets pro. Das ist so deprimierend, Freunde. Das ist Langeweile. Du öffnest 3-4 Stunden, du kriegst kein Walkout. Ich habe eine Liste geführt, Digga. Ich habe alle 15.000 FIFA-Points im Schnitt, hatte ich einen Walkout. Alle 15.000. Und dann war das sowas wie Verratti oder so. Ich habe auch immer richtig Bock, Packs aufzumachen. Ich denke immer, boah, wie geil das wird jetzt nächsten Monat und so, wenn FIFA rauskommt. Aber ihr glaubt gar nicht, wie schlecht gelaunt ihr seid, wenn ihr so nach 1.000 Euro 2 Walkouts habt oder so. Ne, das ist so krass. Das ne? ist wirklich, das ist aber kein Witz, das ist wirklich so. Man, das hat nichts mit arrogant oder so zu tun, das ist einfach, das ist schlimm, Katastrophe. Das ist wirklich schlimm. EA Sports Vancouver Canada holt sich was bei VGO für 200 Euro. Ja, ihr sagt ja, wenn ich jetzt kein Pro mehr will, ich sag ja immer, dann will ich nicht so viel reinstecken. Ich auch nicht, Digga, ich würde da gar nichts reinstecken. Ich hab ja so ein Limit, wofür ich E-Sports dann habe und der Rest ist freiwillig, dies, das.
Digga, ich hab freiwillig dieses Jahr 2.000 reingesteckt und das ist für E-Sport-Verhältnisse nicht viel. Ist gar nichts. Naja, also, nee. Also vom eigener Tasche. Eigene Tasche 2.000. Eigene Tasche 2.000, Hertha habe ich 2.000 bekommen. Sind 4.000. Und seit Oktober habe ich nichts mehr reingebuttert. Weil ich da dem Braten gerochen habe, dass das Spiel Schmutz ist. Dankeschön, ja, dass du 200 Euro mit deinem Code hast. Wenn du Bock hast und wenn die Packs auch ein bisschen... Ich verstehe gar nicht, warum die so machen, dass die gar nicht gönnen. Wenn die gönnen würden, ich schwöre, ich würde mehr reintun. Obwohl, da hat man ein besseres Team, ja. Hast du einen Totti dieses Jahr gezogen? Ja, Arnold. Mhm. Mehr nicht. Ich hatte De Bruyne aus dem Food Drafting. Ich habe einmal aufgeladen, 20 Euro, und habe direkt den Bräune bekommen. Hassort auch. Ich hab Hassort aufgesammelt. So alles für Draft, was er hat, so in einer Woche. Der öffnet so 800k-Sets, 20-50k. Und dann öffnet er so ein 7,5k-Pack oder so. Das letzte der Bräune. Ich höre, das ist kein Zufall. Mhm. Investierst du in Immobilien für die Zukunft, Digga? Kein Geld. Um in eine Immobilie zu investieren, Digga, dafür habe ich keine Kohle. Eli Geller ist froh, wenn er die Miete bezahlt. Mhm. Miete ist Quatsch. Bald, ne? Hast du vor, irgendwann bestimmt. Ja, Miete, ja. Mal gucken. Ist eigentlich chillig, so eine Wohnung, Dings ist immer chillig. Ich habe heute bei Lefty zugeguckt, da hatte er das Thema auch. Digga, bei zu Hause zu wohnen, also bei seinen Eltern, ist, wenn du jetzt keine Beziehung führst oder so, finde ich, ist es kein... Keine Ahnung, ist kein. Mich stört es gar nicht, dass ich mit meinem Vater zusammen wohne. Außer, dass er halt manchmal den WLAN-Stecker zieht. Aber sonst ist es so. Ich, Freunde, ich bin so faul, ich würde untergehen. Ich putze nicht. Ich weiß nicht mal, wie Wäsche geht. Ich. Diese Teller abwaschen und sowas, ist Quatsch mit Soße. Ich würde da untergehen zu Hause. Ich bin da voll lost drin, voll das Muttersöhnchen. Jo, du kannst wenigstens ein bisschen kochen. Ja, kochen kann ich gut. Ich kann gar nichts. Aber wie denn auch, wenn meine Mutter jeden Tag 5 Sterne essen macht, Alter. Mike Tyson holt sich für 75 Euro, das würde mich auch mal ein bisschen für den John fehlen. Nur, da fehlen nur ein paar Neuen. Dankeschön, Mike Tyson, dass du mit meinem Code dir was gönnst. Follower vorlesen. Sind nicht so viele reingekommen, Freunde. Christine ist wieder mit 2 Euro dabei. Letzte Spende von mir, Eli. Dankeschön, Christine. Pen, Black, ja, Tire, ja. Kragnin, Valon, GSV. Achso. Tut mir leid. Warte. Was? Sanel mit 3 Euro. Reagier mal bitte, wenn das nächste Mal auf Twitch streams auf 10 Ronaldo-Freischüsse und Massi 10 Freischüsse. Kann ich machen. Pierre mit 2 Euro nach einer Party noch deinen Stream gönnen zum Einschlafen. Ehre. Das machen sehr viele, Freunde. Viele benutzen mich zum Einschlafen. No homo. United FIFA mit 5 Euro. Bist der beste CWL durch. Ach, habe ich vorgelesen. Dankeschön für die Follows, Freunde. Und diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben. Wie gesagt, wir haben schon, glaube ich, wieder 700 Follows in den Stream dazu bekommen. Das geht so krass schnell. So ein Schmutzspiel. Hau rein, Mika. Jordan, mieses Gehalt. Was mit Jordan? Die sagen ja, wenn ich das Gehalt, wenn Jordan hätte, würde ich auch so viel reinbuttern. Ja. Digga. Ja, Fußballer auch schon. Bundesliga ist auch krass. Allein schon, ich glaube, weil die heute gewonnen haben, wie viele einfach in einem Tag gemacht haben. Geistesgestört. Digga, sag ich nicht, wie viel Jordan verdient, Freunde, aber ich kenne die Zahl und das ist schon echt so böse. Ja, der hat auch viel durchgemacht. Die haben alle viel durchgemacht, Freunde. Die haben ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet. Sei denn gegönnt, Digga. Sei denn gegönnt. Millionen und Millionen Menschen wollen den Job da und ja, kämpfen auch darum. Das ist schon krank. Das ist schon nicht so einfach, was die da alles durchgemacht haben. Am Ende, weil da so viel Geld im Spiel ist, das okay, was sie verdienen, weil die Vereine verdienen ja auch. Ja, die Vereine verdienen auch sehr viel Geld. Ja, die Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Vereine machen. Fernsehgelder und so. Hm. Mr. Cookie mit einem Sub und Red Devil mit einem Jürgen Würger Sub. 20 Euro Sub, Digga. Du bist geisteskrank. Dankeschön, Red Devil. Für einen 20 Euro Sub. Ja, Eli, komm nach Dings, komm nach Bochum. Mann, Digga, wir haben eine Gruppe, Freunde. Mo, Sydney, ich und wir haben eine Vierergruppe. Da sind schon die ein oder anderen Häuser reingeschickt worden. Aber manche, ich schwör's dir, Mo, das würde so klatschen, das würde auch passen. Das würde einfach menschlich auch, glaube ich, hin. Das würde passen. Wir würden da so alles wegrasieren.
zu viert in einem Haus, jeder streamt, alle teilen sich einen Content, man ist zusammen, Digga, man kann geile Stories machen und dann, du kannst... Boah, diese Livestreams auch nebeneinander, die sind so böse, ja, Mann. Digga, das ist so geil, auch allein dieses Ding, du wohnst da mit denen, das kannst du so geil verkaufen, einfach der Community, also das ist unglaublich. Richtig, richtig geil, aber ist halt schwer umsetzbar. Das wäre schon Bombe. Schwer umsetzbar. Auch jeder Freundin und Sydney 80 Freundinnen hier. Stimmt, wir haben alle eine Freundin Hilfe. Sehr, sehr schwer umsetzbar. Ja, das ist so gut wie unmöglich, aber. Egal, träumen, weißt du, verkauft ein bisschen. Ja, das wäre schon krass. Wir haben alle eine Freundin, Nemo und ich und Sydney. Ja, es war Fußballprofi. Sydney hat jeden Tag eine Freundin. Ja. Macht leider auch jeden Abend Schluss, aber. Da ey, du suchst genau wie ich. Ich frag dich, ob du suchst, du sagst nichts. Ich guck deinen Stream. Da kann man so viel Content machen, Hilfe. Freundin juckt nicht, ja, ja. Juckt schon, wenn man vorhat, das Land zu verlassen, Freunde. Ja, Mann. Wir hatten nicht vor, ich hatte nicht vor, das Ding in Deutschland zu machen, sondern irgendwo, wo es immer warm ist. Und da juckt es schon irgendwo. Jo, wir ziehen jetzt um. Stell dir vor, du sagst zu deiner Freundin, jo, ich zieh um, wir ziehen nach, keine Ahnung. Ich bin mal in Thailand für 3-4 Jahre. Komm mal vorbei. Weil Leute, so an sich könnten wir das, was wir machen, können wir ja in jedem Land machen. Ich habe ja auch gesagt, irgendwann mache ich das safe. Ich werde es auch safe machen. Aber jetzt ist zu viel davon, Leute. Du musst so oft hier hinkommen auch. Ja. Hey, Digga, es steht fest, ich werde mein Leben nicht die ganze Zeit in Deutschland verbringen. Ich werde irgendwann hinziehen irgendwo, mit oder ohne euch, wo es immer warm ist, dann, ich brauche da ja nur eine Wohnung, das macht ja keinen Unterschied. Theoretisch könnte ich sagen, ich bin gerade in Thailand, guckt euch LP Massive an, Digga, der hat alles so clever gemacht, Ungarn hat es auch clever gemacht. Ist es dann nicht sogar besser auch mit Steuern, verdienst du dann nicht sogar noch mehr, theoretisch, und da haben die sogar ein geileres Leben an sich, wenn du es halt gut machst. Deutschland ist aber schon echt gut zum Leben, Freunde. Aber mich fuckt halt wirklich okay. Das Wetter ab. Das Wetter zieht mich hier so runter, es ist 3 Monate warm. So lost. Und die Leute haben hier alle einen Stock im Arsch. Hatet mich nicht, aber es ist so. Uch. Warte schon mal in Spanien, Freunde, oder Portugal? Die juckt gar nichts da. Da alles. Herr Will, vielen Dank für 5 Subs. Vielen Dank, Mann, Ehrenmann. Ey, 123 Subs diesen Monat. Wow. Alle sind so herzlich und so. In Deutschland, Digga. Okay, jetzt kann ich ja wieder reden. Die Subs konnte so leider nicht einstellen. Boah, Junge, ich war in Brasilien. Ich war 2 Wochen in Brasilien, irgendwann hast du alles durch, ne? Einfach wegen dem Wetter, du spazierst einfach, Bruder, du bist glücklich. Ja, ja, ich weiß, du gehst einfach raus so abends, ist ab nach Vancouver. Abends draußen trinken, essen. Ja, so, Leute. Hier in Deutschland, die meisten Läden machen so zu, unter der Woche in Spanien. Als wir diesen Food Champions Cup in Barcelona hatten, ich war jeden Abend mit meinem Bruder nochmal draußen und wir haben einfach gechillt. Und haben gegessen, so um 0 Uhr, 1 Uhr nachts. Das hat gar nicht funktioniert. Wann gehe ich mit deinem Bruder wieder treffen und essen? Na. Ich vermisse den. Nach Brasilien. Nee, Brasilien wäre mir zu hart. So. Ich würde voll, so Portugal. Keine Ahnung, haut mal ein paar Länder raus. Wo ist es denn immer? Oder sehr oft warm. Nee, Brasilien ist ein bisschen, ist schon sehr hart. Lukas haut sich was bei VGO für 100 Euro. Hi, Edi, als gut gemeinter Tipp. Du musst mal die Preise in Cancun anschauen. Echt günstig da. Digga, ich war in Cancun vor ein paar Monaten. Im Januar war ich mit Benji und Boss hier in Cancun. Das war alles andere als günstig. Der scheiß Urlaub hat 4.000 gekostet. Für 6 Tage. Der war bitter. Italien, nee, ich. Südfrankreich? Brasilien war das geilste, was ich jetzt. Ja, obwohl New York war krasser. New York war krass. Im Winter war ich in New York, das war auch so heftig, ne? War gut. Boah, weißt du, wie geil das aussieht im Schnee? Oder du hast halt 18 Pullis und so angezogen, ne? Mhm. Aber das sah so geil aus. Aber Sommer bestimmt auch krasser noch. Also Traumfreunde ist, glaube ich, L.A., aber ist zu teuer. L.A. ist viel zu teuer. Wie gesagt, der L.A. ist nicht so... Also es gibt... Ich war ja auch in L.A., das ist jetzt nicht das Krasseste. Weil da sieht alles gleich aus und du musst diese Kontakte haben, sonst geht nichts. Die haben ja alle eigenes Haus da und es gibt gar keine richtigen öffentlichen Partys, so richtig. Alle machen Hauspartys, die Bonzen. Und wenn du keine Kontakte hast, ist lost.
Ägypten, Digga, Ägypten ist nicht so geil zum Leben. Du brauchst ja auch ein Land, wo es cool ist und so. Da kannst du, Digga, in Ägypten da. Ich bin Ägypter, Digga, ich war in Kairo, ich war in Hurghada, ich war in Sharm el-Sheikh. Das glaubt mir, das ist nicht so cool da zum Urlaub ist lustig und so, aber zum Leben ist es da nicht so geil. Du brauchst halt ein Land, was auch. Unge, ohne Witz, der hat das richtig clever gemacht, ey. Portugal, Madeira, so am Strand, so eine Insel, geil gemacht. Richtig geil. Kann ein bisschen Arabisch. Inter-Arabi? Wo ist er? Nee, der massiert gerade seine Freundin, die hat Geburtstag. Madeira wird es ausgesprochen. Ja, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Der massiert sie gerade durch, ja. Barcelona ist overrated. Barcelona ist auch geil, Digga. Aber das Problem ist... Leute, aber als wir da waren, war nicht das beste Wetter, glaube ich. Ja, aber das ist immer sehr, auch sehr oft warm so. Die haben auch einen Strand und sowas. Barca ist geil. Wisst ihr, was man unterschätzt, glaube ich? Die Einsamkeit, glaube ich. Visca Barca war doch in Barcelona und der hat gesagt, dass er sich einfach zu einsam gefühlt hat. Das kann ich mir auch vorstellen. Du kannst dich da nicht einfach mal so kurz mit Freunden treffen. Die müssen rüberfliegen oder so. Und die Sprachbarriere ist halt lost. Wenn du die Sprache nicht kannst, ist auch scheiße. Boah, Junge, die können kein Englisch, die Spanier. Ich war in Madrid, ich konnte mit keinem reden. Digga, ohne Witz, wir müssen eigentlich nach Mallorca. Aber nicht dieses Ballermann-Mallorca, sondern es gibt auch richtig schöne Ecken in Mallorca. Ich war, nach WM wurde ich für Spanien gebucht, ne? Und ich durfte einen Gast mitnehmen. Ich habe Hasso mitgenommen, ne? Ja. Was passiert? Wir verpassen Flug. Ach ja, weil, ja. Ja, Junge, wir haben einfach den Flug verpasst und dann musste ich einen Tag danach selber Flugdings buchen, hast du wollte nicht, also ach scheiß drauf. Ich habe eine Woche in Madrid alleine gechillt, ne? Boah. Boah, ich bin gestorben. Boah, das ist schon. Oder ich kann sowas nicht. Manche feiern das, alleine irgendwo zu sein. Ich kann nicht diese Stadt angucken und so alleine. Ich krieg die Krise, ich krieg Depression. Na man, Cala Mayor oder Cala Rayada auf Malle. Kaya, Kala, ja, Mann. Es gibt richtig coole Ecken in Mallorca, nicht dieses eklige Ballermann-Ding, das feiere ich ja gar nicht. Wie oft hast du Flug verpasst? Boah, nicht oft, muss ich sagen. Zweimal? Spanien kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine richtig geile Finca oder so. Und dann da geile Internetverbindung, da immer streamen und so. Dann ja, geile Internetverbindung. Dann sind wir die Ersten, die meckern. Hey, du weißt, dass Deutschland krass lost ist in Sachen Internet? Ja, aber Spanien ist auch nicht besser. Doch, Digga, ich bin in Spanien. Dieses, was hier LTE ist, Digga, die zahlen gar nicht für Internet. Du hast da schnelles Internet. Du hast immer schnelles Internet. Du hast in anderen Ländern, Freunde, ich weiß nicht genau wo, überall. Ich glaube, Spanien auch. Aber dafür hast du Bambus EA-Server, ne? Ach, Bambus EA-Server, das ist... Die Server sind ja hier. Du kannst nichts... Ja, sind hier, Digga, sind trotzdem die schlimmsten. Was soll ich denn damit anfangen? Ist trotzdem schlimm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch schlimmer ist. Ja, warum heulen die dann alle? Also... Wenn du so Clips siehst von anderen, also jetzt nicht Europäern, ne? Wenn du so Saudi siehst, die FIFA zocken, weil die Server halt krank weit weg sind, weil das ist eine andere Welt, ne? Du drückst nach Ace, eine Sekunde später macht er so, richtig eine halbe Sekunde. In Spanien wollte eine Putzer von mir die Müller und sie meinte, gegangen, weil sie gemerkt hat, dass sie. Boah, Türkei ist auch schlimm, Jungs. Ich hab von Türkei aus FIFA gezockt, mit Hasse und so. Boah, was ein Delay. Internettechnisch, ja. Ja, wir waren noch am Ende Türkei und da, wir haben geguckt, wie weit die Server von uns weg sind, das war gestört. Internettechnisch ist es komplett krank. In die Karibik, Eddie. Ja, ja. Digga, stell dir vor, du hast so ein Grundstück in der Karibik. Du stehst so auf, Digga, um 12 Uhr. Aber warum ist das so? Gibt es irgendwas in Deutschland kaputt? Weil die haben doch Geld, Deutschland. Ich habe keine Ahnung, warum das Internet hier so lost ist. Das ist doch voll wichtig. Also es ist doch krank wichtig, auch Internet für die Menschen geworden. Ja, Digga, die sind lost. Angelo muss da mal ein paar Takte sprechen. Leute, mal, ja, du hast da so ein fettes Anwesen, Karibik oder so, stehst du auf, habe ich early niemanden aus der spanischen Liga oder was? Junge, ich gucke jeder YouTuber und so, der machen diese Bundesliga-SBCs und die tun einfach den ganzen Verein da rein. Ich denke so, okay, ich mache das auch einfach, mache für Stream so voll viele Dinger. Ich gucke, ich kann ein einziges sowas machen, ich habe 11 seltene. Ich check gar nicht, wie alle so 5 Millionen haben. Ja, ach Digga, das ist alles ein bisschen komisch.
Das ist aber auch für gute Content. Ich glaube, ich mache es nächstes Jahr auch. So mehr Spieler im Verein tun und so. Dann kann man das SBCs machen und das kommt so gut an auch. Und das bockt. Wenn ich manchmal SBCs mache, das bockt irgendwie, ja. Feierst du SBCs? Ich feier es gar nicht. Ich mach das viermal im Jahr, aber das oder das ist besser als Gameplay. Ist halt entspannter. Also ich sage euch ehrlich, Chat, ich sage euch mal mein Traumleben, okay? Ich sag's euch mal. Sagen wir mal, ey, hast du gesehen, wo Pro uns Urlaub gemacht hat? Cookinsel? Ey, das sah so böse aus. Das sah so krass aus. Das war aber auch böse teuer, Alter. Ich hab, geht. War nicht so teuer. War günstiger als mein Cancun-Urlaub. Ey, da ist ja nur Flug und so sind 4K, ne? Nein, ich und dann kommt das, dann kommt da erstmal 2 Wochen chillen. Ich hab ihn gefragt. Chill. Ich habe ihn gefragt. Ja? Ich guck gerade nach. Warte, Jim. Ich kann nichts dir sagen. Ich glaube, Haus und Flug waren insgesamt 4, aber die waren noch 2 Wochen, ne? Und dann gönnst du dir halt da noch ein bisschen. 4,5 hat er geschrieben. Und denk mal nach, du bist da mit so einem Jordan und Sydney, du verlierst da 20.000, Alter. Ja, okay, wenn du mit denen... Also Chat, ich sage euch ehrlich, also um das nochmal hier auszuholen, ich stehe auf, es ist 26 Grad, so um 10 Uhr morgens, 11 Uhr morgens, ihr geht geil frühstücken, so ein richtig geiles Obstding, ihr macht ein geiles Workout, ihr haut eure Freundin nochmal weg frühmorgens, weil sie schön durchgebraun, sie ist richtig braun, ja, dann chillst du am Strand bis 15, 16 Uhr mit einem irgendeinem geilen Getränk da, hast gar keine Sorgen, checkst deine Nachrichten ab, chillst dein Leben, guckst da Fußball, weil ein bisschen zeitversetzt ist um 16 Uhr, guckst du Champions League bei 20 Uhr ist oder so, keine Ahnung. Und dann gehst du so 18 Uhr langsam live, streamst bis 22 Uhr, gehst dann nochmal raus, gehst spazieren, Digga, machst YouTube-Videos, gehst spazieren draußen, fettes Wetter. Und das, Digga, das ist so, das wäre so mein Traumleben, sage ich euch ganz ehrlich. Eine Frau oder mehrere? Eine. Wenn du die so richtige Frau hast, Freunde. Auch fürs Leben, wenn ihr die richtige Frau habt, oder das kann man früh immer nicht wissen, aber. Ich habe letztens. Arminio, richtig Dank für die Tat. Digga, wenn ihr R9 habt, dann. Oder Eusebio oder Footburst, der Mbappé, Digga. Dann behaltet den Spieler. Wenn es auch noch Erstbesitzer ist, dann behaltet den Spieler, hört auf, den zu verkaufen, weil ihr denkt, ihr bekommt vielleicht noch einen neuen oder so. Wenn ihr Erstbesitzer Eusebio habt, bleibt bei Eusebio. Hat keinen Sinn. Macht nur Kopfschmerzen. Du bist ganz irgendwann, guck die ganze Uhr. Dankeschön, vielen Dank. Ihr holt euch dann sowas wie Ben Yedda. Ihr holt euch sowas wie Ben Yedda, das jeder hat. Freut euch einen Kullerkeks, dass ihr mit dem ein bisschen Spaß habt. Aber letztendlich ist es nicht das Gleiche. Wo würdest du, ich würde zum Beispiel wie alle anderen, so Thailand und so, ich glaube nicht, dass das feiern würde wegen dem Essen. Ich bin nicht so ein Fan davon. Ich war in Singapur und so, boah, das Essen, das war echt nicht meins. Ist alles aber scharf, ne? Diese Soßen auch, die essen auch viel Ekelhaftiges, ne? Also das sieht echt, das sieht ein bisschen eklig aus da. Spinnen und so, essen die da sowas? Ja, alle See, alles, ne? Vom See und alles sieht so aus, als ob die gerade erst blutig rauskommen. Ja, ich glaube auch, sowas würde ich nicht so feiern. So Thailand oder sowas. Aber. Ich feier Deutschland, also in Deutschland kann man richtig gut essen, weil da hast du alles und auch gute, du musst auch gute Qualität haben, sonst ist Müll-Restaurant. Digga, geh mal nach Italien, Neapel, Sizilien, weißt du, was da passiert, Digga? Du kriegst da einen Ständer bei dem ganzen Essen. Ja, aber ich feiere dieses Türkische und so Arabische auch krass. Na, schön, stimmt. Und das hast du in den anderen Ländern nicht. Wenn du zum Beispiel in Brasilien Arabisch isst, du kotzt. Mies, mehrere, man braucht Abwechslung. Ach, Digga, Kili, du bist noch klein. Du hast keine Ahnung, Junge. Glaub mir. Wegen Frau oder was? Ja. Ja, das sehe ich dann dabei. Wenn man noch nicht richtig, wenn man noch nicht denkt, man hat die richtige, dann sagt man das immer. Ja, ist auch so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie so. Also versteht mich nicht falsch, Leute. Das Leben in Deutschland ist voll geil. So an sich alles perfekte Infrastruktur und so. Hier ist alles gut. Aber was halt wirklich so ein krass ausschlaggebender Punkt ist, was mich so doll abfuckt,
ist wirklich dieses scheiß Wetter hier. Ohne zu übertreiben, es sind 2-3 Monate maximal hoch, also wirklich, ich rede von richtig geilem Wetter. Das ist nicht so oft so. Dafür, also wenn es richtig geiles Wetter ist, kannst du auch in Deutschland nichts Krasses machen. Also ja, du kannst ja nicht, Digga, du kannst nicht an den Strand gehen oder so. Ja, du musst an die Ostsee. Wenn es hier richtig heiß ist, ich hasse das manchmal, ne? Wenn du dann irgendwas machen musst oder so. Ja. Da gibt es schon echt geilere Länder für. Und da ist halt so, weiß nicht. Theoretisch, Leute, es ist kein Unterschied für mich, ob ich in Spanien lebe, ob ich in Türkei, ob ich in Deutschland. An sich, für euch macht es gar keinen Unterschied. Ich verdiene mein Geld genau mit dem, was ich momentan die ganze Zeit mache. Das ist für euch gar kein Unterschied. Edi, Deutschland ist für richtig geiles Wetter. Gerade mal, vielen Dank für den Host. Willkommen an alle, an die Roboter, Freunde. Bei mir sieht die leider nicht so ein Gameplay wie bei ihm. Ich bin nach einem Spiel, habe ich Kopfschmerzen. Deutschland ist los wegen Steuern, an sich schon, ja. Eli hat auch gerade halbe Stunde bei dir gelutscht, ist auch cool. Ach, er sagt gelutscht, Digga. Ich habe gesagt, dass der Mann irgendeinen Fehler im Gehirn hat. Wie kann man sich denn 90 Spiele lang, wie kann man sich denn 90 Spiele lang so fett konzentrieren und alles wegrasieren? Das ist, Digga. Weiß ich nicht. Mo, gib mal auf YouTube rein. Ich würde mich mal untersuchen lassen. So, wir wollten Ernie's. Hau rein, Christine. Irgendwas war ja krass witzig. Ernie und seine Freundin oder was? Ist mein Gegner eigentlich lost? Auf Madeira. Wo sieht man das denn? In den Pleasant Park muss ich. Ich muss in den Pleasant Park ziehen. Stell dich vor, Pleasant Park, da, dieses blaue Haus, ich stehe auf. Mir ist wichtig, so ein Spaziergang. Fitness, geiles Essen, geiles Wetter, coole Leute, zum Strand, streamen. Wo finde ich denn das Video, zum oder? Raus, in der Bar, bisschen chillen, gutes Wetter. Lass nach. Lebt euer Leben, Freunde. Man weiß nie, wie lange das geht. Fickschnitzel mit einem Sub, Ehre. Du Eierkopf. Friede, warum, wieso bist du nicht im Discord? Wieso verkaufst du uns? Ehrlich? Mo und ich sind die einzigen, Digga, in den letzten zwei Wochen. Wir sind last man standing, Digga. Eine Woche habe ich auch verkauft, Alter. Ich bin der Einzige, der hier nicht verkauft, ne? Sydney letzte Woche verkauft, Ernie letzte Woche verkauft. Ich bin der Einzige, der immer, wirklich immer bereit auch für den Discord ist. Ich bin morgen nicht da, glaube ich. Na, Verkäufer. Ist morgen, weiß nicht. Ich sag lieber nichts, da, bevor ich mich blamier. Bundesliga? Entweder morgen oder übermorgen, ich weiß keine Ahnung. Wann ist Zuckerfest, Freunde? Wird das jetzt irgendwie bestätigt oder so? Und da. Die Gegner waren ja krass heute. Ja, ich mach noch ein Game. Ja, die gerne wie gesagt, morgen Abend bin ich nicht da. Ich weiß nicht, wann ich alle Spiele zocke. Ich streame auch morgen Nachmittag, Jungs. Also wir gucken zusammen auch. Ich habe ja morgen dieses Bundesliga-Dings da. Sonntag. Okay. Gibt auch Tag, wo du nicht wolltest. Nee, am. Eine Nachricht, Digga. Wie immer. Ich möchte unter der Woche meistens nicht im Discord sein. Unter der Woche chill ich meistens nur mit dem Chat, aber Digga, kann das mal abbrechen? Wer sind denn die besten Sechser? Ich fühle, ihr führt einen Channel mit Stefan und hat einen Duelstream mit ihnen und muss. Schwester hat Geburtstag, nur du bist lonely, du Knecht. Ach, jetzt mal, Digga. Wisst ihr, was ich immer für euch alles verschiebe und so? Ihr habt gar keine Ahnung, was im Hintergrund alles abgeht. Wie oft ich meinen Freunden schon abgesagt habe, dass ich nicht irgendwo mitgehe. Oder wie oft ich meiner Freundin abgesagt habe. Oder sonstiges irgendwas verschoben habe und das nach vorne geschoben habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich erkläre es euch. Ich erzähle es euch nur nicht. Das erzähle ich euch nur nicht. Ehrenmann, Eli, ja. Respekt. Alle mal Ehrenmann an Eli. Ist so. Digga, ich streame seit Oktober immer, ich habe seit Oktober mindestens dreimal die Woche durchgestreamt. Also mindestens drei Streams seit Oktober, das sind trockene 8 Monate, außer eine Woche, wo ich im Urlaub war. Sagt mir noch einen, der das gemacht hat. Niemand. Warum? Oh mein Gott, ich sag immer, eine Woche Urlaub verschoben wegen dir, ja, ich weiß. Wegen 24er, ne? Ach.
Warum hast du SCN? Ich weiß nicht, diese Sechser sind so krank für FIFA 20. Nee, mir gefällt die. Ich hatte doch Hulu letzte Woche, der hat mir so abgefragt. Das geht morgen nicht. Man muss sagen, du ziehst hart durch. Das ist wirklich, das kann man mir nicht vorhalten. Wieso ist Eli nicht dabei im Pro-Turnier? Weil er FIFA 20 hasst. Der spielt das nicht freiwillig, außer Weekend, glaube ich. Ja. Das ist korrekt. Alles, was abgesagt... Digga, sollte auch bei diesen... Alles, ohne Witz, Chat, alles, was mit FIFA 20 zu tun hat, was ich nicht machen muss, lehne ich immer ab. Ihr müsst mal meinen Manager sehen, der kommt auch jede Woche oder alle paar Tage mit irgendwelchen Events. Ich sag immer ab, weil ich keinen Bock auf sowas habe. Egal, im geringsten, was mit FIFA 20 zu tun hat, wenn ich es nicht machen muss, mache ich es nicht, weil mich das Spiel, ich habe einen persönlichen Hass da auf dieses Spiel. Du hast bei diesem Mörser, Meets Mörser da mitgemacht, ne? Mhm. Da sollte ich eigentlich sein. Ja, er macht das ja jede Woche. Naja, da habe ich aber gesagt, ich möchte diesen Spiel einfach wirklich, ich möchte nicht mehr darüber reden, so. Oder diese ganzen Sachen, so, da kommen voll viele Dinger rein, so. Auch Beats Pros oder irgendwelche kleinen Turniere oder so. Werde auch voll oft angeschrieben von irgendwas. Ich sag immer ab, immer. Das hat's nicht verdient, dieses Spiel. Immer wenn ich so Hass hab, mach ich einfach eine Woche Pause. Digga, ich kann keine Woche Pause machen. Ja, deswegen macht sich das so kaputt. Ich sag dir, so eine Woche Pause tut dir wieder so gut. Ja, aber wenn ich ohne Witz, weißt du, was ich für ein schlechtes Gewissen habe, wenn auf meinem YouTube-Kanal mal einen Tag lang kein Content ist, ich krieg da Nervenzusammenbruch immer. Das ja, ist ganz schlimm bei mir. Produzier jetzt, wo du noch da bist, produzier vor, aber dieses Hass gegen Spiel ist auch nicht so geil, Alter. Ich feier das nicht. Ist auch nicht so geil, Digga, aber was soll ich machen? Wie schön ist es noch ein 24er, der wird noch kommen. Wir sind Vierer, ich mach Vierer gar nicht. Ich mach welchen Dreckskill. Ich denke mal, die wollen quitten, wenn die Anfang startet, ne? Jeder Gegner bei mir ist gerade NGU, aber ist endlich okay, so. Leute, ihr müsst immer verhandeln. Ja, sorry. Ich bin fertig, scheiße. Ihr solltet mal Verhandlungsgespräche von mir und Hertha da gehört haben, was da passiert ist. Ey. Also was ich so für nächste Jahr VBL und sowas, was ich da alles, wenn man das aufgenommen hätte. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich sehr... Ich will nicht so den 2 spielen. Nee, ich bin da so abgelandet. Ist der 85er Modus. Digga, na, ich hab nicht nur gegen den 85er, ich hab da... Also... Das ist wirklich schlimm. Wenn ihr wüsstet, ey, wenn ihr wüsstet, wie ich dieses Spiel... Wenn ich sagen dürfte, worauf ich Bock hätte, dann... Boah. Ich mache ja schon relativ viel. Digga, es gibt so viele E-Sportler, die einfach gar nichts sagen, wo die Vereine Hertha, Digga, Hertha erlaubt mir ja wenigstens so zu sagen, dass ich finde, dass FIFA 20 schlecht ist. Dass EA keinen guten Job macht, wenn ich das gut argumentiere. Das kann ich machen, das ist ja Meinungsfreiheit so. Ich darf ja nur niemanden beleidigen oder so. Aber es gibt auch Vereine, die verbieten es den E-Sportlern. Ja. Die sagen, ja, 100%. Die sagen dann, ja, ich weiß es. Ich weiß es von 3 Vereinen. 100%. Ja, ja. Und das ist krass. Da wird verboten, du darfst, da wird gesagt, du darfst nicht sagen, dass du FIFA 20... Das ist... Genau, darfst du nicht sagen. Klar, einmal genau. Mal loben, wenn genau. Ich frag, egal was, das ist eigentlich gut, aber ich komme nicht klar. Genau, du sollst dann einfach gar nichts dazu. Aber die sagen. Wollen halt, wie die wollen diese E-Sportler wie die Fußballer ein bisschen machen, ne? So mundtot, so. Ja, Digga, bevor ich mundtot mache, Digga, dann werde ich gar keinen Verein haben, bevor sowas bei mir ist, da werdet ihr mein Wort drauf haben. Ich glaube, bei mir, ich schwöre, das wisst ihr, wie oft das vorkam, dass die gesagt haben, also in so Verhandlungen, du darfst dann nichts machen und bei Interviews das sagen, so vorgeschrieben, egal. Digga, bei VBL, weißt du, wie witzig das war, die ersten Spiele, da, ich war viermal, es gab keinen Verein, der öfter so ein Offline-Spiel hatte als wir. Obwohl, doch Bremen hatte auch 4. Ich glaube, Bremen und Hertha hatte 4. Also Sky, ProSieben Max, dieses Live-Fernsehspiel. Und da kannst du ja nichts beeinflussen, Digga, das ist live. Weißt du, wie Angst die immer hatten? Diese, ich weiß nicht, wie die heißen da, die Moderatoren. Die kommen ja immer vorher rein. Die kommen ja vorher rein und gehen mit dir Skript durch und so. Und die sagen, Eli, ich habe deinen Stream wieder letzte Woche geguckt. Es ist live. Bitte nichts gegen EA. Ich weiß, die sagen auch, ich weiß, es ist so und der 85er, aber wir können auch nichts dafür. Bitte, bitte, bitte sag nichts live. Sehr okay. Die haben voll Angst gehabt.
Dass ich da ausraste. Ja, Junge, was denkst du, was die Ellen mit Kurt immer hat, wenn der Tunnel ist? Ja, wie ist Angst? Die haben ihn noch nie wieder zu Interviews geführt, ne? Mhm. WM damals war der Halbfinale, die haben einfach kein Interview mit dem gemacht. Ich weiß. Kennst du das eine Turnier, wo war das denn? Club-WM, wo der einfach ins Interview von irgendjemand gegangen ist, wo er sich mit Castro gestritten hat? Der, der, also. Und ich habe wieder einen Beweis, dass die einfach meinen Tasten nicht angenommen haben, ja. Ich habe die Grafik an, gucken wir es gleich an. Stell dir vor, im TV, Dim. Digga, stell dir mal vor, ich pack so richtig aus im TV. Ich abgehen. Alle nix mehr! Ja, davor hatten die Angst. Da hatten alle Angst. Aber Hertha hat doch bestimmt auch gesagt, bleib mal locker da und so live. Ja, natürlich haben die gesagt, die meinten, wenn du da, also die haben gesagt, wir haben Verständnis und so, aber du kannst nicht live jetzt hier, du kannst die nicht live rasieren, das geht nicht. Da habe ich auch noch Verständnis. Aber wenn wir, warum waren die eigentlich jede Woche da? Also weiß ich auch, daneben wir hatten die besten Zahlen, warum auch immer. Digga, weißt du, was das Best geklickt, was jetzt das meistgeschauteste Video war, Spiel war? Mhm. Es war Wiesbaden gegen Hertha. Mein Spiel, mein Spiel gegen den von Wiesbaden war das meistgeguckte Spiel. Wer hat denn bei Wiesbaden, aber... Weiß ich nicht. Wie viel hast du gespielt? Gewonnen oder wenigstens? Unentschieden. Stark, gegen Wiesbaden kann man mal unentschieden spielen. War so lost das Spiel. Ja. Hast du gegen Mocke gespielt? Mhm. Das war das Beste, Digga. Da siehst du schon, wie lost es ist. Dass es halt niemanden juckt. So, tut mir leid an die VBL, aber es ist nun mal so. Es ist nie, es juckt leider niemanden. Außer halt die Fans von deinem, von demjenigen. Das entscheiden ja die Vereine selber, ne? Ja, ich weiß, dass die Vereine entscheiden. Da kann die VBL nichts hin. Aber die hätten das ein bisschen anders vielleicht verpacken müssen. Digga, ich kack mir gleich ein. Die Bauchschmerzen kommen schon wieder. Wie stehst du jetzt? 7-0. So, ich bin gleich schon fertig. Ja. 11-0. Gegen den Fitness-Typen, ja, genau. Das war das Beste, das war besser als Werder Bremen. Das kann ich mir gar nicht, also wurde mir so gesagt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall hatten wir immer die besten Zahlen. Hertha hatte immer die besten Zahlen, warum auch immer. Deswegen wurden wir einfach viermal eingeladen. Und ich hatte gar keinen Bock, immer dahin zu fahren. Ey, du warst doch mit Abstand der Größte, oder nicht? Von ich den hatte ganzen gar Spielern. Keinen Bock, dahin mal hinzufahren. Keine Ahnung. Oha, vielleicht ist das. Wen gibt's denn noch von dieser Dings, der groß sind? Tim Latka. Ja. Und Bremen auch. Eigentlich auch. Die haben eigentlich auch viele E-Sports-Fans. Wer spielt Draft? Wer spielt Draft? Eli? Ja. Bist du lost oder so? Digga, ich bin ein bisschen entspannt. Hast du nicht gerade über ein anderes Team oder so geredet? Ich weiß gar nicht, Digga, ich weiß nicht. Ich habe vorhin auch einen Draft geholt. Ich habe ein Spiel gemacht, Digga. Ich kann nichts dafür, wenn ich jedes Spiel R9 und Co. abbekomme. Ich habe 7 Spiele, ich habe 2-mal gegen R9 und 40-mal gegen Food Birthday Prime. Die Scheiße, da gespielt. Ich feiere das gerade einfach. Freitagsdraft. Mies gut. Ich feiere das heftig. Da kann, mein Chat. Jungs, was sagt ihr? Anstatt aufgehen, ein bisschen draften? Hä, der Chat feiert ohne Witz, Chat? Mögt ihr das, wenn ich Draft spiele? Ja, ne? Weil dann kann ich immer voll auf den Chat eingehen. Ich schwöre, die mögen das. Einfach Freitag Draft. Ich schwöre, die feiern das. Hä, mach da wie Saku, 2:30. Mhm. Boah, ich würde das feiern, wenn du es mit Xbox noch 30 Minuten schaffst. Chat, ihr würdet doch feiern, ne? Wenn Eli 60 Games macht. Mehr Ach, Digga, ich hab letztes Jahr, FIFA 19. Wo die uns hops genommen haben, wo man dachte, wäre gleiche Quali-System wie in FIFA 18. Ich habe richtig schön 1.500 € auf Xbox reingesteckt, erste Woche. Dann die Releasen eine Woche danach, dass man sich nur mit einer Konsole qualifizieren kann und so. Aber erste WL, weiß ich noch ganz genau, Digga, erste Weekend League habe ich auch 28-2 auf Xbox geholt in FIFA 19. Okay. Und dann aber irgendwann nicht mehr gemacht, oder was? Ja, ich habe eine WL gespielt, das war die. Danach haben die gesagt, dass es nicht geht. Man musste sich doch qualifizieren. 27 Siege, dann bist du verifiziert. So. Ja. Und ich wollte mich mit beiden verifizieren. Aber hast du nie so Bock, so 60 Games zu machen wegen Content oder so? Digga, sehe ich so aus? Ich hatte nicht mal Bock, 30 Games zu machen. Ich hatte nicht mal Bock, 15 Games zu machen. Oder FIFA 19 war doch richtig geil, ey. Nein. Ich habe FIFA 18 für 80 Spiele gemacht. FIFA 18 habe ich mit 2 Accounts gespielt.
Also mein Chat feiert Dwarf, weil da kann ich immer voll auf den Chat aber auch wenn eingehen. Wenn du jetzt auf Twitch wärst, würdest du jetzt Dwarf spielen oder auf YouTube-Videos reagieren? YouTube-Videos reagieren. Schon geil, Twitch, ja. Mhm. Du kannst auf gar nichts reagieren, oder? Also, doch, auch wenn es auf der anderen Seite, wenn es auf mein Video hochgeladen wird oder irgendwo, auch nicht? Digga, ich kann auf alles reagieren, theoretisch, aber jeder von denen kann mir Strike drücken. Jeder, wenn er Bock hat. Wenn ich auf dein Video reagiere, kann er mir... Kriegen die Benachrichtigung oder was? Ja, es gibt immer Knechte, Digga. Es gibt hier Knechte, die schreiben den dann an in meinem Chat. Jo, der hat auf deinen Stream reagiert. Und entweder wollen die dann Kohle von dir, dass du da keinen Strike kassierst. Oder halt, die drücken dir einen Strike. Deswegen gebe ich denen gar nicht die Chance. Also ich könnte auf die Teasy-Videos reagieren oder auf deine Videos, aber alles, was ich nicht kenne, würde ich sofort rasiert werden. Aber mach's nicht so, auf Moorbas WM-Titel reagieren. Haben viele geschrieben. Wollte ich nächste Woche machen. Mhm. Gut, diese. Boah, hab ich schon 6 Mal oder so gemacht, glaube ich. Ich schwöre, dieses Spiel gegen Nikolas. Das Gameplay da. Ey, Bro, das Gameplay sieht auch einfach interessant aus, ne? Also, auch wenn das so zum Spielen nicht geil war, ich will FIFA 19 war auch nicht geil. Aber das sieht einfach so gut aus zum Zugucken, wenn du FIFA 20 gewöhnt bist. So schnell, immer so hin und her, boah. Illegaler Memes auch? Ja, geht. Theoretisch könnte mir auch ein Strike gönnen. Ich kenne die Person ja nicht. Okay. Ja, FIFA 19 war schon geiler. Also, dieses Spiel bei dir gegen Nikolas, ich hab lang nicht so eine kranke Scheiße gesehen. Boah, das. Ich dachte so krass, dass du das verlierst, nachdem er das 4-4 gemacht hat. Ich dachte, du bist nervlich am Ende. 5-5, Bruder, 5-5. Du hast 4-1 geführt oder so? Ja, 3-0, 4-1, 5-2. Und dein zweites Tor war richtig eklig und dann macht er einfach in der letzten Minute ein Kopfballtor. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ey Leute, ich hab so bei euch, ich muss ganz dringend ein Ei legen gehen, nimm's mir nicht übel. Ich krieg, ja, Jungs, ich krieg hier Nervenzusammenbruch gerade. Schade, kein Draft-Gameplay. Oh. Bleibst du noch online, ne? Die Mika League und Twitch Reaction, ja, der ist halt YouTuber, ne? Also der hat schon immer ein YouTube gemacht. Der macht Twitch nur nebenbei. Oh, Chat. Ich muss auf, Chat. Geht alle noch zum Mo rüber. Es guckt schon raus. Gehst macht du? Wenig Sinn, ich geh auch offline. Egal, dann geht irgendwo rüber. Ich muss ganz schnell. Ja, geht erstmal zu mir und dann verteilen wir fetten Horst. Okay. Geh kurz. Alter rein, morgen gibt's den nächsten Stream. I love you total early. Ich lese kurz Subs vor. Koray mit 2 Euro, Jules mit 1 Euro, Fuß mit 1 Euro, Jan Meister mit 5 Euro, Manu mit 2 Euro, Pada mit 1 Euro, Triami mit 3 Euro, Manu mit 1 Euro. Es tut mir leid, ich muss jetzt schnell kacken.